Wenn man mit Kobolden tanzt, von Carlo Alberti. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Wenn man mit Kobolden tanzt, von Carlo Alberti. In alter Zeit lebte einmal ein Landmann. Da hatte er auf der rechten Wange eine große Geschwulst, groß wie eine Birne. Als dieser Landmann eines Tages in den Wald ging, um Reisig zu sammeln, wurde er von einem Gewitter überrascht und flüchtete in einen hohlen Baum, wo er Schutz vor dem Regen fand. Als das Gewitter endlich aufhörte, war es Nacht geworden, und der Landmann konnte den Weg nach Hause nicht finden. Deshalb blieb er in der Höhlung des Baumes sitzen und erwartete den Morgen. Im Walde aber war es sehr einsam und schaurig, und der Mann konnte vor Angst und Furcht nicht schlafen. Gegen Mitternacht hörte er plötzlich Stimmen und lautes Lachen. Verwundert streckte er den Kopf hervor und sah eine Anzahl Kobolde mit den sonderbarsten Gesichtern und in verschiedener Gestalt. Diese hatten gerade in der Nähe des Baumes, in dem der Landmann saß, Platz genommen und ergötzten sich am Trunk. Als sie genug getrunken hatten, begannen sie zu singen und zu tanzen. Der Landmann, der gern tanzte und ebenso gern einen guten Trunk Sake, Fußnote, Sake, aus Reis bereiteter stark alkoholhältiger Wein, der heiß getrunken wird, Ende Fußnote, zu sich genommen hätte, konnte es in seinem Versteck nicht länger aushalten, denn die Lust der Kobolde wirkte auf ihn ansteckend. Er kam also hervor und näherte sich den Tanzenden, die, als sie den Menschen erblickten, erschraken und forteilen wollten. Er rief ihnen aber zu, »Bleibt nur da, ich will euch nur zeigen, wie man besser tanzt.« Und gleich darauf begann er sich lustig im Tanze zu drehen. Die Kobolde freuten sich über sein Tanzen und versuchten es ihm nachzumachen. Auch gaben sie ihm zu essen und zu trinken. War das eine Fröhlichkeit? Sie dauerte, bis der Morgen graute. Da sprachen die Kobolde. »Du hast uns durch deine Gesellschaft hoch erfreut. Komme doch auch morgen Nacht wieder.« Der Landmann sagte dies zu, aber die Kobolde wollten einen Unterpfand haben, dass er auch sicherlich käme. »Weißt du«, sagten sie zu ihm, »wir werden zur Sicherheit deine Geschwulst nehmen. Du kannst sie dann morgen wieder bekommen.« Damit griff der Sprecher gleich an die Wange des Mannes und nahm ihm die Geschwulst fort, ohne dass er einen Schmerz verspürte. Hierauf eilten alle lachend fort, ihm zurufend, nicht zu vergessen, wiederzukommen. Der Landmann befühlte seine Wange. Sie war ganz glatt und hatte keine Spur der Geschwulst mehr, nicht einmal eine Narbe. Er war darüber außerordentlich froh und nahm sich vor, diesen Platz in Zukunft zu meiden und den Kobolden aus dem Wege zu gehen, denn er hatte gar kein Verlangen, die Geschwulst wieder zu bekommen. Er ging also zufrieden nach Hause, wo ihn alle verwundert anstaunten, dass er seine Geschwulst so ohne jede Spur verloren hatte. Er erzählte dann, welches Glück ihm die Kobolde für sein Tanzen bereiteten, verschwieg aber klugerweise, dass sie ihm die Geschwulst nur als Unterpfand für sein Wiederkommen abgenommen hatten. Nun wohnte im Dorfe auch ein Landmann mit einer Geschwulst auf der Wange. Dieser hatte die Geschwulst auf der linken Seite. Als er von dem Glück seines Nachbarn hörte, wollte er auch seine Geschwulst loswerden und ließ sich den Platz genau beschreiben, wo der erste Landmann die Kobolde getroffen hatte. In der Nacht ging er dorthin und traf die Kobolde auch wirklich an. Er wollte aber erst hören, was sie sagten, und versteckte sich daher in dieselbe Höhlung, in der in der Nacht vorher der andere Landmann gesteckt hatte. Die Kobolde aber sprachen nicht viel, sondern schauten sich von Zeit zu Zeit erwartend um, bis endlich einer sagte, »Unser Freund von gestern scheint heute nicht zu kommen.« Als dies der Landmann hörte, sprang er tanzend hervor und rief, »Da bin ich schon.« Nun freuten sich alle, gaben ihm zu trinken und forderten ihn auf, wieder seine Kunst zu zeigen. Er war aber ein ungeschickter Tänzer. Auch konnte er nicht viel Sake vertragen, so dass sein Tanz noch ungeschickter war und er steif und torkelnd umherhopste. Es war den Kobolden kein Vergnügen, dem Manne zuzuschauen, und so riefen sie, »Du bist heute nicht so geschickt wie gestern, und wir haben heute keine Freude an deiner Gesellschaft. Mach, dass du vorkommst, und lass dich nie wieder bei uns sehen. Da wir keine Erinnerung wünschen, so hast du hier deine Geschwulst wieder.« Der eine Kobold zog sie aus der Tasche und warf sie dem verdutzten Manne ins Gesicht. Klitsch-klatsch saß sie an der rechten Wange. Dann stieß man ihn fort, und er musste jetzt mit zwei Geschwulsten heimkehren. Das kommt davon, wenn man neidischen Sinnes das gleiche Glück besitzen will, das andere genießen. Ende von »Wenn man mit Kobolden tanzt« von Carlo Alberti. Ein Brief. Auch Brief des Lord Chandos an Francis Bacon von Hugo von Hofmannsthal. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme.
Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Hugo von Hofmannsthal, ein Brief. Auch Brief des Lord Chandos an Francis Bacon. Erstdruck 1902 in der Literaturzeitschrift Der Tag. Dies ist der Brief, den Philip Lord Chandos, jüngerer Sohn des Earl of Bath, an Francis Bacon, später Lord Verulam und Viscount St. Albans schrieb, um sich bei diesem Freunde wegen des gänzlichen Verzichtes auf literarische Betätigung zu entschuldigen. Es ist gütig von Ihnen, mein hochverehrter Freund, mein zweijähriges Stillschweigen zu übersehen und so an mich zu schreiben. Es ist mehr als gütig, Ihrer Besorgnis um mich, Ihrer Befremdung über die geistige Starrnis, in der ich Ihnen zu versinken scheine, den Ausdruck der Leichtigkeit und des Scherzes zu geben, den nur große Menschen, die von der Gefährlichkeit des Lebens durchdrungen und dennoch nicht entmutigt sind, in ihrer Gewalt haben. Sie schließen mit dem Aphorisma des Hippokrates: Qui gravi morbo correpti doloris non sentiunt, iis mens aegrotat, und meinen, ich bedürfe der Medizin nicht nur, um mein Übel zu bändigen, sondern noch mehr, um meinen Sinn für den Zustand meines Innern zu schärfen. Ich möchte Ihnen so antworten, wie Sie es um mich verdienen, möchte mich Ihnen ganz aufschließen und weiß nicht, wie ich mich dazu nehmen soll. Kaum weiß ich, ob ich noch derselbe bin, an den Ihr kostbarer Brief sich wendet. Bin denn ich's, der nun 26-Jährige, der mit 19 jenen neuen Paris, jenen Traum der Daphne, jenes Epithalamium hinschrieb, diese unter dem Prunk ihrer Worte hintaumelnden Schäferspiele, deren eine himmlische Königin und einige allzu nachsichtige Lords und Herren sich noch zu entsinnen gnädig genug sind? Und bin ich's wiederum, der mit 23 unter den steinernen Lauben des großen Platzes von Venedig in sich jenes Gefüge lateinischer Perioden fand, dessen geistiger Grundriss und Aufbau ihn im Innern mehr entzückte als die aus dem Meer auftauchenden Bauten des Palladio und Sansovin? Und konnte ich, wenn ich anders derselbe bin, alle Spuren und Narben dieser Ausgeburt meines angespanntesten Denkens so völlig aus meinem unbegreiflichen Inneren verlieren, dass mich in Ihrem Brief, der vor mir liegt, der Titel jenes kleinen Traktates fremd und kalt anstarrt, ja, dass ich ihn nicht als ein geläufiges Bild zusammengefasster Worte sogleich auffassen, sondern nur Wort für Wort verstehen konnte, als träten mir diese lateinischen Wörter so verbunden zum ersten Mal vors Auge. Allein ich bin es ja doch, und es ist Rhetorik in diesen Fragen, Rhetorik, die gut ist für Frauen oder für das Haus der Gemeinen, deren von unserer Zeit so überschätzte Machtmittel aber nicht hinreichen, ins Innere der Dinge zu dringen. Mein Inneres aber muss ich Ihnen darlegen. Eine Sonderbarkeit, eine Unart, wenn Sie wollen, eine Krankheit meines Geistes, wenn Sie begreifen sollen, dass mich ein ebensolcher brückenloser Abgrund von den scheinbar vor mir liegenden literarischen Arbeiten trennt als von denen, die hinter mir sind und die ich, so fremd sprechen Sie mich an, mein Eigentum zu nennen zögere. Ich weiß nicht, ob ich mehr die Eindringlichkeit Ihres Wohlwollens
oder die unglaubliche Schärfe ihres Gedächtnisses bewundern soll, wenn sie mir die verschiedenen kleinen Pläne wieder hervorrufen, mit denen ich mich in den gemeinsamen Tagen schöner Begeisterung trug. Wirklich, ich wollte die ersten Regierungsjahre unseres verstorbenen, glorreichen Souveräns, des 8. Heinrich, darstellen. Die hinterlassenen Aufzeichnungen meines Großvaters, des Herzogs von Exeter, über seine Negoziationen mit Frankreich und Portugal, gaben mir eine Art von Grundlage. Und aus dem Sallust floss in jenen glücklichen, belebten Tagen, wie durch nie verstopfte Röhren, die Erkenntnis der Form in mich herüber, jener tiefen, wahren, inneren Form, die jenseits des Geheges der rhetorischen Kunststücke erst geahnt werden kann, die, von welcher man nicht mehr sagen kann, dass sie das Stoffliche anordne, denn sie durchdringt es, sie hebt es auf und schafft Dichtung und Wahrheit zugleich. Ein Widerspiel ewiger Kräfte, ein Ding, herrlich wie Musik und Algebra. Dies war mein Lieblingsplan. Was ist der Mensch, dass er Pläne macht? Ich spielte auch mit anderen Plänen. Ihr gütiger Brief lässt auch diese heraufschweben. Jedweder vollgesogen mit einem Tropfen meines Blutes, tanzen sie vor mir wie traurige Mücken an einer düsteren Mauer, auf der nicht mehr die grelle Sonne der glücklichen Tage liegt. Ich wollte die Fabeln und mythischen Erzählungen, welche die Alten uns hinterlassen haben und an denen die Maler und Bildhauer ein endloses und gedankenloses Gefallen finden, aufschließen als die Hieroglyphen einer geheimen, unerschöpflichen Weisheit, deren Anhauch ich manchmal wie hinter einem Schleier zu spüren meinte. Ich entsinne mich dieses Planes. Es lag ihm, ich weiß nicht, welche sinnliche und geistige Lust zugrunde. Wie der gehetzte Hirsch ins Wasser sehnte ich mich hinein in diese nackten, glänzenden Leiber, in diese Sirenen und Dryaden, diesen Narzissus und Proteus, Perseus und Akteon. Verschwinden wollte ich in ihnen und aus ihnen heraus mit Zungen reden. Ich wollte noch vielerlei. Ich gedachte, eine Sammlung Apophthegmata anzulegen, wie deren eine Julius Cäsar verfasst hat. Sie erinnern die Erwähnung in einem Brief des Cicero. Hier gedachte ich, die merkwürdigsten Aussprüche nebeneinander zu setzen, welche mir im Verkehr mit den gelehrten Männern und den geistreichen Frauen unserer Zeit oder mit besonderen Leuten aus dem Volk oder mit gebildeten und ausgezeichneten Personen auf meinen Reisen zu sammeln gelungen wäre. Damit wollte ich schöne Sentenzen und Reflexionen aus den Werken der Alten und der Italiener vereinigen und was mir sonst an geistigem Zierate in Büchern, Handschriften oder Gesprächen entgegenträte. Ferner die Anordnung besonders schöner Feste und Aufzüge, merkwürdige Verbrechen und Fälle von Raserei, die Beschreibung der größten und eigentümlichsten Bauwerke in den Niederlanden, in Frankreich und Italien und noch vieles andere. Das ganze Werk aber sollte den Titel Nosce te Ipsum führen. Um mich kurz zu fassen, mir erschien damals in einer Art von andauernder Trunkenheit das ganze Dasein als eine große Einheit. Geistige und körperliche Welt schien mir keinen Gegensatz zu bilden, ebenso wenig höfisches und tierisches Wesen, Kunst und Unkunst, Einsamkeit und Gesellschaft. In allem fühlte ich Natur, in den Verirrungen des Wahnsinns ebenso wohl wie in den äußersten Verfeinerungen eines spanischen Zeremoniells, in den Tölpelhaftigkeiten junger Bauern nicht minder als in den süßesten Allegorien. Und in aller Natur fühlte ich mich selber. Wenn ich auf meiner Jagdhütte die schäumende, laue Milch in mich hineintrank, die ein struppiger Mensch einer schönen, sanftäugigen Kuh aus dem strotzenden Euter in einen Holzeimer niedermolk, so war mir das nichts anderes, als wenn ich
in der dem Fenster eingebauten Bank meines Studio sitzend, aus einem folianten Süße und schäumende Nahrung des Geistes in mich sog. Das eine war wie das andere. Keines gab dem andern weder an traumhafter, überirdischer Natur noch an leiblicher Gewalt nach, und so ging's fort durch die ganze Breite des Lebens, rechter und linker Hand, überall war ich mittendrinnen, wurde nie ein scheinhaftes Gewahr. Oder es ahnte mir, alles wäre Gleichnis und jede Kreatur ein Schlüssel der andern. Und ich fühlte mich wohl den, der imstande wäre, eine nach der andern bei der Krone zu packen und mit ihr so viele der andern aufzusperren, als sie aufsperren konnte. Soweit erklärt sich der Titel, den ich jenem enzyklopädischen Buch zu geben gedachte. Es möchte dem, der solchen Gesinnungen zugänglich ist, als der wohlangelegte Plan einer göttlichen Vorsehung erscheinen, dass mein Geist aus einer so aufgeschwollenen Anmaßung in dieses Äußerste von Kleinmut und Kraftlosigkeit zusammensinken musste, welches nun die bleibende Verfassung meines Inneren ist. Aber dergleichen religiöse Auffassungen haben keine Kraft über mich. Sie gehören zu den Spinnennetzen, durch welche meine Gedanken durchschießen, hinaus ins Leere, während so viele ihrer Gefährten dort hangen bleiben und zu einer Ruhe kommen. Mir haben sich die Geheimnisse des Glaubens zu einer erhabenen Allegorie verdichtet, die über den Feldern meines Lebens steht wie ein leuchtender Regenbogen, in einer stetigen Ferne, immer bereit zurückzuweichen, wenn ich mir einfallen ließe, hinzueilen und mich in den Saum meines Mantels hüllen zu wollen. Aber, mein verehrter Freund, auch die irdischen Begriffe entziehen sich mir in der gleichen Weise. Wie soll ich es versuchen, Ihnen diese seltsamen geistigen Qualen zu schildern, dies Emporschnellen der Fruchtzweige über meinen ausgereckten Händen, dies Zurückweichen des murmelnden Wassers vor meinen dürstenden Lippen. Mein Fall ist in Kürze dieser. Es ist mir völlig die Fähigkeit abhanden gekommen, über irgendetwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen. Zuerst wurde es mir allmählich unmöglich, ein höheres oder allgemeineres Thema zu besprechen und dabei jene Worte in den Mund zu nehmen, deren sich doch alle Menschen ohne Bedenken geläufig zu bedienen pflegen. Ich empfand ein unerklärliches Unbehagen, die Worte Geist, Seele oder Körper nur auszusprechen. Ich fand es innerlich unmöglich, über die Angelegenheiten des Hofes, die Vorkommnisse im Parlament oder was Sie sonst wollen, ein Urteil herauszubringen. Und dies nicht etwa aus Rücksichten irgendwelcher Art, denn Sie kennen meinen bis zur Leichtfertigkeit gehenden Freimut, sondern die abstrakten Worte, deren sich doch die Zunge naturgemäß bedienen muss, um irgendwelches Urteil an den Tag zu geben, zerfielen mir im Munde wie modrige Pilze. Es begegnete mir, dass ich meiner vierjährigen Tochter, Katharina Pompilia, eine kindische Lüge, deren sie sich schuldig gemacht hatte, verweisen und sie auf die Notwendigkeit, immer wahr zu sein, hinführen wollte und dabei die mir im Munde zuströmenden Begriffe plötzlich eine solche schillernde Färbung annahmen und so ineinander überflossen, dass ich den Satz, so gut es ging, zu Ende haspelnd, so wie wenn mir unwohl geworden wäre und auch tatsächlich bleich im Gesicht und mit einem heftigen Druck auf der Stirn das Kind allein ließ, die Tür hinter mir zuschlug und mich erst zu Pferde, auf der einsamen Hutweide einen guten Galopp nehmend, wieder einigermaßen herstellte. Allmählich aber breitete sich diese Anfechtung aus wie ein um sich fressender Rost. Es wurden mir auch im familiären und hausbackenen Gespräch alle die Urteile, die leichthin und mit schlafwandelnder Sicherheit abgegeben zu werden pflegen, so bedenklich, dass ich aufhören musste, an solchen Gesprächen irgend teilzunehmen. Mit einem unerklärlichen Zorn, den ich nur mit Mühe notdürftig verbarg,
erfüllte es mich, dergleichen zu hören wie: »Diese Sache ist für den oder jenen gut oder schlecht ausgegangen. Sheriff N. ist ein böser, Prediger T. ein guter Mensch. Pächter M. ist zu bedauern, seine Söhne sind Verschwender. Ein anderer ist zu beneiden, weil seine Töchter haushälterisch sind. Eine Familie kommt in die Höhe, eine andere ist am Hinabsinken.« Dies alles erschien mir so unbeweisbar, so lügenhaft, so löchrig wie nur möglich. Mein Geist zwang mich, alle Dinge, die in einem solchen Gespräch vorkamen, in einer unheimlichen Nähe zu sehen. So wie ich einmal in einem Vergrößerungsglas ein Stück von der Haut meines kleinen Fingers gesehen hatte, das einem Brachfeld mit Furchen und Höhlen glich, so ging es mir nun mit den Menschen und Handlungen. Es gelang mir nicht mehr, sie mit dem vereinfachenden Blick der Gewohnheit zu erfassen. Es zerfiel mir alles in Teile, die Teile wieder in Teile, und nichts mehr ließ sich mit einem Begriff umspannen. Die einzelnen Worte schwammen um mich, sie gerannen zu Augen, die mich anstarrten und in die ich wieder hineinstarren muß. Wirbel sind sie, in die hinabzusehen mich schwindelt, die sich unaufhaltsam drehen und durch die hindurch man ins Leere kommt. Ich machte einen Versuch, mich aus diesem Zustand in die geistige Welt der Alten hinüber zu retten. Platon vermied ich, denn mir graute vor der Gefährlichkeit seines bildlichen Fluges. Am meisten gedachte ich, mich an Seneca und Cicero zu halten. An dieser Harmonie begrenzter und geordneter Begriffe hoffte ich zu gesunden. Aber ich konnte nicht zu ihnen hinüber. Diese Begriffe, ich verstand sie wohl, ich sah ihr wundervolles Verhältnisspiel vor mir aufsteigen, wie herrliche Wasserkünste, die mit goldenen Bällen spielen. Ich konnte sie umschweben und sehen, wie sie zueinander spielten, aber sie hatten es nur miteinander zu tun. Und das Tiefste, das Persönliche meines Denkens, blieb von ihrem Reigen ausgeschlossen. Es überkam mich unter ihnen das Gefühl furchtbare Einsamkeit. Mir war zumut wie einem, der in einem Garten mit lauter augenlosen Statuen eingesperrt wäre. Ich flüchtete wieder ins Freie. Seither führe ich ein Dasein, das sie, fürchte ich, kaum begreifen können, so geistlos, ja gedankenlos fließt es dahin. Ein Dasein, das sich freilich von dem meiner Nachbarn, meiner Verwandten und der meisten landbesitzenden Edelleute dieses Königreiches kaum unterscheidet und das nicht ganz ohne freudige und belebende Augenblicke ist. Es wird mir nicht leicht, Ihnen anzudeuten, worin diese guten Augenblicke bestehen. Die Worte lassen mich wiederum im Stich, denn es ist ja etwas völlig Unbenanntes und auch wohl kaum Benennbares, das in solchen Augenblicken irgendeine Erscheinung meiner alltäglichen Umgebung mit einer überschwellenden Flut höheren Lebens wie ein Gefäß erfüllend mir sich ankündet. Ich kann nicht erwarten, dass Sie mich ohne Beispiel verstehen, und ich muss Sie um Nachsicht für die Kläglichkeit meiner Beispiele bitten. Eine Gießkanne, eine auf dem Feld verlassene Egge, ein Hund in der Sonne, ein ärmlicher Kirchhof, ein Krüppel, ein kleines Bauernhaus, alles dies kann das Gefäß meiner Offenbarung werden. Jeder dieser Gegenstände und die tausend anderen ähnlichen, über die sonst ein Auge mit selbstverständlicher Gleichgültigkeit hinweg gleitet, kann für mich plötzlich in irgendeinem Moment, den herbeizuführen auf keine Weise in meiner Gewalt steht, ein erhabenes und rührendes Gepräge annehmen, das auszudrücken mir alle Worte zu arm scheinen. Ja, es kann auch die bestimmte Vorstellung eines abwesenden Gegenstandes sein, der die unbegreifliche Auserwählung zuteil wird, mit jener sanft oder jäh steigenden Flut göttlichen Gefühles bis an den Rand gefüllt zu werden.
So hatte ich unlängst den Auftrag gegeben, den Ratten in den Milchkellern eines meiner Meierhöfe ausgiebig Gift zu streuen. Ich ritt gegen Abend aus und dachte, wie Sie vermuten können, nicht weiter an diese Sache. Da, wie ich im tiefen, aufgeworfenen Ackerboden Schritt reite, nichts Schlimmeres in meiner Nähe als eine aufgescheuchte Wachtelbrut und in der Ferne über den welligen Feldern die große sinkende Sonne, tut sich mir im Innern plötzlich dieser Keller auf, erfüllt mit dem Todeskampf dieses Volks von Ratten. Alles war in mir, die mit dem süßlich scharfen Geruch des Giftes angefüllte, kühl dumpfe Kellerluft und das Gellen der Todesschreie, die sich an modrigen Mauern brachen, diese ineinander geknäulten Krämpfe der Ohnmacht, durcheinander hinjagenden Verzweiflungen, das wahnwitzige Suchen der Ausgänge, der kalte Blick der Wut, wenn zwei einander an der verstopften Ritze begegnen. Aber was versuche ich wiederum Worte, die ich verschworen habe? Sie entsinnen sich, mein Freund, der wundervollen Schilderung von den Stunden, die der Zerstörung von Alba Longa vorhergehen, aus dem Livius. Wie sie die Straßen durchirren, die sie nicht mehr sehen sollen. Wie sie von den Steinen des Bodens Abschied nehmen. Ich sage Ihnen, mein Freund, dieses trug ich in mir und das brennende Karthago zugleich. Aber es war mehr. Es war göttlicher, tierischer und es war Gegenwart, die vollste, erhabenste Gegenwart. Da war eine Mutter, die ihre sterbenden Jungen um sich zucken hatte und nicht auf die verendenden, nicht auf die unerbittlichen steinernen Mauern, sondern in die leere Luft oder durch die Luft ins Unendliche Hinblicke schickte. Und diese Blicke mit einem Knirschen begleitete. Wenn ein dienender Sklave voll ohnmächtigen Schauders in der Nähe der erstarrenden Niobe stand, der muß das durchgemacht haben, was ich durchmachte, als in mir die Seele dieses Tieres gegen das ungeheure Verhängnis die Zähne bleckte. Vergeben Sie mir diese Schilderung, aber denken Sie nicht, dass es Mitleid war, was mich erfüllte. Das dürfen Sie ja nicht denken, sonst hätte ich mein Beispiel ungeschickt gewählt. Es war viel mehr und viel weniger als Mitleid, ein ungeheures Anteilnehmen, ein Hinüberfließen in jene Geschöpfe oder ein Fühlen, das ein Fluidum des Lebens und Todes, des Traumes und Wachens für einen Augenblick in Sie hinübergeflossen ist. Von woher? Denn was hätte es mit Mitleid zu tun, was mit begreiflicher menschlicher Gedankenverknüpfung, wenn ich an einem anderen Abend unter einem Nussbaum eine halbvolle Gießkanne finde, die ein Gärtnerbursche dort vergessen hat, und wenn mich diese Gießkanne und das Wasser in ihr, das vom Schatten des Baumes finster ist, und ein Schwimmkäfer, der auf dem Spiegel dieses Wassers von einem dunklen Ufer zum anderen rudert, wenn diese Zusammensetzung von Nichtigkeiten mich mit einer solchen Gegenwart des Unendlichen durchschauert, von den Wurzeln der Haare bis ins Mark der Fersen mich durchschauert, dass ich in Worte ausbrechen möchte, von denen ich weiß, fände ich sie, so würden sie jene Cherubim, an die ich nicht glaube, niederzwingen. Und dass ich dann von jener Stelle schweigend mich wegkehre und nun, nach Wochen, wenn ich dieses Nussbaums ansichtig werde, mit scheuem, seitlichen Blick daran vorübergehe, weil ich das Nachgefühl des Wundervollen, das dort um den Stamm weht, nicht verscheuchen will, nicht vertreiben die mehr als irdischen Schauer, die um das Buschwerk in jener Nähe immer noch nachwogen. In diesen Augenblicken wird eine nichtige Kreatur, ein Hund, eine Ratte, ein Käfer, ein verkrümmter Apfelbaum, ein sich über den Hügel schlängelnder Karrenweg, ein moosbewachsener Stein mir mehr als die schönste, hingebendste Geliebte der glücklichsten Nacht mir je gewesen ist. Diese stummen und manchmal unbelebten Kreaturen heben sich mir mit einer solchen Fülle, einer solchen Gegenwart der Liebe entgegen,
daß mein beglücktes Auge auch ringsum auf keinen toten Fleck zu fallen vermag. Es erscheint mir alles, was es gibt, alles, dessen ich mich entsinne, alles, was meine verworrensten Gedanken berühren, etwas zu sein. Auch die eigene Schwere, die sonstige Dumpfheit meines Hirns, erscheint mir als etwas. Ich fühle ein entzückendes, schlechthin unendliches Widerspiel in mir und um mich, und es gibt unter den gegeneinander spielenden Materien keine, in die ich nicht hinüber zu fließen vermöchte. Es ist mir dann, als bestünde mein Körper aus lauter Schiffern, die mir alles aufschließen, oder als könnten wir in ein neues, ahnungsvolles Verhältnis zum ganzen Dasein treten, wenn wir anfingen, mit dem Herzen zu denken. Fällt aber diese sonderbare Bezauberung von mir ab, so weiß ich nichts darüber auszusagen. Ich könnte dann ebenso wenig in vernünftigen Worten darstellen, worin diese mich und die ganze Welt durchwebende Harmonie bestanden und wie sie sich mir fühlbar gemacht habe, als ich ein genaueres über die inneren Bewegungen meiner Eingeweide oder die Stauungen meines Blutes anzugeben vermöchte. Von diesen sonderbaren Zufällen abgesehen, von denen ich übrigens kaum weiß, ob ich sie dem Geist oder dem Körper zurechnen soll, lebe ich ein Leben von kaum glaublicher innerer Leere und habe Mühe, die Starre meines Innern vor meiner Frau und vor meinen Leuten die Gleichgültigkeit zu verbergen, welche mir die Angelegenheiten des Besitzes einflößen. Die gute und strenge Erziehung, welche ich meinem seligen Vater verdanke, und die frühzeitige Gewöhnung, keine Stunde des Tages unausgefüllt zu lassen, sind es, scheint mir, allein, welche meinem Leben nach außen hin einen genügenden Halt und den meinem Stande und meiner Person angemessenen Anschein bewahren. Ich baue einen Flügel meines Hauses um und bringe es zustande, mich mit dem Architekten hier und da über die Fortschritte seiner Arbeit zu unterhalten. Ich bewirtschafte meine Güter, und meine Pächter und Beamten werden mich wohl etwas wortkarger, aber nicht ungütiger als früher finden. Keiner von ihnen, der mit abgezogener Mütze vor seiner Haustür steht, wenn ich abends vorüberreite, wird eine Ahnung haben, dass mein Blick, den er respektvoll aufzufangen gewohnt ist, mit stiller Sehnsucht über die morschen Bretter hinstreicht, unter denen er nach Regenwürmern zum Angeln zu suchen pflegt, durchs enge, vergitterte Fenster in die dumpfe Stube taucht, wo in der Ecke das niedrige Bett mit bunten Laken immer auf einen zu warten scheint, der sterben will, oder auf einen, der geboren werden soll, dass mein Auge lange an den hässlichen jungen Hunden hängt oder an der Katze, die geschmeidig zwischen Blumenscherben durchkriecht, und dass es unter allen den ärmlichen und plumpen Gegenständen einer bäuerischen Lebensweise nach jenem einen sucht, dessen unscheinbare Form, dessen von niemand beachtetes Daliegen oder Lehnen, dessen stumme Wesenheit zur Quelle jenes rätselhaften, wortlosen, schrankenlosen Entzückens werden kann. Denn mein unbenanntes, seliges Gefühl wird eher aus einem fernen, einsamen Hirtenfeuer mir hervorbrechen, als aus dem Anblick des gestirnten Himmels, eher aus dem Zirpen einer letzten, dem Tode nahen Grille, wenn schon der Herbstwind winterliche Wolken über die öden Felder hintreibt, als aus dem majestätischen Dröhnen der Orgel. Und ich vergleiche mich manchmal in Gedanken mit jenem Crassus, dem Redner, von dem berichtet wird, dass er eine zahme Muräne, einen dumpfen, rotäugigen, stummen Fisch seines Zierteiches so über alle Maßen lieb gewann, dass es zum Stadtgespräch wurde. Und als ihm einmal im Senat Domitius vorwarf, er habe über den Tod dieses Fisches Tränen vergossen und ihn dadurch als einen halben Narren hinstellen wollte, gab ihm Crassus zur Antwort: »So habe ich beim Tod meines Fisches getan,
was ihr weder bei eurer ersten noch eurer zweiten Frau tot getan habt. Ich weiß nicht, wie oft mir dieser Crassus mit seiner Muräne als ein Spiegelbild meiner selbst über den Abgrund der Jahrhunderte hergeworfen in den Sinn kommt. Nicht aber wegen dieser Antwort, die er dem Domitius gab. Die Antwort brachte die Lacher auf seine Seite, so daß die Sache in einen Witz aufgelöst war. Mir aber geht die Sache nahe, die Sache, welche dieselbe geblieben wäre, auch wenn Domitius um seine Frauen blutige Tränen des aufrichtigsten Schmerzes geweint hätte. Dann stünde ihm noch immer Crassus gegenüber mit seinen Tränen um die Muräne. Und über diese Figur, deren Lächerlichkeit und Verächtlichkeit mitten in einem die erhabensten Dinge beratenden, weltbeherrschenden Senat so ganz ins Auge springt, über diese Figur zwingt mich ein unnennbares Etwas in einer Weise zu denken, die mir vollkommen töricht erscheint im Augenblick, wo ich versuche, sie in Worte auszudrücken. Das Bild dieses Crassus ist zuweilen nachts in meinem Hirn wie ein eingeschlagener Nagel, um den herum alles schwärrt, pulst und kocht. Es ist mir dann, als geriete ich selber in Gärung, würfe Blasen auf, wallte und funkelte. Und das Ganze ist eine Art fieberisches Denken, aber Denken in einem Material, das unmittelbarer, flüssiger, glühender ist als Worte. Es sind gleichfalls Wirbel, aber solche, die nicht wie die Worte der Sprache ins Bodenlose zu führen scheinen, sondern irgendwie in mich selber und in den tiefsten Schoß des Friedens. Ich habe Sie, mein verehrter Freund, mit dieser ausgebreiteten Schilderung eines unerklärlichen Zustandes, der gewöhnlich in mir verschlossen bleibt, über Gebühr belästigt. Sie waren so gütig, Ihre Unzufriedenheit darüber zu äußern, dass kein von mir verfasstes Buch mehr zu Ihnen kommt, Sie für das Entbehren meines Umgangs zu entschädigen. Ich fühlte in diesem Augenblick mit einer Bestimmtheit, die nicht ganz ohne ein schmerzliches Beigefühl war, dass ich auch im Kommenden und im Folgenden und in allen Jahren dieses meines Lebens kein englisches und kein lateinisches Buch schreiben werde. Und dies aus dem einen Grund, dessen mir peinliche Seltsamkeit mit ungeblendetem Blick dem vor ihnen harmonisch ausgebreiteten Reiche der geistigen und leiblichen Erscheinungen an seiner Stelle einzuordnen, ich ihrer unendlichen geistigen Überlegenheit überlasse, nämlich, weil die Sprache, in welcher nicht nur zu schreiben, sondern auch zu denken mir vielleicht gegeben wäre, weder die lateinische, noch die englische, noch die italienische oder spanische ist, sondern eine Sprache, in welcher die stummen Dinge zuweilen zu mir sprechen und in welcher ich vielleicht einst im Grabe vor einem unbekannten Richter mich verantworten werde. Ich wollte, es wäre mir gegeben, in die letzten Worte dieses voraussichtlich letzten Briefes, den ich an Francis Bacon schreibe, alle die Liebe und Dankbarkeit, alle die ungemessene Bewunderung zusammenzupressen, die ich für den größten Wohltäter meines Geistes, für den ersten Engländer meiner Zeit im Herzen hege und darin hegen werde, bis der Tod es bersten macht. Anno Domini 1603, diesen 22. August. Philip Chandos. Ende des Textes, ein Brief, auch Brief des Lord Chandos an Francis Bacon von Hugo von Hofmannsthal.
Ose, das kleine Gänsemädchen, von Peter Christen Asbjörnsen und Jürgen Engebretzen Moe, übersetzt von Friedrich Bresemann. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Ose, das kleine Gänsemädchen. Von Peter Christen Asbjörnsen und Jürgen Engebretzen Moe, übersetzt von Friedrich Bresemann. Es war einmal ein König, der hatte so viele Gänse, dass er eigens seine Dirn halten musste, sie zu hüten. Diese Dirn hieß Ose, und darum nannten die Leute sie Ose das Gänsemädchen. Nun traf es sich, dass der Königssohn von England aufs Freien ausreiste, dem setzte Ose sich in den Weg. »Was sitzt du da, du kleine Ose?« sagte der Königssohn. »Ich sitze hier und flicke das Zeug und sitze Lappen auf Lappen«, sagte Ose, »denn ich warte auf den Königssohn von England.« »Den kannst du nicht bekommen«, sagte der Prinz. »Wenn ich ihn haben soll, dann werde ich ihn wohl kriegen«, sagte die kleine Ose. Es wurden nun Maler ausgesandt nach allen Ländern und Reichen. Die sollten die schönsten Prinzessinnen abmalen, und dann wollte der Königssohn sich eine zur Gemahlin aussuchen. Eine von ihnen gefiel ihm auch so gut, dass er sogleich zu ihr reiste und um sie freite. Sie sagte auch ja und ward seine Braut, und darüber war der Prinz außerordentlich vergnügt. Nun hatte aber der Prinz einen Stein, und wenn er ihn vor seinem Bett hinlegte, sagte er ihm alles, worüber er ihn befragte. Als daher die Prinzessin angereist kam, sagte Ose das Gänsemädchen zu ihr, wenn sie schon früher einen Liebsten gehabt hätte oder sich wegen einer gewissen Sache, wovon der Prinz nichts wissen solle, etwa nicht frei fühle, so müsse sie sich in Acht nehmen, dass sie nicht über den Stein trete, den der Prinz vor sein Bett hingelegt hätte, denn der sage ihm alles. Als die Prinzessin das hörte, ward ihr sehr Angst und bat die kleine Ose, dass sie sich am Abend an ihrer Stelle zu dem Prinzen ins Bett legen möchte, und wenn er dann eingeschlafen sei, wollten sie wieder umtauschen, so dass er am Morgen, wenn es hell würde, die Rechte bei sich hätte. Das taten sie dann auch. Als Ose das Gänsemädchen über den Stein trat, fragte der Prinz, »Wer ist es, der in mein Bett steigt?« »Reine und keusche Jungfrau«, sagte der Stein, und darauf legten sie sich schlafen. In der Nacht aber kam die Prinzessin und legte sich an Oses Stelle. Als sie am anderen Morgen aufstanden, fragte der Prinz wieder, »Wer ist es, der aus meinem Bett steigt?« »Eine, die schon drei Kinder gehabt hat«, sagte der Stein. Wie der Prinz das hörte, wollte er sie nicht haben, sondern schickte sie wieder nach Hause und nahm sich eine andere Braut. Als er nun die neue Braut besuchen wollte, hatte Ose das kleine Gänsemädchen sich wieder vor ihm in den Weg hingesetzt. »Was sitzest du hier, du kleine Ose?« sagte der Prinz. »Ich sitze hier und flicke das Zeug und setze Lappen auf Lappen, denn ich warte auf den Königssohn von England«, sagte Ose. »Den kannst du nicht bekommen«, sagte der Königssohn. »Wenn ich ihn haben soll, dann werde ich ihn wohl kriegen«, sagte Ose. Mit dieser Prinzessin ging es nun ebenso wie mit der vorigen, nur mit dem Unterschied, dass der Stein, als sie am Morgen aufstand, sagte, sie hätte schon sechs Kinder gehabt. Nun wollte der König auch sie nicht mehr haben, sondern jagte sie wieder aus dem Hause. Aber einmal, meinte er, wollte es noch versuchen, ob er nicht eine finden könne, die noch eine reine, keusche Jungfrau sei. Er reiste nun weit umher durch viele Länder, bis er endlich eine fand, die er leiden mochte. Als er sie darauf einmal besuchte, hatte Ose das Gänsemädchen sich wieder in den Weg hingesetzt. »Was sitzest du hier, du kleine Ose?« fragte der Prinz. »Ich sitze hier und flicke das Zeug und setze Lappen auf Lappen, denn ich warte auf den Königssohn von England«, sagte Ose. »Den kannst du nicht bekommen«, sagte der Prinz. »Wenn ich ihn haben soll, dann werde ich ihn wohl kriegen«, versetzte die kleine Ose. Als die Prinzessin ankam, sagte Ose das Gänsemädchen zu ihr ebenso wie zu den beiden Ersten, wenn sie schon einen Liebsten gehabt hätte oder etwas im Wege wäre, das der Prinz nicht wissen solle, so müsse sie nicht über den Stein treten, den der Prinz vor sein Bett hingelegt hätte, denn er sagte ihm alles. Wie die Prinzessin das hörte, ward sie sehr ängstlich. Aber sie war ebenso verschlagen wie die beiden anderen und bat Ose, dass sie sich am Abend an ihrer Stelle zu dem Prinzen ins Bett legen möchte, und wenn er eingeschlafen sei, wollten sie wieder umtauschen, so dass er am Morgen, wenn es hell würde, die Rechte bei sich hätte. Das taten sie dann auch. Als Ose das Gänsemädchen über den Stein trat, fragte der Prinz wieder, »Wer ist es, der in mein Bett steigt?« »Reine und keusche Jungfrau«, sagte der Stein, und darauf legten sie sich schlafen. In der Nacht aber steckte der Prinz einen Ring an Oses Finger, der war aber so drange, dass sie ihn nicht wieder abkriegen konnte, denn der Prinz hatte nachgerade wohl gemerkt, dass es nicht ganz richtig zuging, und darum wollte er ein Zeichen haben, woran er die Rechte wieder erkennen könnte.
Als der Prinz eingeschlafen war, kam die Prinzessin und jagte Ose in den Gänsestall und legte sich selbst an ihre Stelle ins Bett. Wie sie nun am Morgen aufstanden und der Prinz fragte, »Wer ist es, der aus meinem Bett steigt?« sagte der Stein wieder, »eine, die schon 3 Kinder gehabt hat.« Und als der Prinz das hörte, ward es so böse, dass er sie augenblicklich aus dem Hause jagte. Darauf fragte er den Stein, wie es denn mit diesen 3 Prinzessinnen zusammenhinge, die über ihn gestiegen wären. Da erzählte ihm der Stein, wie sich die Sache verhielt und dass die Prinzessinnen ihn betrogen und Ose, das kleine Gänsemädchen, an ihre Stelle gelegt hätten. Das wollte der Prinz erst nicht glauben und ging daher aufs Feld, wo Ose saß und die Gänse hütete, denn er wollte sehen, ob sie wohl den Ring hätte. »Hat sie den, so ist es wohl am besten, wenn ich sie zur Gemahlin nehme«, dachte er. Als er nun zu ihr aufs Feld kam, sah er, dass sie einen Lappen um ihren Finger gebunden hatte. Er fragte sie, warum sie das getan hatte. »Ach«, sagte sie, »ich habe mich so arg geschnitten.« Der Prinz wollte nun durchaus den Finger sehen, aber Ose wollte den Lappen nicht abnehmen. Da ergriff er ihren Finger und hielt ihn fest, und wie Ose ihn zurückziehen wollte, ging der Lappen ab. Und nun erkannte der Prinz sogleich seinen Ring. Da nahm er sie mit sich aufs Schloss und gab ihr viele schöne Kleider und herrlichen Schmuck, und darauf hielten sie Hochzeit. So bekam nun Ose, das kleine Gänsemädchen, den Königssohn von England, bloß weil es so bestimmt war, dass sie ihn haben sollte. Ende von Ose, das kleine Gänsemädchen, von Peter Crispen Asbjörnsen und Jörgen Engebretzen Moe, übersetzt von Friedrich Bresemann, gelesen von Elli, Juli 2010. Der schlaue Polizist von Karl Alberti. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Der schlaue Polizist. Fußnote. Koreanischen Ursprungs. Wurde deshalb in diese Sammlung mit aufgenommen, da Korea 1910 Japan einverleibt wurde und jetzt unter dem Namen Chosen eine japanische Provinz ist. Obige Erzählung erinnert an den listigen Dieb aus 1001 Nacht. Ende Fußnote. Von Karl Alberti. Der frühere Kaiser von Korea hatte sich eine Geheimpolizei eingerichtet, die für Ruhe und Ordnung in der Stadt sorgen musste und Räubereien und Diebstahl verhindern sollte. Aber wie das oft ist, die Verbrechen wollten kein Ende nehmen und der Kaiser war recht ärgerlich. Er ließ sich den Obersten der Polizei kommen und machte ihm Vorwürfe. Der Oberste aber verteidigte seine Leute und sagte, sie seien alle tüchtig und geschickt. Da meinte der Kaiser, nur der sei ein geschickter Polizist, der alle Schliche und Listen der Diebe kenne und solche selbst anwenden könne. Er werde die Leute auf die Probe stellen. Sie sollen sich alle am anderen Morgen im Palaste einfinden. Als am Morgen die Polizisten alle in der Vorhalle des Palastes versammelt waren, erschien der Kaiser, in der Hand einen seidenen Beutel haltend. Diesen Beutel füllte der Kaiser mit Gold und ließ ihn mitten in der Halle aufhängen, so hoch, dass ihn niemand mit der Hand erreichen konnte. Dann sagte der Kaiser, »Hier hängt der Beutel mit Gold. Er bleibt 3 Tage lang hängen. Eine Wache wird stets dabei sein. Gelingt es einem von euch, diesen Beutel binnen der 3 Tage zu entfernen, ohne dass es jemand bemerkt, so gehört ihm der Beutel samt Inhalt, und ihr sollt fernhin in meinen Diensten bleiben. Gelingt aber keinem von euch die Aufgabe, so jage ich euch alle zum Teufel.« Da war allgemeines Kopfschütteln und tief betrübt gingen die Polizisten heim, denn es schien unmöglich, den Beutel zu entfernen, weil der Kaiser eine Wache von 4 Mann aufgestellt hatte, die den Beutel Tag und Nacht bewachen mussten. Für Nachlässigkeit war der Wache mit Kopfabschlagen gedroht. So kam der 3. Tag heran. Der Beutel aber hing noch unberührt an der Decke und die Polizisten erwarteten ihre Entlassung. Da meldete sich zum Erstaunen aller einer der jüngsten Leute und erklärte, er wolle es versuchen, aber er müsse noch mindestens 2 Tage Zeit haben. Er wurde zum Kaiser geführt. Dieser lachte den jungen Menschen aus und sagte, auch wenn ich euch 10 Wochen Zeit gebe, das Kunststück gelingt euch doch nicht. Das mag stimmen, erwiderte dieser, und ich glaube selbst, dass nur ein Wunder uns helfen kann, aber vielleicht tritt ein solches Wunder in den 2 Tagen ein. Dem Kaiser gefiel diese kecke Antwort. Gut, so soll es sein. Diese 2 Tage seien euch noch gewährt, entschied er. Der junge Polizist betrachtete sich in der Halle den Beutel ganz genau und prägte sich alles fest ins Gedächtnis. Dann eilte er nach Hause und fertigte sich einen ganz gleichen Beutel, den er mit kleinen Steinchen füllte. Am 2. Tage nahm er diesen Beutel, steckte ihn in den Ärmel seiner Jacke und ließ sich beim Kaiser melden. Dieser empfing ihn und fragte, ob das Wunder schon geschehen sei.
Der Polizist bat hierauf den Kaiser, sich den Beutel einmal ansehen zu dürfen. Dieser genehmigte es und ging selbst mit zur Halle, wo der Beutel noch immer hing, bewacht von 4 Soldaten. Nachdem er sich den Beutel ein Weilchen von allen Seiten angesehen hatte, fragte er, ob es gestattet sei, den Beutel in die Hände zu nehmen. Auch das genehmigte der Kaiser. Der Polizist holte hierauf eine Bank, stellte sich darauf, nahm den Beutel vom Haken, sah ihn sich wieder an und steckte ihn in den Ärmel, indem er sagte, auf diese Weise würde es gehen. Der Kaiser erwiderte lachend, so ginge es wohl, ist aber nicht erlaubt. Der Beutel soll fortgenommen werden, ohne dass es jemand weiß. Hänge ihn also nur ruhig wieder an die Decke und gib zu, dass du ihn auch nicht ausführen kannst. Der andere machte scheinbar ein trauriges Gesicht, zog seufzend den Beutel wieder hervor und hängte ihn auf. Er hatte aber nicht den Beutel mit dem Golde genommen, sondern ihn im Ärmel mit dem von ihm vorbereiteten und mit Steinen gefüllten Beutel vertauscht und diesen aufgehangen. Während er den echten Beutel im Ärmel behielt und sich mit diesem entfernte, indem er dem Kaiser versicherte, er hoffe, bis zum anderen Morgen noch das Kunststück ausführen zu können. Der Kaiser ließ daher für diese Nacht die Wache verdoppeln. Auch musste die Halle so hell erleuchtet werden, dass der Beutler stets zu sehen war. Der nächste Tag kam und auf Befehl des Kaisers mussten sich alle Polizisten in der Halle versammeln, um, wie der Kaiser beabsichtigte, sie für immer ihres Dienstes zu entlassen. Er herrschte die Leute dennoch recht unfreundlich an und wandte sich dann an den jungen Polizisten, indem er ihn höhnisch fragte, ob das Wunder geschehen sei. »Ich glaube ja«, erwiderte dieser. »Er ist total verrückt oder unverschämt frech«, rief da der Kaiser. »Glaubt er denn, ich kann nicht sehen? Da hängt doch der Beutel.« »Ich sehe«, erwiderte der Gescholtene, »dass dort ein Beutel hängt. Ob es aber der wirkliche ist, möchte ich bezweifeln.« »Das ist denn doch zu stark«, schrie der Kaiser. »Holt den Beutel herunter und bring ihn her«, befahl er der Wache. Der Beutel wurde abgenommen und dem Kaiser gebracht, der ihn öffnete, aber ein ganz verwundertes Gesicht machte, als er nur Steine in dem Beutel fand und beim genaueren Sehen erkannte, dass es gar nicht der frühere Beutel war. »Kerl, wie hat er das fertiggebracht?«, fragte er den listigen Mann. Dieser erzählte, wie er den gleichen Beutel angefertigt und diesen dann in des Kaisers Gegenwart vertauscht habe. »Bist ein verteufelt schlauer Bursche«, sagte dann der Kaiser. »Und da du mir der Klügste von allen zu sein scheinst, sollst du deren Oberster sein, und ich will sie nicht entlassen. Sorge dafür, dass deine Leute ihre Pflicht tun und dir nacheifern.« Und so geschah es. Ende von Der schlaue Polizist von Karl Alberti, gelesen von Elli, Juli 2010. Der Wildgänseflug in Katata nachschauen von Max Dautendey. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Wildgänseflug in Katata nachschauen. In der alten Hauptstadt Kyoto, in der ältesten Künstler-, Tempel- und Kaiserstadt Japans, hatten im Mittelalter viele Maler den Auftrag erhalten, die Gemächer eines Bergtempels auszumalen. In diesen Tempel zog sich die kaiserliche Familie in den Sommertagen zurück und pflegte dort einige Wochen unter der Obhut der reichen Mönche zu wohnen. Die Maler begannen ihr Werk. Einer malte einen Saal, wo Sperlinge in Scharen über die Wände flogen und sich in Reisfeldern und Bambushainen auf Halmen und Rohren schaukelten. Ein anderer Maler malte auf Silberpapierhintergrund einen Saal, wo große Meereswellen aufrauschten und die 4 Wände umschäumten. Wieder ein anderer Maler malte einen Saal voll von Katzenmüttern und jungen Katzen, die in Blumenkörben spielten und die Blütenköpfe großer Peonien zerrupften. Der erste Saal wurde der Sperlingssaal genannt, der zweite der Saal der schäumenden Wellen und der dritte der Saal der spielenden Katzen. Der Kaiser und die Kaiserin, die an der Ausschmückung viel Anteil nahmen, ließen sich jedes Mal, wenn ein Saal beendet war, in Sänften und mit großem Pomp zu dem Bergtempel tragen und verbrachten eine Teestunde in dem neuen Saal. Sie nahmen öfters ihre jungen Prinzessinnen mit, 3 an der Zahl, und der Kaiser sagte zur Ältesten eines Tages, als sie den Tempel wieder besichtigten, »Wünsche dir einen gemalten Saal, mein Kind. Vielleicht haben die Maler die Freundlichkeit und werden von glücklichen Augenblicken begünstigt, dir einen Saal zu malen nach deinem Einfall.«
Die älteste Prinzessin, die einen kleinen japanischen Seidenpinscher auf ihrem Arm trug, mit dem sie spielte, wünschte sich einen Saal voll Schoßhündchen, die um sie spielen sollten, und die Maler malten diesen Saal. »Nun wünsche du, mein Kind, was du gemalt haben willst«, sagte der Kaiser zur zweitältesten Prinzessin. Diese wünschte sich etwas ganz Unmögliches, einen Saal, wo der Mondschein käme und ginge und in welchem keine Farben sein sollten. Die Maler brachten auch diesen Saal zustande. Sie teilten einen Saal in zwei Teile. Die eine Hälfte sah nach Osten, die andere nach Westen, und jeder Saalteil hatte einen Altan. Von dem einen Altan sah man den Mond aufgehen, von dem anderen Altan den Mond untergehen. Und weil das Auge der Prinzessin und das Auge des Mondes keine der sieben Regenbogenfarben dulden wollte, hatten die Maler Pflanzen und Bäume in jenem Saal mit brauner Sepia gemalt. Nun wurde die dritte Prinzessin von dem Kaiser und der Kaiserin gefragt, was sie sich in ihrem Saal von den Malern gemalt wünschte. »Oh«, sagte sie, »sie wünschte sich nicht viel, nur einen Zug Wildgänse, die durch die Luft flögen, graue und weiße Wildgänse, im Zickzackflug, rund um den Saal. Aber jede Gans müsse so hinter der anderen herfliegen, dass sie alle zusammen ein japanisches Schriftzeichen in ihrem Fluge bildeten. Dieses Zeichen würde von einem bestimmten Baum und einer bestimmten Hügellinie und der Fluglinie der Gänse gebildet. Nur in Katata, am Biwasee, könnten die Maler den Gänseflug, den Baum und den Hügel zusammen antreffen. Nur einmal, an einem Frühlingsabend, habe die Prinzessin bei einem Ausflug in Katata die Wildgänse so fliegen sehen, dass sich das wunderbare Schriftzeichen zwischen Himmel und Erde aus der Fluglinie der Gänseschar, aus der Silhouette eines Hügels und aus einer Baumlinie bildete. »Und das nennst du ganz einfach?« sagte der Kaiser. »Es war ganz einfach, als ich es sah«, antwortete die Prinzessin. »Es wird nicht zu malen sein«, sagte die Kaiserin. »Dann wünsche ich keinen gemalten Saal«, sagte die Prinzessin. »Und wie heißt das Schriftzeichen?« fragte der Maler Oizo, als der Kaiser und die Kaiserin ihm den Wunsch der Prinzessin erklärten. »Das hat die Prinzessin vergessen«, wurde ihm zur Antwort. Die Maler zogen mit Reispapier und Tusche, mit Silberpapier und Goldpapier beladen nach Katata, um den Flug der Wildgänse zu studieren. Aber da es Juli war und keine Wildgänse um diese Zeit vorüberziehen, mussten sie warten bis Oktober. Und Oizo suchte inzwischen die Hügellinie und die Baumlinie. Aber da es Sommer war und die Bäume belaubt und da die Hügel voll hoher Gräser wehten, fand er nirgends die Linie freiliegend. Die Maler und der Maler Oizo studierten inzwischen die Fische, die in Rudeln im klaren Wasser stehen, und Bäume am Ufer, welche wie Schriftzeichen ins Wasser tauchen und sich in der Wasserspiegelung krümmen, und Wachteln, die in den Reisfeldern brüten, und Wachtelmütter, die mit ihren Jungen unter den Reishalmen picken. Sie brachten diese Bilder nach Kyoto in den Bergtempel und dachten, vielleicht gibt sich die Prinzessin zufrieden mit einem Wachtelsaal oder mit einem Saal voller Uferbäume und Fische. Aber die Prinzessin schwieg und gab keinen Beifall, und auch der Kaiser und die Kaiserin schwiegen. Da wurde der große Maler Oizo traurig und kehrte wieder nach Katata zurück. Dort wohnte er in dem Haus eines Töpfers auf einem Hügel. Der formte aus dem Ton der Katata-Erde Vasen, einfache weiße Vasen, die er mit grüner und blauer Glasur überzog, so dass sie spiegelten wie das grüne und blaue Uferwasser des Biwasees in den Frühlingstagen. Der Töpfer hatte eine Tochter, die war so jung und lebendig wie ein Aprilwind. Sie saß am Töpferofen, darinnen die Vasen und Tonschalen ihres Vaters gebrannt wurden. Sie hatte die Glut zu schüren und die Holzkohlen aufzufüllen, und davon war sie stets schwarz im Gesicht und schwarz an den Händen, so dass der Maler Oizo sie eigentlich noch niemals gesehen hatte. Oft saß er am Ofen bei ihr, wenn sie die Flammen schürte, und er zeichnete nachher die roten Korallenäste des Feuerflackerns.
Natürlich wusste ganz Katata, dass die kaiserlichen Maler auf den Herbst warteten, bis die Wildgänse in den Oktoberabenden fortflögen. Und auch Graswürzelein, wie die Tochter des Töpfers hieß, wusste, dass Oizo jetzt traurig war, weil er den Wunsch der Prinzessin noch nicht befriedigen konnte. Eines Abends, als der Mond aufging und der Altan des Töpfers zwischen dem Mondschein und dem roten Schein, der aus dem Ofen fiel, zweifarbig beleuchtet, rot und blau wurde, und Graswürzelein, mondblau und feuerrot, zweifarbig beschienen, vor dem Ofen im Hof bei dem Altan saß, seufzte der Maler in seiner Altanecke ärgerlich und trotzig darüber, dass der Prinzessin nicht der Wachtelsaal und nicht der Saal der Fische gefallen hatte und auch der Kaiser und die Kaiserin darüber geschwiegen hatten. Da kam die blau und rot beschienene Tochter des Töpfers und sagte, »Seufze nicht, Oizo, ich will dir sagen, was die kaiserliche Prinzessin denkt und was sie will, und will dir auch das Schriftzeichen des Fluges der Wildgänse zeigen.« Und Graswürzelein nahm eine Holzkohle, die neben dem Ofen lag, und zeichnete auf einen weißen, ungebrannten Tonkrug ein paar Linien. »Sieh her, Meister«, sagte sie, »was heißt das auf Japanisch, was ich hier schrieb?« »Das heißt«, sagte Oizo und betrachtete flüchtig den Krug mit dem Schriftzeichen, »ich liebe dich, wenn ich dir nachsehe, aber du liebst mich nicht, weil du fortsiehst.« »Sieh, Oizo«, sagte Graswürzelein, »dies denkt die Prinzessin, denn sie ist wahrscheinlich in einen Mann verliebt, der sie nicht ansieht. Aber sie will das Schriftzeichen durch den Gänseflug in ihren Saal gemalt haben und will den Mann dann in den Saal führen und ihn von den Wänden ihren Willen lesen lassen. Denn sieh, das Schriftzeichen besteht aus drei Teilen. Sieh hier die Gabel eines vielfach gewundenen Baumes. Waagerecht durch die Gabel hindurch siehst du die Brustlinie eines anliegenden Hügels und darüber die vielfach gezackte Fluglinie einer unendlich langen Reihe von grauen und weißen Wildgänsen. Aber zugleich siehst du, die grauen Wildgänse verschwinden in der Dämmerung und unterbrechen die Linie, wogegen die weißen sich als Schriftzeichen vom Abendhimmel abheben.« Oizo fragte erstaunt und mit ganzem Herzen zuhörend, »Und woher weißt du, dass die Prinzessin gerade diesen Schriftzug meint? Ich liebe dich, wenn ich dir nachsehe, aber du liebst mich nicht, weil du fortsiehst?« »Das ist ganz einfach«, lachte Graswürzelein. »Mein Vater machte einmal eine Vase. Ich hatte aber den Ofen schlecht geheizt, so dass die Glasur nicht gleichmäßig trocknete und sich seltsamerweise dieses Schriftzeichen bildete, in dem der weiße Grund der Vase in Zickzacklinien durch die blau-grüne Glasur schimmerte. Flüchtig hingesehen erschienen die weißen Linien wie ein Flug Wildgänse, die in einer Landschaft über Baum und Hügel hinflogen. Die Vase gefiel einem Mönch, der sie sah und ausnehmend schön fand, da sie zugleich Bild und Schriftzeichen deuten ließ. Die Prinzessin hat wahrscheinlich diese Vase in einem Tempel gesehen, und man hat ihr gesagt, dass das Bild darauf den Flug der Wildgänse in Katata darstellt. Aber ich denke mir, dass das Schriftzeichen ihr mehr wert ist als der Flug der Wildgänse«, lachte Graswürzelein. Oizo schlug sich mit der Hand vor die Stirn und lachte. »Also dieser Baum und dieser Hügel sind gar nicht in Katata, und nur die Wildgänse fliegen hier vorüber, im Frühling und im Herbst?« »Oh ja«, sagte Graswürzelein nachdenklich, »der Baum lebt wohl hier irgendwo, und der Hügel auch irgendwo, denn nichts ist Zufall auf der Welt. Es war auch kein Zufall, dass sich das Feuer damals schlecht schürte und dass die Vase schlecht trocknete. Nichts ist Zufall, sagen die Götter hier bei uns in Katata.« Und während Graswürzelein das sagte, öffnete sie die Feuerluke, zerschlug den Krug am Boden, auf den sie das Schriftzeichen gemalt hatte, sammelte die Scherben und warf sie ins Feuer. »Was machst du da?« fragte Oizo verblüfft. »Ich habe zu viel geredet, und das ärgert mich«, sagte Graswürzelein, »deshalb zerbrach ich den Krug.« Der Maler verstand sie nicht, reichte ihr ein Geldstück hin und sagte,
nimm dies einstweilen als Dank für deine Aufklärung. Ich gebe dir später mehr, wenn mir der Kaiser den Wildgänsesaal bezahlt hat.« Und Oizo ging und packte seine Zeichnungen ein, um am nächsten Morgen nach Kyoto abzureisen. Aber Graswürzelein warf, als er sich abwandte, das Geldstück in das Feuer des Ofens, gerade so, als wäre es eine Tonscherbe. Und als ihr Oizo Lebewohl sagte und ihr nochmals dankte, sagte sie: »Warum soll ich dir Lebewohl sagen? Ich weiß ja doch, dass du wiederkommen musst.« »Das wäre nur ein Zufall, wenn ich wiederkäme«, sagte Oizo. »Die Götter von Katata kennen keinen Zufall«, murmelte Graswürzelein und blies in das Feuer. Der Maler ging nach Kyoto und malte den Saal nach dem Gedankengang des Schriftzeichens auf silbergrauem Grund, den dämmernden Baum im Abend, die Hügellinie und grau und weiß die große Zackenschleife in der Luft, welche die fliegenden Wildgänse beschrieben. Wie Oizo noch am Malen war, kam einer seiner Kameraden, ein anderer Maler, der auch draußen in Katata gewohnt hatte, und lachte ihn aus, weil er sich immer so geheimnisvoll in den Saal einschloss, den er malte, und die anderen nicht wissen lassen wollte, wie der Schriftzug des Gänsefluges heiße. »Du machst dich lächerlich, dass du dich hier einschließt und nichts von der Welt wissen willst als nur deine Malerei. Komm heute Abend mit mir in die Theaterstraße von Kyoto. Ich verspreche dir, dass ein Besuch in der Theaterstraße deiner Malerei mehr nützen wird, als du glaubst.« Oizo, der die Aufrichtigkeit seines Freundes kannte, gab diesem nach und ging mit ihm schweigend in der Nacht vom Bergtempel hinab, über die Brücke in die Stadt zur Theaterstraße, wo erleuchtete Budenreihen und farbige Lampen waren und große Leinwandmalereien in der Nachtluft wie Fahnen flatterten und Szenen aus den Theaterstücken schilderten. Verblüfft blieb Oizo am Eingang der Straße stehen. Da war ein Papierlaternenverkäufer. Der hatte Lampen aus ölgetränktem Pflanzenpapier, und auf jeder Lampe war das Schriftzeichen des geheimnisvollen Gänsefluges gemalt, das er aus Katata mitgebracht hatte. Das Schriftzeichen der Wildgänse, des Hügels und des Baumes, von dem er geglaubt hatte, dass es nur allein ihm, der Tochter des Töpfers und der Prinzessin bekannt sei. Oizo schwieg und verbiss sich sein Erstaunen und dachte an irgendeinen spitzbübischen Verrat. Nun kamen sie weiter, sein Freund und er, zu dem größten Theater in der Mitte der Straße. Da zeigten auch die Theaterbilder, außen an der Zeltbude rund um die Zeltwand, den Flug der Wildgänse. Zugleich kam ein Straßenverkäufer zu den beiden Malern und bot ihnen ein Spielzeug an, aus Seidenwatte gearbeitete kleine Wildgänse, die an einer Seidenschnur hingen und, durch die Luft geschleudert, in Schleifenform dahinflatterten. Ein Perlmuttarbeiter zeigte ihm Lackkästchen, darauf der Flug der Wildgänse über Baum und Hügel ging, und alle diese Dinge prägten das Schriftzeichen aus, das wie eine Liebeserklärung jene Worte sagte: »Ich liebe dich, wenn ich dich ansehe, aber du liebst mich nicht, weil du fortsiehst.« Ganz verstört schwieg Oizo immer noch. Seine Stirn verfinsterte sich, und er blieb im Menschengedränge stehen und wollte seinem Freunde entlaufen. Dieser hielt ihm am Ärmel fest und rief ihm zu: »Lass dir doch erklären, woher ganz Kyoto den Flug der Wildgänse und das Bild, das du malen willst, kennt. Du weißt, ich wohnte in Katata bei einem Fruchthändler. Dessen Tochter brachte mir eines Tages in einer Porzellanschale einen kleinen Zwerggarten in mein Zimmer. Darin blühte ein ganz winziger Kirschbaum. Der Baum war nicht höher als mein halber Arm. Hinter dem Baum war ein künstlicher Hügel aus Erde. Diesen kleinen Garten stellte sie am Abend hinter einen weißen Papierschirm, auf welchem mit schwarzer Tusche kleine Wildgänse im Schleifenflug gemalt waren. Sie zündete eine Lampe hinter dem Schirm an, so daß die Schatten des Zwerggartens, des Baumes und des Hügels auf den weißen Schirm fielen und sich darauf abzeichneten, und Garten und Gänse ein einziges Schattenbild zu sein schienen. Aber zugleich konnte man das Ganze auch für ein Schriftzeichen halten.
Ich verstand sofort, dass sie mich liebte und dass dieses Bild eine Liebeserklärung sein sollte. Ich kümmerte mich nicht um ihre Erklärung, nachdem ich den gesuchten Wildgänseflug von Katata, der eine Liebeserklärung darstellt, so deutlich gesehen hatte, dass ich ihn malen konnte. Ich wollte am nächsten Tag abreisen, ging aber am Abend noch ins Teehaus, wo ich 5 von unseren Malern traf. Dem einen hatte eine Tänzerin den Wildgänseflug von Katata bereits erklärt, dem anderen ein Fischermädchen, bei dessen Vater er wohnte, dem dritten und vierten und fünften andere Mädchen von Katata, so dass wir alle merkten, das Schriftzeichen des Gänseflugs war ein öffentliches Geheimnis der jungen Mädchen in Katata und wurde immer angewendet als Zeichnung auf einer Vase, als Wandschirmbild und so weiter, wenn ein Mädchen von Katata einem Manne eine Liebeserklärung machen wollte. Wir hatten das bis damals in Kyoto nicht gewusst. Aber jetzt kennen das Schriftzeichen des Gänseflugs von Katata alle Kinder von Kyoto, weil alle Maler das Geheimnis verbreitet haben, alle, die in Katata waren. Auch der kaiserliche Hof weiß es längst, und die junge Prinzessin ist bereits von dem ganzen Hof als lächerlich erklärt. Der Kaiser und die Kaiserin sollen sehr ärgerlich sein, und du selbst wirst deinen Kopf verlieren, wenn du den Saal fertig gemalt hast und dir einbildest, von der Prinzessin geliebt zu werden. Oizo dachte einen Augenblick nach. Dann lachte er und sagte, »Da ich die Prinzessin nicht liebe, wird mir der Hof doch nicht böse sein, weil ich den Wildgänseflug mit Lust an meiner Malerei malen wollte und nicht mit Lust an der Liebeserklärung eines Schriftzeichens.« »Doch, doch«, sagte sein Freund, »du musst fliehen, du musst dich verstecken, bis der Tempel eingeweiht ist. Man wird den Saal der Prinzessin verschlossen halten und gar nicht zeigen. Aber du musst fortbleiben, bis man die Liebeserklärung der Prinzessin vergessen hat. Ich rate dir, nimm ein Segelboot und halte dich einen Monat lang auf dem Biwasee versteckt. Auf dem weiten Wasser draußen wird dich niemand suchen, und du kannst den Booten ausweichen.« »Ich trenne mich nur schwer von meiner Malerei«, sagte der Maler Oizo. »Aber du hast recht. Ich will fliehen und will mich verstecken, bis der Saal der Prinzessin vergessen ist.« Oizo verließ Kyoto noch in derselben Nacht, kaufte sich ein Boot, das er mit Nahrungsmitteln versah, und zog dann hinaus auf den See. Aber die Tage waren unfreundlich. Es war Vorfrühling. Viele Tage lang lagen die Nebel wie Binden vor Oizos Augen, und er sah nichts und hörte nichts im Nebel als das Knirschen seines Bootes. Eines Tages ließ er sein Boot treiben und sagte sich, »Ich will aussteigen, wo das Boot landet. Wenn ich nicht malen kann, tötet mich die Langeweile. Ich will wenigstens wieder einmal malen dürfen. Und wo jetzt das Boot landet, weiß ich auch, werde ich ein Bild finden, das mir längst in der Seele vorgeschwebt hat.« Das Boot des Malers trieb am Abend an den Strand von Katata. »O unglücklicher Ort«, sagte Oizo, »soll ich also wirklich das Bild der Wildgänse noch einmal malen? Ich will doch abwarten und sehen, was mit mir geschieht, wenn ich ans Land steige. Die Götter haben das Boot gelenkt, die Götter werden auch meine Schritte lenken.« Der Maler stieg ans Land und ging über den leeren Strand, auf dem kein Schilf wuchs, sondern nur die gelben Schilfstoppeln vom Vorjahr standen. Hier sang das Schilf im Vorjahr, als ich fleißig war und Fische malte. Jetzt ist der Strand faul und tot, vom Winter verdammt, so wie man mich zur Faulheit verdammt hat. Plötzlich bückte sich der Maler und hob eine unscheinbare Seemuschel auf, die blau irisierend und rot irisierend, mit weißer Innenschale und schwarzer Außenschale, wie eine Blume hier zwischen den leeren Kieselsteinen am Strand leuchtete. Oizo wendete die Muschel in der Hand hin und her, schüttelte den Kopf, hielt die Hand an die Stirn und dachte nach und meinte zu sich, »Wo habe ich nur diesen blau irisierenden Schein, neben dem rot irisierenden Feuerschein hier in Katata schon einmal gesehen? Ich weiß gewiss, dass es in Katata war, wo ich diese beiden Farben unvergesslich nebeneinander sah.
Als er noch dachte und seinem Gedächtnis nicht auf den Grund kommen konnte, kam ein japanisches Mädchen hügelabwärts zum Seewasser hin. Sie trug auf dem Kopf einen flachen Korb und schüttete den Inhalt des Korbes, der wie Erde aussah, ungefähr 20 Schritte von Oizo entfernt in den See. »Was machst du da?« rief der Maler ihr zu. Das Mädchen sah sich nach ihm um, streckte die Arme von sich, stieß einen Schreckenslaut aus, als ob sie einen Geist oder einen Gott sähe, hüllte ihr Gesicht in ihre Ärmel, kniete am Seerand nieder und streckte ihren Kopf ins Wasser. Oizo rief, »Haben denn die Götter dir deinen Verstand genommen, weil du dich ertränken willst, Mädchen?« Oizo sprang hin, und als er näher kam, sah er, dass das Mädchen sich eifrig das Gesicht wusch, und er erkannte an der Gesichtshälfte, die noch voll Ruß war, die Tochter des Töpfers, Graswürzelein, die aus dem Brennofen ihres Vaters die Asche in einem Korb an den See getragen hatte. »Was machst du da?« fragte Oizo noch einmal. »Ich hätte dich beinahe nicht erkannt, Graswürzelein, weil du zur Hälfte schwarz und zur Hälfte weiß bist.« Graswürzelein prustete das Wasser aus ihrer Nase, wusch sich die andere Gesichtshälfte rein, und während sie sich mit dem Innenfutter ihres Ärmels Gesicht und Hände trocknete, fuhr sie den Maler ärgerlich an. »Ich wollte gar nicht, dass du mich erkennen sollst. Als ich dich hier so plötzlich am Strand stehen sah, nachdem ich die Ofenasche in den See geworfen hatte und ich dir nicht ausweichen konnte, wollte ich mir den Ruß vom Gesicht waschen, damit ich dir unkenntlich bleibe. Denn du hast mich ja nur ein einziges Mal gewaschen gesehen.« Und wirklich, Oizo konnte das weißgewaschene Mädchen kaum erkennen. »Du sagst, ich hätte dich nur einmal gewaschen gesehen? Ich habe dich immer nur schwarz gekannt.« »Doch, doch«, nickte Graswürzelein. »Erinnerst du dich nicht, Meister, da ich dir auf einer Tonvase den Flug der Wildgänse von Katata beschrieb? Erinnerst du dich nicht? Es war im Mondschein. Du saßt auf dem Altan und ich am Ofen im Hof.« »Du warst rot und blau beschienen«, sagte Oizo, »wie die Muschel hier, die mondblau und feurig rot in meiner Hand irisiert und leuchtet. Das ist das Bild, das ich malen will. Ich will dein Gesicht malen, blau vom Mond und rot vom Feuer beleuchtet, und darum bin ich nach Katata gekommen.« Graswürzelein lachte einen Augenblick, dann aber wurde sie sehr ernst. »Nein«, sagte sie und schüttelte den Kopf, »du darfst nicht mehr in unser Haus kommen. Ich habe das Feuer zu schlecht geschürt, solange du da warst, und ich habe meinem Vater zu viele Tonvasen verbrannt.« »Du hast doch einen Grund, den du nicht sagst«, meinte Oizo. »Die Tonvasen will ich deinem Vater alle bezahlen, während ich dich male. Rede und sage deinen Grund, warum ich nicht mehr in dein Haus kommen soll.« Graswürzeleins Wangen erröteten, und sie hielt rasch ihre Hände an die Wangen, um die Wangenröte mit den Händen zu verbergen. Oizo sah staunend, wie schön das Mädchen war, und hörte, wie ihre Stimme wisperte und rhythmisch sang, während sie sprach, als ob das Schilf vom Vorjahr wieder um ihn sänge. »Willst du nicht eine Bootsfahrt mit mir machen, Graswürzelein? Es kommt eine lauwarme Luft über den See, und die Abende sind schon lang und hell. Ich glaube, die Wildgänse müssen bald wiederkommen.« »Ja, bei den Göttern, das ist wahr«, seufzte das kleine Mädchen. »Die Wildgänse möchte ich dir auf dem See zeigen, Meister.« Und ein Lachen blitzte in ihren Augen, so wie die nassen schwarzen Seekiesel blitzten. »Das ist die Luft der Wildgänse heute Abend. Du hast sie nie aus dem See kommen sehen, Meister?« »Nein, ich sah den Wildgänseflug nur vom Land und über Hügel und Baum.« »Dann will ich ihn dir vom See aus zeigen«, nickte das Mädchen eifrig, und ihr blasses Gesicht und ihre zitternden Hände redeten schnelle Sätze, die sie nicht aussprach. Sie kletterte vor Oizo ins Boot, ergriff die Ruder und ruderte, ohne ein Wort mehr zu sprechen, lenkte das Boot, ohne den Maler zu fragen, wohin er wollte. Oizo fühlte und verstand, natürlich an der Röte und Blässe des Mädchens, dass sie eine Herzensregung verbarg.
Er blieb lautlos sitzen und horchte auf sein eigenes Herz, das ihm bis an den Hals schlug. Denn das Mädchen wurde in seinen Augen immer schöner, und er hätte es gerne umarmt. Der Biwasee lag wie Öl so glatt, und auch die Luft war wie Öl, als legte man zwei Spiegel aufeinander, so lag der Spiegel des abendlichen Vorfrühlingshimmels auf dem Spiegel des Sees. Graswürzelein legte plötzlich die Ruder ins Boot und sagte, »Still, sie kommen«, und gleich darauf wiederholte sie, »Still, sie kommen«. Oizo wunderte sich, warum er denn still sein solle, da er nicht sprach. Er wußte nicht, daß seine Stimme fortwährend in den Ohren des Mädchens summte und ihr Blut unausgesetzt mit ihm redete. Ihm selbst geschah jetzt das Gleiche. Er fuhr auf und sagte, »Still, sie kommen«, denn auch er hörte das Mädchen in seinem Blut reden, sie, die kein Wort sprach. Dann war es, als wenn Ruderkähne hoch in der Luft mit großen Ruderschlägen herbeiführen und als ob Mühlen sich drehten mit unsichtbaren Rädern und Laute, die nicht Musik, nicht Menschenstimmen und nicht Tierstimmen glichen, die aber feierliche Akkorde in die Stille über den See schufen, klangen irgendwo im unermessenen Abendraum, kreiselten, waren da, wurden im Abendgrau zu weißen, fliegenden Erscheinungen, bildeten dann eine Kette über den Köpfen des Mädchens und des Mannes, zogen ein Spiegelbild im Wasser nach wie eine Reihe weiß winkender Tücher. Die weiße Geisterkette beschrieb eine weiße Schleife am Himmel und eine weiße Schleife im Wasserspiegel und berauschte wie ein musikalischer Windton und hinterließ Atemzüge von Befremdung, von Sehnsucht, als wäre die Luft mit unerfüllten Wünschen noch lange nach dem Vorbeizug der Wildgänse von Katata angefüllt. Es war jetzt so dunkel auf dem See, als wäre die Dunkelheit wie ein zweites Wasser aus der Tiefe gestiegen und stünde über den Köpfen der beiden Menschen im Kahn. Es war nur noch ein Rest von der Tageshelle, klein wie ein durchsichtiges Ei im Westen über dem Strand. Oizo konnte nicht Graswürzeleins Gesicht sehen. Er tastete nach der Bank im Schiff, suchte ihre Hände, die er streicheln wollte. Aber sie hatte ihre beiden Hände in die weiten Ärmel ihres Kleides gewickelt, als hätte man ihr die Hände abgeschlagen. »Gib mir deine Hände. Ich will sie dir wärmen, wenn du frierst. Oder fürchtest du dich vor bösen Seegeistern, dass sie dich an der Hand nehmen könnten? Hab keine Furcht, Graswürzelein. Du bist zu schön. Alle Götter müssen dich beschützen. Auch die bösen Götter werden gute Götter, wenn du sie ansiehst.« »Was willst du von mir?« sagte das Mädchen. »Habe ich dir nicht den Flug der Wildgänse über den See gezeigt? Hast du nicht ihr Schriftzeichen lesen können, ihre Schrift aus Himmel- und Wasserlinie?« »Die Liebeserklärung?« fragte Oizo. »Die Liebesabsage«, flüsterte erregt und hastig die Tochter des Töpfers. Und nun verstand Oizo. Der Schriftzug hatte sich durch die Spiegelung, die im Wasser dazukam, in ein anderes Schriftzeichen verwandelt. Und wenn die Mädchen von Katata dieses einem Liebhaber zeigten, so war er abgewiesen. Die Fluglinie der Wildgänse im Wasser und am Himmel, vom See aus gesehen, bedeuteten in Sprachzüge übersetzt, »Ich liebe nicht, dass du dich nach mir umwendest. Ich wende mich auch nicht nach dir um.« Welch ein sonderbarer Zufall, dass der Wildgänseflug sich doppelt deuten ließ, je nachdem die Wasserspiegelungslinie sich einfügte oder nicht. Das Graswürzelein ihn liebte und ihn nur necken wollte, als sie ihm die Absage gab und ihn vielleicht zur Annäherung reizen wollte, begriff Oizo sofort, denn die Luft um sie und ihn war wunderbar geschwängert vom Verlangen und schweigender Zuneigung. Ohne sich zu besinnen, legte er seinen Arm um das kleine Weib und fand keine Abwehr. Graswürzelein versteckte nur beschämt ihr Gesicht in des Malers Brustgewand. Oizo erklärte sich rasch. »Weißt du nicht, Graswürzelein,
das sich wie ein totes Holz draußen auf dem See seit Tagen herumtreiben musste, dass ich es endlich nicht aushalten konnte, da mir das Land verboten war, weil ich vor der Liebeserklärung der Prinzessin fliehen musste. Und jetzt, seit ich die Doppeldeutung des Fluges der Wildgänse weiß, kann ich den Saal der Prinzessin fertig malen, wenn ich die Spiegellinie im Wasser hinzufüge. Und niemand im Land wird mehr sagen können, dass die Prinzessin sich lächerlich gemacht hätte, sondern dass sie sich unnahbar machen wollte, wie es einer Prinzessin geziemt. Alle sollen dann im Saal das Schriftzeichen lesen: Ich liebe nicht, dass du dich nach mir umsiehst. Ich sehe mich auch nicht nach dir um. Dann komme ich wieder und baue in Katata mein Haus. Und du sollst nicht mehr den Ofen deines Vaters schüren. Du sollst neben mir sitzen bei meinem eigenen Feuer. Und ich will dich malen, immer wieder malen, in dem Kleid des Vorfrühlings, am Strand, im Haus, im Mond, im Wasser, am Feuer. Und alle sollen sagen, das ist das glücklichste Mädchen von Katata. Sie ist auf allen Bildern im Vorfrühling gemalt, zur warmen Abendstunde, in der man den Flug der Wildgänse erwartet und verliebt sagt, auch wenn niemand redet, still, sie kommen. Da wickelte Graswürzelein ihre Hände aus den Ärmeln und umschlang Oizo. Ende von Der Wildgänseflug in Katata nachschauen von Max Dautendey, gelesen von Hokus Pokus. Aschenbrödel, der mit dem Trollen um die Wette aß, von Peter Christen Asbjörnsen und Jörn Engebretzen Moe, übersetzt von Friedrich Bresemann. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Aschenbrödel, der mit dem Trollen um die Wette aß, von Peter Christen Asbjörnsen und Jörn Engebretzen Moe, übersetzt von Friedrich Bresemann. Es war einmal ein Bauer, der hatte drei Söhne. Es ging ihm aber nur dürftig, und er war schon alt und schwach, und die Söhne wollten nicht recht an die Arbeit. Zu dem Gehöft gehörte ein großer, schöner Wald, und in dem wollte der Vater, sollten die Burschen Holz hauen, damit sie etwas von der Schuld abbezahlten. Endlich brachte er sie denn auch auf den Trab, und der älteste Sohn sollte zuerst ins Holz. Als er nun in den Wald gekommen war und anfing, eine alte, borkige Tanne umzuhauen, trat plötzlich ein ungeheurer Troll auf ihn zu. »Wenn du in meinem Wald hauest, so töte ich dich«, sagte der Troll. Als der Bursche das hörte, warf er die Axt weg und lief, was er nur konnte, wieder nach Hause. Er kam ganz atemlos an und erzählte, was ihm begegnet war. Aber der Vater sagte, er wäre ein Hasenherz. Die Trollen hätten ihn niemals am Hauen gehindert, als er noch jung gewesen, meinte er. Den anderen Tag sollte der zweite Sohn in den Wald, aber dem ging's justament ebenso. Als er ein paar Hiebe getan hatte, trat der Troll auf ihn zu und sprach, »Wenn du in meinem Wald hauest, so töte ich dich.« Der Bursch wagte kaum ihn anzusehen, warf die Axt weg und machte sich auf die Beine, ebenso wie der Bruder. Als er nach Hause kam, meinte der Vater wieder, da er noch jung gewesen, hätten die Trollen ihn niemals gehindert. Den dritten Tag wollte Aschenbrödel sich aufmachen. »Ja, du«, sagten die beiden Ältesten, »du sollst wohl was ausrichten, der du nie hinter dem Ofen hervorgekommen bist.« Aschenbrödel antwortete nichts, sondern bat nur um einen guten Sack voll Lebensmittel. Die Mutter hatte kein Fleisch und hängte daher den Kessel übers Feuer, um einiges Gemüse für ihn zu kochen. Das tat er in seinen Schnappsack, und damit machte er sich auf. Als er in den Wald gekommen war und eine Zeit lang gelaufen hatte, kam ebenfalls der Troll zu ihm und sprach, »Wenn du in meinem Wald hauest, so töte ich dich.« Der Bursche aber, nicht faul, nahm sogleich einen Käse aus seinem Schnappsack und drückte ihn, dass der Saft herausspritzte. »Hältst du nicht gleich dein großes Maul«, sagte er zu dem Trollen, »so werde ich dich drücken, wie ich das Wasser aus diesem Stein drücke.« »Nein, Freund, verschone mich«, sagte der Troll, »ich will dir auch hauen helfen.« Ja, wenn's so gemein sei, wollte ihm der Bursche auch nichts tun, und der Troll haute brav zu, so daß er an dem Tag viele Klafter umhauten. Gegen Abend sagte der Troll, »Nun kannst du mit mir nach meiner Wohnung kommen, denn das ist näher als nach deinem Hause.« Ja, dem Burschen ward es recht.
Als sie nun in dem Hause des Trollen ankamen, wollte dieser Feuer auf dem Herd anmachen, und der Bursch sollte Wasser zum Grützkessel holen. Da aber standen zwei eiserne Zuber, so groß und so schwer, dass der Bursch sie nicht einmal von der Stelle bewegen konnte. Er sagte aber, »Es ist nicht wert, mit diesen kleinen Bütten zu plieren. Ich will lieber hingehen und einen ganzen Brunnen holen.« »Nein, Freund«, sagte der Troll, »ich kann mir einen Brunnen nicht entbehren. Mach du lieber Feuer an, denn ich will hingehen und Wasser holen.« Als der Troll mit dem Wasser zurückkam, kochten sie einen tüchtigen Kessel voll Grütze. »Willst du wie ich?« sagte der Bursch. »So wollen wir um die Wette essen.« »Ja, lass uns das«, sagte der Troll, denn er dachte, hierin würde er es wohl mit dem Burschen aufnehmen können. Als sie sich aber zu Tische setzten, nahm der Bursch seinen Schnappsack und band ihn sich, ohne dass der Troll es bemerkte, vorn um den Leib, und nun schüttete er mehr in den Schnappsack, als er aufaß. Als der Sack voll war, zog er sein Taschenmesser hervor und machte einen Schlitz in seinen Bauch. Es war aber der Schnappsack, in den er schnitt. Der Troll sah ihn an, aber sagte nichts. Als sie aber eine gute Zeit gegessen hatten, legte der Troll den Löffel nieder. »Nein, nun kann ich nicht mehr«, sagte er. »Du musst essen«, sagte der Bursch. »Ich bin noch nicht einmal halb satt. Mach es wie ich. Schneide ein Loch in deinen Bauch, dann kannst du so viel essen, wie du willst.« »Ja, aber das tut wohl gewaltig weh«, sagte der Troll. »Oh, es ist nicht der Rede wert«, versetzte der Bursch. Da nahm der Troll sein Messer und schnitt sich ein großes Loch in den Bauch, und als er das getan hatte, fiel er tot zur Erde nieder. Der Bursch aber nahm nun all das Gold und Silber, das er im Berge vorfand, und damit ging er nach Hause, und nun konnte er wohl etwas von der Schuld abbezahlen. Ende von Aschenbrödel, der mit dem Trollen um die Wette aß, von Peter Christen Aspjørnsen und Jørn Engebretsen Moe, gelesen von Elli, Juli 2010. Der unbeerdigte Vater, von Max Dautendey. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Der unbeerdigte Vater, von Max Dautendey. Die Jadestraße von Kanton, die so genannt ist nach den Juwelenläden voll von kostbarem Jadestein, ist die prachtstrotzendste Straße der Stadt. Trittst du in diese Straße, die wie alle durch ein Holzgitter von der Sargstraße, Metzgerstraße, Möbelstraße getrennt ist, glaubst du zuerst, du seist in eine übersinnliche Welt geraten. Die Jadeläden sind über und über vergoldet und von künstlichem vergoldeten Holzgitterwerk umrankt. Keine Glasscheiben trennen die Ladenräume von der Straße. Waldäste, vergoldete und vergoldetes Blattgewirr, verschlungen in fantastischer Figurenweit, hängen wie goldene Gardinen die Läden halb zu. Die Straße ist wie alle Kantonsstraßen kaum für drei Menschen breit. Bei Regenwetter feucht und halb dunkel wie ein langer Kanal. Dann grinsen die goldenen Ladenreihen wie spukhafte, goldene Scheiterhaufen. Und smaragdgrün, indigoblau und purpurrot leuchten die senkrechten Ladenschilder wie unzählige Kulissen in der Straße. Drinnen laufen lautlos gleich weißen Mäusen die Chinesen in weißen, lila und hellblauen Harlekin-Kleidern, und ihre Köpfe erscheinen und verschwinden wie gelbe Vollmonde hinter den goldenen Ranken und bunten Kulissenschildern. In dieser Gasse hatte Heihe seinen Laden. Hier hatte er sein ganzes Leben lang gelebt und war kaum je aus den Holzgittern der Straße herausgekommen. Erst jetzt, wo er starb, verließ er seit Jahren zum ersten und letzten Mal den Jadeladen. Sein Leichnam wurde zu den Grabkammern gebracht. Das sind kleine Häuser in einem besonderen Stadtviertel an den Mauern von Kanton, wo die Toten auf die Beerdigung warten müssen. Als Herr Hees fünf Söhne die drei Särge des Vaters bestellt hatten, den silbernen, den elfenbeinernen und den Sandelholzsarg, die genau ineinander passten, und darinnen man den reichen Jadehändler in der Grabkammer aufgestellt hatte und ein Bonze den Tag prophezeien sollte, welcher der günstigste für die Beerdigung war, da fanden die Söhne inzwischen, dass ihr Vater nicht der reiche Mann gewesen, für den die Leute Belebzeiten gehalten hatten. Nur Schuldscheine und kein Geld fanden sie im Laden. Und alle Jadekunstschätze des toten Händlers reichten knapp, um die Schulden zu decken und nicht, um die drei kostbaren Särge zu bezahlen. Die fünf Söhne überlegten die ganze Nacht und wachten im Sarghause bei der einbalsamierten Leiche des Vaters. Die Sarghändler kamen am dritten Tag und sagten, »Wir geben euch Kredit auf die drei Särge. Nur darf euer Vater nicht mit den unbezahlten Särgen begraben werden und muss in der Grabkammer bleiben, bis ihr die Sargkosten bezahlt habt.« Das war nichts Außergewöhnliches in Kanton, und es ereignete sich öfters, dass die einbalsamierten Toten jahrelang liegen mussten, bis die Angehörigen die teuren Sargkosten bezahlen konnten.
Heihys Söhne fanden darum die Rede der Sarghändler recht und billig und murrten nicht dagegen. Die fünf Söhne berieten von Neuem und der Älteste sagte, »Ich werde nach Japan reisen und will dort versuchen, alten chinesischen Jadestein billig aufzukaufen und ihn dann in China, wo es jetzt immer weniger Jade gibt, teuer zu verkaufen und will mir bald ein Vermögen machen, um den Vater zu beerdigen.« Der zweite der Brüder sagte, »Du wirst mit Jade nicht viel verdienen. Ich werde nach Hongkong reisen und einen großen Opiumhandel anfangen. Mit meinem so erworbenen Vermögen werde ich die Särge eher bezahlen können als du.« Der dritte sagte, »Jade und Opium stehen heute schlecht. Ich werde nach Shanghai reisen und dort an der ausländischen Börse Geldmakler werden. Dort lernen uns die Fremden, deren Kriegsschiffe den Shanghai-Hafen füllen, dass man ohne Waren schneller ein Vermögen an der Börse machen kann, als mit einem Lager voll Jade und Opium. Ich werde mit schnell erworbenem Geld den Vater früher beerdigen lassen können als ihr.« Der vierte der Brüder weinte und seufzte. »Ich werde hier am Sarge wachen, bis ihr drei wiederkommt, und werde jeden Morgen in die Opfertassen frischen Tee auffüllen und Wachskerzen kaufen und Sandelräucherwerk. Und der fünfte Bruder soll inzwischen den Laden hüten und mit den Jaderesten handeln, die wir noch besitzen, um wenigstens das Geld für die täglichen Ahnenopfer zu verdienen.« So verabredeten es alle fünf und kehrten aus der Grabkammer zurück, um den letzten Nachmittag im Jadeladen zusammen zu verbringen. Keiner der fünf hatte an die einzige Schwester gedacht, an das junge Mädchen, das ohne Vater und Mutter allein hinter dem Laden in den Wohnzimmern zurückgeblieben war. Sie saß dort unbeachtet im hintersten Zimmer, in der kreisrunden Tür, hinter dem Topfpflanzengarten und weinte in ihren seidenen Ärmel. Die Mädchen dürfen weinen und wünschen, die Männer müssen handeln, hatten die Brüder einmal verächtlich zu ihr gesagt. Geweint hatte sie schon viel, aber was sollte sie sich wünschen? Sie schaute in das leere Haus, darin nur die dunklen Perlmuttermöbeln glitzerten. Verzweifelt nahm sie ihren grünen Jadepfeil aus dem schwarzen Haar und wollte ihn sich ins Herz stechen. Aber der glatte Pfeil sprang ihr aus den Händen, fiel hinaus auf das Porzellanpflaster des Gartens und zerbrach. »Ich wünsche also nicht zu sterben«, sagte sie zu sich. »Ich wünsche also weiter zu leben, sonst wäre der Pfeil nicht in meinen Händen zerbrochen. Der Pfeil ist von meinem Lebenswunsch ausgewichen.« Und das Mädchen war froh, dass sie doch noch einen Wunsch zu leben hatte, denn eigentlich starb sie nicht gern. »Aber was soll ich mit dem Lebenswunsch anfangen?«, dachte sie. »Den Vater kann ich nicht begraben lassen, wie die Brüder können. Also ist mein Leben unnütz. Wenn ich doch den Vater begraben lassen könnte, weil die Brüder jetzt kein Geld haben.« Wie die junge Chinesin noch grübelte, was sie tun sollte, begann der Fußboden zu zittern. Die bunten Glasscheibenwände, welche die Wohnzimmer voneinander trennten, begannen laut zu klirren. Und im kleinen Gartenhof ertönte ein hohler Metallklang. Das junge Mädchen blinzelte erstaunt. In der Mitte des Hofes stand ein Silberbecken, darin sonst auf der Metallspitze eine kleine Silberkugel balancierte. Die Kugel war mit weithin tönendem Laut in das Becken gefallen. Das bedeutete Erdbeben, und bei dem Metallton mussten alle Hausbewohner flüchten. Das Mädchen hatte Geschrei an allen Enden. Es sah die Leute und die Dienerinnen kreischend durch das Haus fortstürzen. Die Wände schienen plötzlich zu wandern. Die Zimmerdecke hob und senkte sich. Die Blumentöpfe im Garten drehten sich alle im Kreis. Die gelben und blauen Porzellanpflastersteine tanzten auf den Wegen. Das junge Mädchen sprang auf, aber wagte sich nicht vor und nicht zurück. Sie stand unter der Tür und klatschte in die Hände, um sich die Furcht zu vertreiben. Dann wurde die Luft grau voll Staub, dass sie nichts mehr sah. Die Ratten aus dem Haus liefen an ihr hoch und eine blieb auf ihrem Kopf fest sitzen. Da rannte das Mädchen mit der Ratte auf dem Kopfe gerade los, durch die zerbrochenen Glaswände der Wohnzimmer. Sie musste über gestürzte Stühle und große rollende Blumenvasen klettern. Sie lief blind durch die dicken Staubwolken, darinnen hunderte von unsichtbaren Gegenständen krachten und stürzten. Sie wagte nicht, mit den kleinen Händen nach der großen Ratte auf ihrem Kopf zu greifen. Aus dem Jadeladen waren ihre fünf Brüder in alle Winde fortgelaufen. Der rote Annenaltar am Eingang war eingestürzt. Das junge Mädchen sprang über die Trümmer und wäre längst liegen geblieben, hätte sie nicht noch immer die Ratte auf ihrem Kopfe gefühlt. Sie stürzte durch die staubgefüllten Straßen, wie von der Ratte an den Haaren durch die Luft gezogen. Sie wusste nicht, dass sie durch brennende Häuser, über Tote und Verwundete hinweglief, bis es totenstill um sie wurde und sie sich auf einmal in dem Stadtviertel der Grabhäuser, in der Grabkammer ihres Vaters sah. Dort sprang die Ratte mit einem Quietschlaut von dem Kopf des jungen Mädchens und grub sich vorher in die vom Erdbeben aufgewühlte Erde. Das Mädchen kauerte am Boden und bemerkte gar nicht, dass der Leichnam ihres Vaters samt den drei Särgen verschwunden war. Als der Staub sich gelegt hatte, erschienen nach Stunden ihre fünf Brüder, einer nach dem anderen, um nach dem toten Vater zu sehen. Aber wie erstaunten sie, als der Tote nicht zu finden war und als sie am aufgebrochenen Fußboden entdeckten, dass die Erde ihren Vater samt seinen drei Särgen in die Tiefe gerissen und begraben hatte. Das junge Mädchen sah auf und sagte,
Ihr sollt nicht staunen. Ich habe als unnützes Mädchen gewünscht, den Vater zu begraben. Verzeiht mir, dass mein Wunsch für mich gehandelt hat. Ich weiß, dass ich als Mädchen kein Recht zu handeln hatte.« Da freuten sich die fünf Brüder und antworteten ihr: »Die Sarghändler dürfen keinen Toten mehr ausgraben, wenn er einmal unter der Erde ist. Wenn du deinen Vater mit deinem stillen Wunsch begraben konntest, Schwester, dann bist du als schwaches Mädchen stärker mit deinem Weinen und Wünschen gewesen, als wir Männer mit allem handeln.« Ende von »Der unbeerdigte Vater« von Max Dautendey, gelesen von Elli, Juli 2010. Der Ring von Josef von Eichendorff. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Ring von Josef von Eichendorff. Aus Ahnung und Gegenwart. Es war einmal ein Ritter, der lebte tief im Walde auf seiner alten Burg in geistlichen Betrachtungen und strengen Bußübungen. Kein Fremder besuchte den frommen Ritter, alle Wege zu seiner Burg waren lange mit hohem Grase überwachsen, und nur das Glöcklein, das er bei seinen Gebeten von Zeit zu Zeit zog, unterbrach die Stille und klang in hellen Nächten weit über die Wälder weg. Der Ritter hatte ein junges Töchterlein, das machte ihm viel Kummer, denn sie war ganz anderer Sinnesart als ihr Vater, und all ihr Trachten ging nur auf weltliche Dinge. Wenn sie abends am Spinnrocken saß und er ihr aus seinen alten Büchern die wunderbaren Geschichten von den heiligen Märtyrern vorlas, dachte sie immer heimlich bei sich, das waren wohl rechte Toren, und hielt sich für weit klüger als ihr alter Vater, der alle die Wunder glaubte. Oft, wenn ihr Vater weg war, blätterte sie in den Büchern und malte den Heiligen, die darin abgebildet waren, große Schnurrbärte. Sie war sehr schön und klüger als alle die anderen Kinder in ihrem Alter, weswegen sie sich auch immer mit ihnen zu spielen schämte, und wer mit ihr sprach, glaubte, eine erwachsene Person reden zu hören, so gescheit und künstlich waren alle ihre Worte gesetzt. Dabei ging sie bei Tag und Nacht ganz allein im Walde umher, ohne sich zu fürchten, und lachte immer den alten Burgvogt aus, der ihr schauerliche Geschichten vom Wassermann erzählte. Gar oft stand sie dann an dem blauen Flusse im Walde und rief mit lachendem Munde: »Wassermann soll mein Bräutigam sein, Wassermann soll mein Bräutigam sein.« Als nun der Vater zum Sterben kam, rief er die Tochter zu seinem Bette und übergab ihr einen großen Ring, der war sehr schwer von reinem Golde gearbeitet. Er sagte dabei zu ihr: »Dieser Ring ist vor uralten Zeiten von einer kunstreichen Hand verfertigt. Einer deiner Vorfahren hat ihn in Palästina, mitten im Getümmel der Schlacht, erfochten. Dort lag er unter Blut und Staub auf dem Boden, aber er blieb unbefleckt und glänzte so hell und durchdringend, dass sich alle Rosse davor bäumten und keines ihn mit seinen Hufen zertreten wollte. Alle deine Mütter haben den Ring getragen, und Gott hat ihren frommen Ehestand gesegnet. Nimm du ihn auch hin und betrachte ihn alle Morgen mit rechten Sinnen, so wird sein Glanz dein Herz erquicken und stärken. Wenden sich aber deine Gedanken und Neigungen zum Bösen, so verlöscht sein Glanz mit der Klarheit deiner Seele und wird dir gar trübe erscheinen. Bewahre ihn treu an deinem Finger, bis du einen tugendhaften Mann gefunden, denn welcher Mann ihn einmal an seiner Hand trägt, der kann nicht mehr von dir lassen und wird dein Bräutigam.« Bei diesen Worten verschied der alte Ritter. Ida blieb nun allein zurück. Ihr war längst Angst und Bange auf dem alten Schloss gewesen, und da sie jetzt ungeheure Schätze in den Kellern ihres Vaters vorfand, so veränderte sie sogleich ihre Lebensweise. Die dunklen Bogen, Tore und Höfe der alten Burg wurden niedergerissen, und ein neues, lichtes Schloss mit blendend weißen Mauern und kleinen, luftigen Türmchen erhob sich bald über den alten Steinen.
Ein großer, schöner Garten wurde daneben angelegt, durch den der blaue Fluss vorüberfloß. Es standen tausenderlei hohe, bunte Blumen. Wasserkünste sprangen dazwischen, und zahme Rehe gingen darin spazieren. Der Schlosshof wimmelte von Rossen und reich geschmückten Edelknaben, die lustige Lieder auf ihr schönes Fräulein sangen. Sie selber war nun schon groß und außerordentlich schön geworden. Von Ost und West kamen daher nun reiche und junge Freier angezogen, und die Straßen, die zum Schlosse führten, blitzten von blanken Reitern, Helmen und Federbüschen. Das gefiel dem Fräulein gar wohl, aber so gern sie auch alle Männer hatte, so mochte sie doch mit keinem Einzelnen ihren Ring wechseln, denn jeder Gedanke an die Ehe war ihr lächerlich und verhaßt. »Was soll ich«, sagte sie zu sich selbst, »meine schöne Jugend verkümmern, um in abgeschiedener, langweiliger Einsamkeit eine armselige Hausmutter abzugeben, anstatt dass ich jetzt so frei bin wie der Vogel in der Luft?« Dabei kamen ihr alle Männer gar wunderlich vor, weil sie entweder zu unbehülflich waren, ihrem müßigen Witze nachzukommen, oder auf andere hohe Dinge stolz taten, an die sie nicht glaubte. Und so betrachtete sie sich in ihrer Verblendung als eine reizende Fee unter verzauberten Bären und Affen, die nach ihrem Winke tanzen und aufwarten mussten. Der Ring wurde indes von Tage zu Tage trüber. Eines Tages gab sie ein glänzendes Bankett. Unter einem prächtigen Zelte, das im Garten aufgeschlagen war, saßen die jungen Ritter und Frauen um die Tafel, in ihrer Mitte das stolze Fräulein, gleich einer Königin, und ihre witzigen Redensarten überstrahlten den Glanz der Perlen und Edelsteine, womit ihr Hals und Busen geschmückt war. Recht wie ein wurmstichiger Apfel, so schön rot und betrüglich war sie anzusehen. Der goldene Wein kreiste fröhlich herum, die Ritter schauten kühner, üppige, lockende Lieder gingen hin und wieder im Garten durch die sommerlaue Luft. Da fiel Idas Blick zufällig auf ihren Ring. Der war auf einmal finster geworden, und sein verlöschender Glanz tat nur eben noch einen seltsamen, dunkelglühenden Blick auf sie. Sie stand schnell auf und ging an den Abhang des Gartens. »Du einfältiger Stein sollst mich nicht länger mehr stören«, sagte sie, in ihrem Unmut lachend, zog den Ring vom Finger und warf ihn in den Strom hinunter. Er beschrieb im Fluge einen hellschimmernden Bogen und tauchte sogleich in den tiefsten Abgrund hinab. Darauf kehrte sie wieder in den Garten zurück, aus dem die Töne wollüstig nach ihr zu langen schienen. Am andern Tage saß Ida allein im Garten und sah in den Fluss hinunter. Es war gerade um die Mittagszeit. Alle Gäste waren fortgezogen, die ganze Gegend lag still und schwül. Einzelne, seltsam gestaltete Wolken zogen langsam über den dunkelblauen Himmel. Manchmal flog ein plötzlicher Wind über die Gegend, und dann war es, als ob die alten Felsen und die alten Bäume sich über den Fluss unten neigten und miteinander über sie sprächen. Ein Schauder überlief Ida. Da sah sie auf einmal einen schönen, hohen Ritter, der auf einem schneeweißen Ross die Straße hergeritten kam. Seine Rüstung und sein Helm waren wasserblau. Seine wasserblaue Binde flatterte in der Luft. Seine Sporen waren von Kristall. Er grüßte sie freundlich, stieg ab und kam zu ihr. Ida schrie laut auf vor Schrecken, denn sie erblickte den alten, wundertätigen Ring, den sie gestern in den Fluss geworfen hatte, an seinem Finger, und dachte sogleich daran, was ihr ihr Vater auf dem Totenbette prophezeit hatte. Der schöne Ritter zog sogleich eine dreifache Schnur von Perlen hervor und hing sie dem Fräulein um den Hals. Dabei küßte er sie auf den Mund, nannte sie seine Braut und versprach, sie heute Abend heimzuholen. Ida konnte nichts antworten, denn es kam ihr vor, als läge sie in einem tiefen Schlafe, und doch vernahm sie den Ritter, der in gar lieblichen Worten zu ihr sprach, ganz deutlich,
und hörte dazwischen auch den Strom, wie über ihr, immerfort verworren dreinrauschen. Darauf sah sie den Ritter sich wieder auf seinen Schimmel schwingen und so schnell in den Wald zurücksprengen, dass der Wind hinter ihm dreinpfiff. Als es gegen Abend kam, stand sie in ihrem Schlosse am Fenster und schaute in das Gebirge hinaus, das schon die graue Dämmerung zu überziehen anfing. Sie sann hin und her, wer der schöne Ritter sein möge, aber sie konnte nichts herausbringen. Eine nie gefühlte Unruhe und Ängstlichkeit überfiel dabei ihre Seele, die immer mehr zunahm, je dunkler draußen die Gegend wurde. Sie nahm die Zither, um sich zu zerstreuen. Es fiel ihr ein altes Lied ein, das sie oft als Kind ihren Vater in der Nacht, wenn sie manchmal erwachte, hatte singen hören. Sie fing an zu singen. »Obschon ist hin der Sonnenschein, und wir im Finstern müssen sein, so können wir doch singen von Gottes Güt und seiner Macht, weil uns kann hindern keine Nacht, sein Lobe zu vollbringen.« Die Tränen brachen ihr hierbei aus den Augen, und sie musste die Zither weglegen, so weh war ihr zumute. Endlich, da es draußen schon ganz finster geworden, hörte sie auf einmal ein großes Getös von Rosseshufen und fremden Stimmen. Der Schlosshof füllte sich mit Windlichtern, bei deren Schein sie ein wildes Gewimmel von Wagen, Pferden, Rittern und Frauen erblickte. Die Hochzeitsgäste verbreiteten sich bald in der ganzen Burg, und sie erkannte all ihre alten Bekannten, die auch letzthin auf dem Bankett bei ihr gewesen waren. Der schöne Bräutigam, wieder ganz in wasserblaue Seide gekleidet, trat zu ihr und erheiterte gar bald ihr Herz durch seine anmutigen und süßen Reden. Musikanten spielten lustig, Edelknaben schenkten Wein herum, und alles tanzte und schmauste in freudenreichem Schalle. Während des Festes trat Ida mit ihrem Bräutigam ans offene Fenster. Die Gegend war unten weit und breit still, wie ein Grab, nur der Fluss rauschte aus dem finsteren Grunde herauf. »Was sind das für schwarze Vögel?« fragte Ida, »die da in langen Scharen so langsam über den Himmel ziehen.« »Sie ziehen die ganze Nacht fort«, sagte der Bräutigam. »Sie bedeuten deine Hochzeit.« »Was sind das für fremde Leute?« fragte Ida wieder, »die dort unten am Flusse auf den Steinen sitzen und sich nicht rühren.« »Das sind meine Diener«, sagte der Bräutigam, »die auf uns warten.« Unterdes fingen schon lichte Streifen an, sich am Himmel aufzurichten, und aus den Tälern hörte man von Ferne Hähne krähen. »Es wird so kühl«, sagte Ida und schloss das Fenster. »In meinem Haus ist es noch viel kühler«, erwiderte der Bräutigam, und Ida schauderte unwillkürlich zusammen. Darauf fasste er sie beim Arme und führte sie mitten unter den lustigen Schwarm zum Tanze. Der Morgen rückte indes immer näher, die Kerzen im Saale flackerten nur noch matt und löschten zum Teil gar aus. Während Ida mit ihrem Bräutigam herumwalzte, bemerkte sie mit Grauen, dass er immer blässer ward, je lichter es wurde. Draußen vor den Fenstern sah sie lange Männer mit seltsamen Gesichtern ankommen, die in den Saal hereinschauten. Auch die Gesichter der übrigen Gäste und Bekannten veränderten sich nach und nach. Sie sahen alle aus wie Leichen. »Mein Gott, mit wem habe ich so lange Zeit gelebt?« rief sie aus. Sie konnte vor Ermattung nicht mehr fort und wollte sich loswinden, aber der Bräutigam hielt sie fest um den Leib und tanzte immer fort, bis sie atemlos auf die Erde hinstürzte. Frühmorgens, als die Sonne fröhlich über das Gebirge schien, sah man den Schlossgarten auf dem Berge verwüstet. Im Schlosse war kein Mensch zu finden, und alle Fenster standen weit offen. Die Reisenden, die bei hellem Mondenschein oder um die Mittagszeit an dem Flusse vorübergingen, sahen oft ein junges Mädchen sich mitten im Strome mit halbem Leibe über das Wasser emporheben. Sie war sehr schön, aber totenblass.
Ende von Der Ring von Josef von Eichendorff. Gelesen von Hokus Pokus. Die verzauberte Prinzessin von Kurt Tucholsky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die verzauberte Prinzessin von Kurt Tucholsky. »Ich habe drei Töchter«, sagte der alte König und strich sich den Bart. »Die älteste ist an den Residenten von Mediterranien verheiratet, und es ist eine gute Partie. Die zweite hat ein Modeatelier in Wien, ein Schandfleck auf dem ansonst reinen Schild meines Hauses. Sie verdient 70.000 Kronen jährlich. Aber die dritte ist etwas ganz Feines. Das ist eine verzauberte Prinzessin.« Das war sie, und der alte König war nicht zu Unrecht stolz, obgleich er sie nur als ganz kleines Kind lebendig gesehen hatte. Dann war sie von der Fee Aurelie Zuckertort verzaubert worden. Es war nichts zu machen gewesen. Ein alter Hofprophet hatte das einmal bei einer Lage guten Pomeranzenschnapses in der allgemeinen Heiterkeit der Stunde geweissagt. Und da musste es nun schon so geschehen. Sie lag verzaubert im Grünen. Das war alles, was man offiziell von ihr wusste. Wo und wie? Ja, es war keiner zurückgekommen, der es etwa berichtet hätte. Der Prinz ließ sich melden. »Sehr wohl, Hoheit«, sagte der berückten, bepuderte Galadiener und verschwand hinter einer Damastportiere. Der Oberzeremonienmeister ließe bitten. Der Herr Oberzeremonienmeister saß an seinem Schreibtisch und erwiderte den wunderbaren Bückling des jungen Prinzen mit knappem Nicken. Dann räusperte er sich kurz. »Sie wollen die Prinzessin erlösen, junger Mann«, ließ er sich vernehmen. »Ich warne Sie vor Ihrem aberwitzigen Vorhaben. Denken Sie an Ihren alten, unglücklichen Vater, auf dessen silbergrauen Scheitel Sie Trauer und Schmerz zu träufeln im Begriffe sind.« »Ich habe keinen Vater mehr«, warf der Prinz schüchtern ein. »Im Begriffe sind«, wiederholte der Alte streng. »Auf Ihrem Platz saßen Hunderte von hoffnungsvollen jungen Leuten, die sich derselben unterfingen wie Sie. Wahrlich, ich sage Ihnen, lassen Sie ab. Hier sind die gedruckten Bestimmungen über die Erlösung der Prinzessin. Die Gebühren wollen Sie bitte unten im Sekretariat entrichten. Gaben Sie sich wohl.« Und schon wollte sich der Prinz fassungslos entfernen, als der Blick des Alten wie zufällig auf die Visitenkarte fiel, die vor ihm lag. »Prinz Lou, der 28.«, sagte er. »Haben Sie nicht in Jena studiert?« »Ich war so frei«, sagte der junge Prinz. »Nun, nun«, begütigte der Alte. »Das ist weiter keine Schande, es kann jedem passieren.« »Aber da kenne ich ja Ihren Oheim, den edlen Jakob Nepomuk zu Gandersheim, ist's nicht so?« Der Prinz errötete. »Allerdings, Exzellenz, der Edle ist mein Onkel. Ich verdanke ihm vom 15. bis zum 1. jeden Monat mein Leben.« »Aber da heiße ich Sie herzlichst willkommen«, sagte der Oberzeremonienmeister und ergriff des Jünglings Hand. »Mein lieber junger Freund, eine Zigarre angenehm? Oder das junge Volk pafft ja heutzutage lieber Zigaretten. Bitte, bitte.« Protektion ist eine Hauptstütze der Welt. Und so kam es, dass der junge Prinz Lou, der 28., versehen mit allen Ausweispapieren, der Gebührenquittung und der Eintrittskarte zum Zaubergarten, bei seiner Ausfahrt etwas wusste, was keiner seiner Vorgänger gewusst hatte. Bis Andalusia Neustadt hatte ihn das Zügelchen schnaufend gebracht. Da hörte die Strecke auf und der Prinz stieg aus. »Träger«, sagte er, und seine Stimme kippte um. »Wau, wau«, machten die Dorfköter auf der staubigen Chaussee. Von einem Träger war nichts zu sehen. Ärgerlich warf der Prinz seine Reisedecke über die Schulter, nahm das Köfferchen in die Hand und marschierte ab. Das musste man sagen. Organisiert war das Ganze ausgezeichnet. Es ging verschlungene Pfade durch kleine Wäldchen und Wiesen, über sonnige Hügelhänge hinab am Bach entlang. Aber immer, wenn man nicht weiter wusste, stand da eine Tafel zum Zaubergarten und dahinter eine Hand mit einem Ring auf dem kleinen Finger, einer prächtigen Manschette und der Kilometerzahl. Die Sonne brütete und stach heiß. Der Prinz stand und trocknete sich mit einem seidenen Tuch die Stirn. »Ach, entschuldigen Sie«, sagte es in der Luft, »Sie wollen gewiss die Prinzessin erlösen, wie?« Überrascht wandte sich der Prinz um. Aber da war niemand. Er sah um sich.
Ich würde Ihnen gerne den Weg zeigen, sprach die Stimme weiter. Sie können sich meiner Führung unbesorgt anvertrauen. Ich bin der unsichtbare Hinkeldey, Johann Kaspar Hinkeldey. Lassen Sie einem armen, unglücklichen Mann auch etwas zukommen, kaiserliche Hoheit. Ich bin kein Kaiser, sagte der junge Prinz. Dann werden Sie es mal, tröstete der Unsichtbare. Und nun darf ich bitten. Und weil Herr Hinkeldey offenbar stark den geistigen Getränken zugesprochen hatte, gelang es ihm, den Prinzen durch seinen sanften Spirituosengeruch und lautes Schlucksen an den Wegtafeln vorbei, weiter und immer weiter zu führen. Idyllisch und lieblich lag die Landschaft da. Der Prinz wollte sich gerade ins Schwärmen verlieren. Da gemahnte ihn ein lauter Schluckser zu seiner Rechten, dass er ins Tal einzubiegen hatte. Er bog ein. Da unten lag das Tor, ein großes Tor, und plötzlich hörte das Glucksen an seiner Seite auf. »Kaiserliche Hoheit belieben, am Eingang zu stehen«, sagte die Stimme. »Ich erlaube mir, kaiserlicher Hoheit, alles Gute und das volle Gelingen eines so glorreichen Planes zu wünschen. Meine Aufgabe wäre damit erfüllt.« Ein stilles Warten lag in der Luft. »Schon gut«, sagte der Prinz und zog die Börse. Und da machte der unsichtbare Herr Hinkeldey sein Kunststück, das große Kunststück, das ihm schon oft Ruhm und Ehre verschafft hatte. »Hoheit«, sagte Herr Hinkeldey, »kaiserliche Hoheit sind zu gütig.« Und plötzlich tauchte vor dem Prinzen eine riesige, ungefügte Hand auf, eine klotzige, knotige Tatze, rot mit starken, dicken Fingern. Die Hand war offen und leicht gekrümmt. Der Prinz tat ein Silberstück hinein. Eilig verschwand die Hand. Herr Hinkeldey wohl auch, denn es schluckste nicht mehr. Der Prinz schritt fürbaß. In der Tat, da war die Pforte. »Eingang zum Zaubergarten«, stand auf einer Tafel. Und »Unbefugten ist der Eintritt streng verboten.« Befugt war der Prinz. Die Eintrittskarte hatte er, also hinein. Ein würdiger Beamter in brauner Tuchuniform mit Perlmutterknöpfen knipste seinen Ausweis. »Zur Garderobe gleich rechts um die Ecke«, sagte er gemessen. Etwas vertattert, er hatte sich das Entree wesentlich anders gedacht, befolgte der Prinz die Weisung. Da stand Frau Gubalke, die Garderobenfrau, und half dem Prinzen aus dem leichten Staubmantel, zutraulich schwatzend. »Hat er ihn auch belästigt, der Anton, ja?« fragte sie. Der Prinz konnte es nicht leugnen. »So ein versoffener Kerl, so ein Liederjan«, ereiferte sich die Gubalke. »All und jeden kriegt er aber auch ran. Und gnäher Herr haben ihm gewiß ein Trinkgeld in den Rachen geworfen, dem ollen Saufigel.« Der Prinz sagte, er hätte es ihm in die Hand gegeben. »Ja, das mit Bernd«, sagte die Garderobiere, »das ist doch das Einzige, was er kann. Und dabei hat er ja keine Konzession. Aber er soll sich nur in Acht nehmen. Mein Schwager, der Feldgendarm, ist ihm schon lang auf der Spur. So die Leute aufzunehmen. Nein, aber so was. Gott, nein!« Und beruhigte sich nicht eher über den entmenschten Hinkeldey, bis sie gleichfalls das ihre weg hatte und der Prinz hinausging. Selig knicksend gab sie ihm das Geleit. Der Prinz musterte seine Karte. Ja, das war der Situationsplan. Er sah sich um, es stimmte. Da lag der Garderobenpavillon, da war der Zaun, dahinter der Zauberberg und da gähnte die Öffnung des Spiegellabyrinths. Fauler Zauber, dachte der Prinz, aber er ging doch hinein. So faul war der Zauber gar nicht. Es war ein ganz solides Irrwerk, mit vielen Spiegeln. Auch ein erfahrener Panoptikumsbesucher hätte sich nicht so ohne weiteres zurechtgefunden. Der Prinz hatte nicht umsonst seine 10 Semester Jus weg. Verächtlich stieß er mit dem Fuß an die Butterbrotpapiere, die die Prinzen, seine Vorgänger, achtlos beiseite geworfen hatten. Sie waren sein Ariadnefaden. Keinmal rannte er gegen die blanken Spiegel. In einer kleinen halben Stunde war er hinaus. Innen hatten die rötlich-gelben elektrischen Birnen gestrahlt. Blässlich-blau flimmerte der Frühlingshimmel ihn an. Was nun? Es war niemand da. Mechanisch wandelte er einen ausgetretenen Fußpfad hinunter in eine tiefe Schlucht. Durch die Felsen tobte der Wildbach. Menschenleer lag alles. »Hallo!« rief der Prinz. »Hallo!« sagte ein Echo. »Ist hier jemand?« rief der Prinz. »Quelqu'un, quelqu'un, quelqu'un«, sagte das Echo 7-mal. Überrascht schwieg der Prinz. »Ist hier jemand?« fragte er noch einmal. »Quidam, quidam, quidam«, sagte es. Die Wasser gurgelten. »Komm her«, sagte er laut. »Go on, on, on«, hallte es.
Welch ein kosmopolitischer Spuk, dachte der Prinz. »Wer bist du?« schrie er. Er hörte etwas Unverständliches, wahrscheinlich war es Kiswahili. »Gib Antwort«, sagte er noch einmal. Das Echo schwieg. Vielleicht waren ihm die Dialekte ausgegangen. Dann sagte eine tiefe Stimme aus den Felsen heraus, »Ich bin Polyglott Kunze und kann mir das leisten.« »Aha«, sagte der Prinz und ging froh und unbehelligt seines Weges. Die Schlucht öffnete sich, er trat hinaus und stapfte durch die sandige Heide, die da vor ihm lag. Rötlich-violett schimmerte die Erika. »Jetzt im Frühsommer?« dachte der Prinz. »Welch ein Land!« Ein Schlagbaum versperrte den Weg. Der Chausseewärter kam, ein magerer, mürrischer Gesell mit riesigen Haarsträhnen. »Seid mir gegrüßt, Wanderer«, sagte er feierlich. »Mitnichten zeugst du von hinnen, ohne das Rätsel der heiligen Sphinx gelöst zu haben. Sage mir, was ist dieses? Es hat 7 Beine, hängt an der Wand, und man kann sich die Finger daran abtrocknen. Mach keinen Zimt, Anton«, sagte der Prinz, »und lass mich durch, sonst rufe ich deine Frau, aber rasch!« Entgeistert starrte der Wächter den Prinzen an. »Woher weißt du?« sagte er. »Mach die Barriere auf, Anton«, sagte der Prinz gutmütig, »es ist besser so.« Und Anton machte die Barriere auf und ließ den Prinzen hindurchgehen und starrte ihm noch immer offenen Mundes nach, als er ruhig weiterschritt. »Das ist entweder der Gott sei bei uns oder der Auserwählte. Aber er hat mir kein Trinkgeld gegeben, also wird's wohl der Auserwählte gewesen sein. Gott sei der armen Prinzessin gnädig, so ein Draufgänger!« und schloss kopfschüttelnd den bunt angemalten Schlagbaum. Der Prinz wusste, das war der Cerberus von Chausseewärter gewesen, an dem die meisten seiner Vorgänger gescheitert waren. Den hatte er hinter sich. Aber nun weiter, weiter! Er ging und ging und überstand den Spiegelberg und das Brennnesselgitter und den Gott der behördlichen Geschäftszimmer, der immer quengelte und auf die Frage, »Was machst du?« mit hohler Stimme antwortete, »Schwierigkeiten.« Und da lag das Schloss, das verzauberte Schloss, da lag es, und seine grauen Schieferdächer funkelten in der roten, untergehenden Sonne. Er näherte sich. Unten stand der Portier, ihn zierte ein gewaltiger Vollbart. »Ach, verzeihen Sie«, sagte der Prinz, »darf ich vielleicht die Prinzessin erlösen?« »Heute wird hier nicht erlöst«, sagte der Türhüter hoheitsvoll. »Da kommen Sie nur Mittwoch wieder. Mittwoch oder Sonnabend von 4 bis 5. Heute ist Dienstag.« »Ja, das ist aber unangenehm«, sagte der Prinz. »Könnte man nicht vielleicht eine Ausnahme machen?« Der Portier sah ihn von oben bis unten an. »Da kann jeder kommen«, sagte er grob. »Und wer sind Sie überhaupt?« Der Prinz flüsterte einen Namen und noch einen und ließ dabei 6 stattliche Zigarren in die Hand des Bärtigen gleiten. Der Portier verbeugte sich. »Sehr wohl, Hoheit. Belieben, Hoheit, zu passieren.« Er passierte. »Weißt du was?« sagte der Drache zu der jungen Prinzessin. »Du könntest mir eigentlich etwas Kamillentee kochen. Ich friere entsetzlich.« In der Tat hatte das Untier einen großen weißen Priesnitzumschlag um den Hals getan. Seine Leibzwerge hatten 2 Vormittage daran gewickelt. Auch hustete es grauenvoll tief aus dem Halse. Es lag jetzt, unruhig mit dem gewaltigen Schuppenschwanz die Erde schlagend, auf dem Boden der Höhle, wie es sein Arbeits- und Schlafzimmer nannte. Drachen wohnen immer in Höhlen. Er war ein gebildeter Drache. Er las Houston Stuart Chamberlain und war seitdem etwas wirr im Kopf, aber sonst ein stattlicher alter Herr. Sein Lesetischchen mit der Brille stand vor seiner Bibliothek. Band reihte sich da an Band. Die Marlit, die Eschstrut, der Schäler und der Sombart, die Gartenlaube, das Daheim und die Zukunft schillerten in allen Farben. Es war ein fleißiger Drache. Er bewachte nicht nur vertragsmäßig die Prinzessin, sondern er bildete sich fort und fort und trieb in den Pausen zwischen Bildung und Bewachung Zimmergymnastik. Jetzt aber war er krank und hustete. »Clotilde«, sagte er und stieß die Panzerplatten seines Fells aneinander, dass sie rasselten, »den Tee!« »Gleich, Onkelchen, gleich«, sagte die Prinzessin und schritt zum Samowar. »Liebst du ihn stark oder milde?« »Stark«, sagte der fürchterliche Drache. »Stark, Clotilde!« Und der Samowar summte. Der Prinz schritt durch die Gemächer und die Korridore. Seltsame Gruppen standen da überall, Wachsfiguren gleich, in den Gängen und in den Fensternischen. Verzaubert, verzaubert, so, als habe sie mitten in ihrer Tätigkeit der Schlag ereilt, und bewegungslos harrten sie nun an der Attitüde, die sie damals inne gehabt hatten.
Da stand ein Schleichhändler mit aufwärts gedrehten Handflächen vor einem kühl abwehrenden Höfling, und zwischen ihnen lag ein Paket Butter. Drei nicht mehr ganz junge Hofdamen entrüsteten sich sichtlich über einen Skandal. Ein Hündchen stand am Kleidsaume der Ältesten und hob ein Bein, aber keine merkte es. Zwei Generale beugten sich über eine Landkarte, auf der ganz Frankreich schwarz-weiß-rot angestrichen war, und da annektierten sie in alle Ewigkeit. Ein vortragender Rat hatte sich kerzengerade aufgerichtet, weil er seinen Dreispitz vom Haken nehmen wollte, und so stand er nun in dieser für einen Rat ziemlich unnatürlichen Haltung da, ein Greuel anzuschauen. Und in einer Ecke war ein Lakai gerade damit beschäftigt, einem Kammerkätzchen etwas Wichtiges mitzuteilen. Der Prinz sah schämig weg. Und so kam er wirklich an die Tür des Prinzessinnengemaches. Er öffnete leise. Der Drache schlief. Schwer rasselnd entstiegen seinem erkälteten Halse tiefgeröchelte Schnarchtöne. Von oben bis unten war er mit weißen Federkissen bepackt, so daß man nur den spitzen Kopf hervorgucken sah. Auf dem Kopf saß eine weiße Zipfelmütze mit Bommeln dran, und acht verblümte Pantoffeln wärmten seine acht alten Beine. Malerisch hatten sich die Zwerge um ihn gelagert, puttengleich an einem ordentlichen Schillerdenkmal. Die Prinzessin sah von ihrer Handarbeit auf. »Himmel, ein fremder Mann!« kreischte sie. »Emil hat wohl den Verstand verloren.« Emil war der Portier. Und einen Schrei ausstoßend, so schrill und doch so süß melodisch, dass der Prinz fühlte, die oder keine, sank sie hintenüber auf ein zu diesem Zweck aufgestelltes Rosenbett, von Rosen überwuchert, von Rosen bewacht, von Rosen bedeckt, und lag und schlief. Aber nicht ohne vorher auf ein Knöpfchen gedrückt zu haben, und einem unsichtbaren Grammophon entstiegen, ein wenig verkratzt, diese Töne. »Ich liege hier und schlafe. Der Mond treibt seine Schafe wohl über alle Wolken hin, weil ich verzaubert bin.« Ein Orchester bestätigte diese sonderbaren Tatsachen. Der Prinz lächelte, der Drache schnaufte, die Zwerge hielten den Atem an. »Also in dieser Situation hat sie wohl noch keiner getroffen«, sagte der Prinz. »Und das ist der Herr, der alle meine Vorgänger aufgefressen hat? Charmant! Nun, ans Werk!« Und zu der holden Schläferin gewendet. »Gnädige Frau?« »Nichts.« »Gnädige Frau! Hören Sie?« »Gar nichts.« »Man trägt jetzt«, sagte der Prinz wie im Selbstgespräch, »Hüte in der Residenz. Hüte! Eine tonangebende Firma in Wien, die dem königlichen Hause nahesteht, hat sie entworfen. Sie haben Schutenform, und oben auf einem luftigen Gebäude von Anmut, Schmelz und weißer Gase nicken zwei feuerrote Paradiesreihe. Die Herzen aller stehen still, die sie sehen. Aber sie kosten viel Geld. Nicht einmal die Gattin des Patronentaschenfabrikanten Christeinecke hat solch einen Hut. Ich würde ja meiner Frau, ich glaube, ich würde meiner Frau einen solchen Hut schenken.« Klang von der Rosenlaube her das Atmen rascher? Es konnte eine Täuschung gewesen sein. »Und was das hier für Moden sind«, fuhr der Prinz leise fort. »Welche liebreizende Erscheinung, aber wie erstaunlich unmodern angezogen. Man ist hier offenbar etwas zurückgeblieben, wie ich merke. Hier habe ich zufällig die Abbildungen der neuen Residenzhüte und Modenbilder.« Da schlug die Prinzessin die Augen auf. »Ich fahre heute in die Residenz zurück«, sagte der Prinz. Da erhob sich die Prinzessin von ihrem Lager. Der Prinz tat, als sähe er sie gar nicht, und blätterte in dem Modealbum. Sie näherte sich und sah ihm über die Schulter, und eine Stimme flüsterte, »Dieses Kreptechin-Kleid, ich fühle mich wie erlöst.« Und da umarmte der Prinz die verzauberte Prinzessin. »Ja«, sagte der Drache, »frei von allen Kissen und geschmückt mit dem St.-Georgs-Orden. Da hätten wir nun alles Geschäftliche erledigt. Darf ich Ihnen eine Zigarre anbieten?« Der Prinz bejahte dankend. »Ich bekäme also«, rekapitulierte der Drache und nahm seine Brille ab, »200.000 Mark Abstandsgeld, einen neuen Kasten Drachengift, einen Reserveschwanz und meine Leibputten.« »Gewiss«, sagte der Prinz. »Und wohin gedenken Sie, sich nunmehr zu begeben?« »Ich werde jetzt«, sagte der Drache, »erst ein paar Monate an die See gehen. Dann nehme ich wahrscheinlich eine Stelle als Personalchef im preußischen Ministerium des Innern an. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute.« »Ich danke«, sagte der Drache und zog sich diskret zurück. Selig und eng aneinander geschmiegt aber schritt das Brautpaar durch die Gänge des Schlosses. Alles Leben war erwacht. Der Schleichhändler drehte dem Höfling die Butter an, um die ihn der vor so langen Jahren gebeten hatte. Die drei alten Hoftanten disputierten noch eifriger als damals an ihrem kleinen privaten Skandal. Das Hündchen tat seines
und die Generale annektierten. Der vortragende Rat krümmte sich wieder in der ihm angemessenen Haltung, und das Liebespaar in der Ecke war so beschäftigt, dass es nichts sah und nichts hörte und sicherlich bald entlassen werden musste. »Apropos«, sagte der Prinz, »sind Sie, bist du eigentlich schon sexuell aufgeklärt?« »Kind«, sagte die Prinzessin und schlug ihm leicht mit dem Fächer auf den Arm, »so verzaubert war ich denn doch nicht.« Und sie schritten hinaus, an dem tief grüßenden Portier vorbei, durch die Täler und Schluchten und das Labyrinth, vorbei an der Garderobe Frau Kubalke und an Hinkel, der dem Unsichtbaren, und fuhren mit der Kleinbahn in die Hauptstadt des Reiches, wo sie mit Pauken und Trometenschall begrüßt wurden. Die Hochzeit fand statt, mit vielem Gepränge, und alle waren sehr glücklich. Und in einem unbewachten Augenblick zog der Oberzeremonienmeister den Prinzen beiseite und fragte, »Na?« »Sehr nett«, sagte der Prinz, »sehr nett und gar nicht verschlafen.« Die Böller krachten, die Einwohner des Landes jubelten, Einwohner jubeln immer. Die Putzmacherinnen konnten gar nicht genug Schuttenhüte herstellen, wie die Frau Prinzessin einen trug. Der Nachthimmel erglänzte weit und weiß von den Feuerwerksrädern und den zischenden Raketen. »Ah«, sagten die Leute. Und der Prinz und die Prinzessin fuhren in der goldenen Brautkutsche über die donnernde Hängerbrücke hinaus in das frühsommerliche, nächtliche Land. Und wenn sie nicht Idealisten geworden sind, wie Jauret und Kurt Eisner, dann leben sie heute noch. Ende von Die verzauberte Prinzessin. Aufgenommen von Cornelia Vera Cruz. Die Auferstehung allen Fleisches von Max Dautendey. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Die Auferstehung allen Fleisches von Max Dautendey. Uzuma, der reiche Schildkrothändler von Nagasaki, hatte draußen vor der Stadt auf einem Hügel ein Haus mit einem Kirschgarten. Er zählte 105 Jahre, sein Haar war weiß wie Milch, seine Hände dürr wie Schachtelhalme, aber sein Körper war ungebeugt. Er stand aufrecht in seinem Landhaus, dessen Papierwände weit aufgezogen waren, und er ließ die Leute von der Bergstraße aus durch sein Haus hindurch in seinen blühenden Kirschgarten schauen. Dort standen die Bäume wie mit rosa Daunen behangen, und darunter blühten scharlachene Rotdornhecken, die waren alt und verwachsen wie Korallenzweige. 2 Fuß hoch über der Straße stand Uzuma in seinem schlafrockartigen, perlhundgrauen Kaftan, auf den strohgelben Bambusmatten seines Zimmers. Er hatte zur Rechten die Bergstraße, zur Linken seinen rosa Blütengarten, darin jeder Blütenbaum voll Bienen wie ein Kochtopf brummte. So war es alle Tage im hellblauen Frühling, aber heute war ein grauer Frühlingsregentag. »Es regnet Fruchtbarkeit in den Garten und Gedanken auf die Straße«, sagte Uzuma, der Alte und Einsame, zu sich. Alle seine Familienmitglieder waren tot, Enkel hatte er keine. Das Schmerzhafteste für einen Japaner ist sonst die Einsamkeit. Aber sie war es nicht für Uzuma. Er redete mit allen Dingen, wie der Regen auf alle Dinge sein Echo gibt, und fand sich niemals einsam. Seinem Hause gegenüber war das Teehaus der Bergstraße, das einzige Haus am Wege. Dort fuhren die Rikscha-Wagen von Kulis gezogen aus der Stadt und brachten viele Europäer herbei. Uzumas Kirschgarten war bis Europa und Amerika berühmt und stand mit einem Stern versehen in den Reisehandbüchern der Fremden. Wenn ein ausländisches Schiff am Vormittag im Hafen von Nagasaki unten am Berg im Frühlingstag vor Anker ging, dann rollten ein paar Stunden später ein Dutzend der winzigen Wagen hinauf in den Bambuswald und fuhr bei Uzumas Haus vorbei zum Teehaus. Und die Fremden kamen herüber und blickten von der Straße durch das Haus, bewundernd in Uzumas Kirschenblüte. Uzumas offenes Haus war dann wie eine kleine Bühne eines Wandertheaters von Zuschauern belagert, und der Alte stand wie der einzige Schauspieler auf einer Bühne mit seiner kurzen Bronzepfeife, die er ab und zu am Aschentopf vor sich ausklopfte. Er hatte so viele eingewurzelte Falten in seinem Gesicht, dass man glaubte, er lache immer. Wenn Uzuma noch so traurig und gedankenvoll war, glaubte jeder, dass er in sich hinein kichere. Und doch war er inwendig so ernst wie ein Dutzend Gräber. Aber seine Falten lachten unabhängig von seinem ernsten Inneren wie eine Maske, die ihm längst nicht mehr gehörte und die er wie ein Schauspieler vor sein wirkliches Gesicht gebunden hatte. Uzuma hatte noch, als er 90 Jahre alt war, Englisch gelernt, zu der Zeit, als das fremde Mode wurde in Japan. Er sprach damals öfters mit dem Reisevolke vor seinem Haus, und einmal hatte er eine Aussprache mit einem amerikanischen Geistlichen. Der erzählte ihm von der Auferstehung allen Fleisches. Seitdem verging kein Frühjahr, wo der alte Uzuma, gläubiger als jeder Christ, auf die Auferstehung allen Fleisches wartete, auf die Auferstehung aller, die ihm gestorben waren, auf die Auferstehung seiner eigenen Jugend und Leibeskraft
und auf die Auferstehung seiner feurigsten Liebeserinnerungen. Es war heute einer der letzten Frühlingstage und Uzuma hatte sein Haus wie immer weit offen. Der alte Teewirt und dessen Frau drüben bemerkten, als sie an diesem Morgen ihre papierenen Hauswände aufschoben, dass der alte Mann plötzlich über Nacht schwarze Haare bekommen hatte, schwarze Augenbrauen und rote, sehr rote Wangen und rote, sehr rote Lippen. Der Wirt und die Wirtin kicherten wie Mäuse, die über ein Stück Speck hüpften, und sie stießen sich gegenseitig mit den Ellbogen an. Aber sie sagten nichts zueinander, sie wechselten nur einen Blick. Die Wirtsfrau bürstete die roten Wolldecken, worauf die Fremden am Nachmittag sitzen sollten. Der Wirt kauerte sich hinter seine Rechenmaschine, schob die bunten Holzperlen hin und her und lachte in sich hinein. Als es Nachmittag wurde, hatten der Wirt und die Wirtin schon ganz vergessen, dass Uzuma sich künstlich jung gefärbt hatte. Sie fanden seine Farbe schon natürlich und waren selbst wie um die 60 Jahre verjüngt bei Uzumas Anblick. Der Wirt holte ganz in Gedanken seine Ocarina hervor und pfiff ein Lied, das er seit 60 Jahren nicht mehr gepfiffen hatte. Die Wirtin steckte sich eine rote Nelke aus ihrem Nelkentopf ins Haar und lachte jeden Augenblick zu Uzuma hinüber, wie vor 60 Jahren. Damals war sie Tänzerin in Nagasaki gewesen und hatte manche Nacht vor dem reichen Uzuma in den Teehäusern des Freudenviertels von Nagasaki getanzt. Uzuma aber saß drüben vor seinem brosenen Aschetopf, in seinem offenen Haus auf der gelben Strohmatte, und lachte wie immer mit tausend Falten, trotzdem er wie immer traurig war. Hinter ihm strahlte der Kirschblütengarten im grauen Regentag wie in rosa bengalischer Beleuchtung. Der Luftzug des Abends trieb ein Blütengestöber in das Haus, so dass es auf einmal nicht mehr leer schien. Die Fremden, die den ganzen Nachmittag die Bergstraße heraufgefahren waren, kehrten jetzt um. Und als die letzte Rikscha den Berg hinunterrasselte, saß der alte, junggeschminkte Uzuma immer noch hinter seinem Aschetopf und rührte sich nicht. »Er ist eingeschlafen«, sagte das Auge des Wirtes drüben im Teehause zum Auge der Wirtin, und sie blinzelten einander zu und verstanden sich. »Wir wollen warten, bis er aufwacht«, antwortete die Wirtin ihrem Manne, indem sie sich auf eine der rotwollenen Decken niederkauerte und sich ihre kleine Pfeife anzündete. Der Wirt tat, wie seine Frau wollte, und hockte sich neben sie, und beide rauchten schweigend und hüteten sich, die Asche am Aschengefäß laut auszuklopfen, um den Nachbarn Uzuma nicht zu wecken. »Und nun geschah etwas, was niemand weiß«, niemand gesehen hat, als nur ich, der ich euch das erzähle. Der junggeschminkte Uzuma stand plötzlich auf und kam über die Straße herüber in das Teehaus. Seine Augen knisterten vor Vergnügen, als er zu der Wirtin sagte, »Mondscheinchen, du sollst tanzen wie früher.« Die alte Wirtin lispelte etwas, das war leiser als das Grasrascheln. Sie stand verschämt auf, von ihrem Blut verjüngt, beschienen wie im Kirschgarten, und sie hob den Saum ihres Kleides ein wenig über die Fußspitze hinauf und begann zu tanzen. Aber der Wirt, ihr Mann, stand gelb im Gesicht wie ein Büschel brennendes Bambusstroh da und trat zornig dazwischen und sagte, »Das ist mein Weib und nicht deines, Uzuma. Mein Weib tanzt nicht mehr für dich, auch wenn dir alle Schildkrötenschalen aus dem Nagasaki-Wasser in Gold gefasst zu Füßen legst. Scher dich fort, Uzuma. Ich teile mein Weib nicht mit deinem Geldsack.« Uzuma aber klatschte in die Hände, dreimal. Da kamen sechs Kulis hinter der Hausecke vor und warfen dem Wirt Holzasche in die Augen, banden ihn und legten ihn mit dem Gesicht auf den Boden, damit er nicht zusehe, wie seine Frau vor Uzuma tanzte. Uzuma sog begierig die Luft ein von dem Haar, von der Haut und von dem Seidenkleid der Frau, aber er beherrschte sich und bat um nichts weiter als um die Nelke, die die Frau im Haar trug. Die Frau aber verweigerte ihm die Blume und sah Uzuma nicht mehr an. Da stand Uzuma auf und legte einen Beutel mit Gold, einen Schmuckkasten aus Schildkrot und eine weiße Korallenkette auf die Strohmatte neben den gebundenen Wirt. Uzuma selbst band dann den Mann los und sagte klagend zu ihm, »Erschlage mich, Nachbar, ich liebe deine Frau, aber sie liebt mich nicht.« Der Wirt rieb sich die Asche aus den Augen und sagte, »Sie liebt dich nicht, Uzuma, darum sollst du leben, 100 Jahre und mehr leben und dich nach ihr Tod sehnen. Nimm nur dein Geld, deine Geschenke, ich erschlage dich nicht um alles Gold der Welt.« Ende von »Die Auferstehung allen Fleisches« von Max Dautendey, gelesen von Elli, Juli 2010. Ishtars Höllenfahrt, übersetzt von Peter Jensen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ishtars Höllenfahrt, übersetzt von Peter Jensen. Auf das Land ohne Rückkehr, die Erde, Lücke, setzte Ishtar die Tochter Sins ihr Ohr. Es setzte die Tochter Sins ihr Ohr, Lücke, auf das düstere Haus, die Wohnung Irkallas,
auf das Haus, dessen Betreter nicht wieder hinausgeht, auf den Weg, dessen Begehen ohne Umkehr ist, auf das Haus, dessen Betreter des Lichtes entbehrt, wo Erdstaub ihre Nahrung, Lehm ihre Speise, sie Licht nicht schauen, in Düsternis sitzen, sind bekleidet wie ein Vogel mit einem Flügeltuch, auf Tür und Riegel lagert Erdstaub. Wie Ishtar am Tor des Landes ohne Rückkehr anlangt, spricht sie zum Pförtner des Tores die Worte: »Pförtner da, öffne dein Tor! Öffne dein Tor, auf das ich hineinkomme! Wenn du dein Tor nicht öffnest und ich nicht hineinkomme, zerschmeiß ich die Tür, zerbreche ich den Riegel, zerschmeiß ich die Schwelle und verrücke ich die Türen, bring ich hinauf die Toten, essend und lebendig, sollen mehr als die Lebendigen die Toten sein.« Der Pförtner tat seinen Mund auf und spricht, sagt also zu der großen Ishtar: »Steh, meine Herrin, wirf sie nicht hin. Ich will hingehen und deinen Namen der Königin Ereshkigal künden.« Es ging der Pförtner hinein und spricht zu Ereshkigal: »Diese da ist deine Schwester Ishtar, Lücke, die, Lücke, in der großen Freudenstätte, Lücke.« Als Ereshkigal dies vernahm, Lücke, wie wenn eine Tamariske abgehauen wird, Lücke, wie wenn ein Kuninorohr abgeschlagen wird. Was hat ihr Inneres hervorgebracht? Was hat ihren Bauch bewegt? Diese da soll ich mit ihr mich setzen, statt Speise Lehm essen, statt Rauchtrank Wasser trinken, über die Männer weinen, die ihre Gattinnen verließen, über die Mädchen weinen, die von den Lenden ihrer Buhlen, Lücke, über den zarten Kleinen weinen, der vor seiner Zeit, Lücke. Geh hin, Pförtner, öffne ihr dein Tor, behandle sie nach den alten Gesetzen. Der Pförtner ging hin und öffnete ihr sein Tor. Komm herein, meine Herrin, Kutu jauchze dir zu, der Palast des Landes ohne Rückkehr freut sich vor dir. In ein Tor führte er sie hinein und, Lücke, nahm fort die große Tiara ihres Hauptes. Warum, Pförtner, nahmst du fort die große Tiara meines Hauptes? Komm herein, meine Herrin, der Herrin der Erde, also sind ihre Gesetze. In ein zweites Tor führte er sie hinein und, Lücke, nahm fort die Gehänge ihrer Ohren. Warum, Pförtner, nahmst du fort die Gehänge meiner Ohren? Komm herein, meine Herrin, der Herrin der Erde, also sind ihre Gesetze. In ein drittes Tor führte er sie hinein und, Lücke, nahm fort die Halskette ihres Nackens. Warum, Pförtner, nahmst du fort die Halskette meines Nackens? Komm herein, meine Herrin, der Herrin der Erde, also sind ihre Gesetze. In ein viertes Tor führte er sie hinein und, Lücke, nahm fort die Brustschilder ihrer Brust. Warum, Pförtner, nahmst du fort die Brustschilder meiner Brust? Komm herein, meine Herrin, der Herrin der Erde, also sind ihre Gesetze. In ein fünftes Tor führte er sie hinein und, Lücke, nahm fort den Gebärsteingürtel ihrer Hüften. Warum, Pförtner, nahmst du fort den Gebärsteingürtel meiner Hüften? Komm herein, meine Herrin, der Herrin der Erde, also sind ihre Gesetze. In ein sechstes Tor führte er sie hinein und, Lücke, nahm fort die Spangen ihrer Hände und ihrer Füße. Warum, Pförtner, nahmst du fort die Spangen meiner Hände und meiner Füße? Komm herein, meine Herrin, der Herrin der Erde, also sind ihre Gesetze. In ein siebentes Tor führte er sie hinein und, Lücke, nahm fort das Schamtuch ihres Leibes. Warum, Pförtner, nahmst du fort das Schamtuch meines Leibes? Komm herein, meine Herrin, der Herrin der Erde, also sind ihre Gesetze.
Sobald Ishtar in das Land ohne Rückkehr hinunterkam, sah Ereshkigal sie und, Lücke, vor ihr. Ishtar besann sich nicht und fuhr auf sie los. Ereshkigal tat ihren Mund auf und spricht, sagt zu Namtaru, ihrem Boten, die Worte: »Geh hin, Namtaru, riegle sie ein in meinem Palaste, lasse auf sie heraus 60 Krankheiten, auf, Lücke, Ishtar. Krankheit der Augen auf ihre Augen, Krankheit der Seiten auf ihre Seiten, Krankheit der Füße auf ihre Füße, Krankheit des Herzens auf ihr Herz, Krankheit des Kopfes, Lücke, auf sie ganz und gar, auf, Lücke.« Nachdem Ishtar, die Herrin, zum Lande ohne Rückkehr hinuntergekommen, beugte sich der Stier nicht auf die Kuh, legte sich der Esel nicht auf die Eselin, legte sich auf das Mädchen nicht auf der Straße der Mann, schlief der Mann an seiner Stätte, schlief das Mädchen zur Seite ihres, Lücke. Papschukal, der Bote der großen Götter, seine Nase war gesenkt, sein Antlitz war finster, war mit einem Trauertuch bekleidet, trug Geschwüre. Es ging Shamash hin, weinte vor Sinn, seinem Vater, vor ihr, dem Könige, gehen dahin seine Tränen. Ishtar ist zur Erde hinuntergekommen, aber nicht wieder heraufgekommen. Sobald Ishtar zum Lande ohne Rückkehr hinuntergekommen, beugte sich der Stier nicht auf die Kuh, legte sich der Esel nicht auf die Eselin, legte sich auf das Mädchen nicht auf der Straße der Mann, schlief der Mann an seiner Stätte, schlief das Mädchen zur Seite ihres, Lücke. Ia schuf in seinem weisen Herzen ein Bild, bildete Asushunamir, einen Kineden. »Geh hin, Asushunamir, auf das Tor des Landes ohne Rückkehr setze dein Antlitz. Die 7 Tore des Landes ohne Rückkehr sollen vor dir geöffnet werden. Wenn dich Ereshkigal sieht, möge sie sich vor dir freuen. Nachdem ihr Inneres sich beruhigt, ihr Bauch sich erheitert, lasse sie aussprechen den Namen der großen Götter. Halte hoch deine Häupter, setze das Ohr auf den Halsikuh-Schlauch. Wohlan, o Herrin, man gebe mir den Halsikuh-Schlauch, dass ich Wasser daraus trinke.« Als Ereshkigal dies vernahm, schlug sie ihre Lenden, bis ihre Finger. »Du hast von mir einen Wunsch gewünscht, den man sich nicht wünschen darf. Geh, Asushunamir, ich will dich verwünschen mit der großen Verwünschung. Die Speise in den Schöpfwerken der Stadt sei deine Speise. Die Ölkrüge der Stadt seien dein Trank. Der Schatten der Stadtmauer sei dein Standort. Eine Steinplatte sei dein Sitz. Lücke und Entbehrung sollen deine Kraft zerschlagen.« Ereshkigal tat ihren Mund auf und spricht und sagt zu Namtaru, ihrem Boten, die Worte: »Geh hin, Namtaru, schlag an den Ekalgina, klopf an die Steinplatten von, Lücke, Stein. Führe die Anunnikai heraus, setze sie auf den goldenen Thron, besprenge Ishtar mit dem Wasser des Lebens und nimm sie von mir weg.« Es ging Namtaru hin, schlug an den Ekalgina, klopfte an die Steinplatten von, Lücke, Stein, führte die Anunnikai heraus, setzte sie auf den goldenen Thron, besprengte Ishtar mit dem Wasser des Lebens und nahm sie mit. Durch ein Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück das Schamtuch ihres Leibes. Durch ein zweites Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück die Spangen ihrer Hände und ihrer Füße. Durch ein drittes Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück den Gebärsteingürtel ihrer Hüften. Durch ein viertes Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück die Brustschilder ihrer Brust. Durch ein fünftes Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück die Halsketten ihres Nackens. Durch ein sechstes Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück die Gehänge ihrer Ohren.
Durch ein siebentes Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück die große Tiara ihres Hauptes. Wenn sie dir ihre Loslassung nicht gewährt, bring sie ihr wieder zurück, und Tamuz, den Buhlen ihrer Jugend, wasche mit reinem Wasser, salbe mit gutem Öle, zieh ihm ein Festkleid an, dass die Flöte von Lazurstein ihre Lücke zerschmeiße, die Freudenmädchen ihren Bauch erschüttern, Lücke. Bilili hat ihren Schatz vollendet, ihr Schoß war voller, Lücke, Augensteine. Da sie die Töne ihres Bruders hörte, zerschmiss Bilili ihren Schatz in Lücke, füllte mit ihren Augensteinen ihre Kammern. Mein einziger Bruder, tu nicht übel an mir. Wenn Tamuz auf der Flöte von Lazurstein fröhlich spielt, werden sie auf Lücke von Graustein fröhlich mit ihm spielen, werden fröhlich mit ihm spielen Klagemänner und Klageweiber, und dann möchten die Toten hinaufsteigen und den Weihrauch riechen. Ende von Ishtars Höllenfahrt, übersetzt von Peter Jensen, gelesen von Hokus Pokus. Zwergenmützchen von Ludwig Bechstein. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Zwergenmützchen von Ludwig Bechstein. Es war einmal ein Müller, der hatte drei Söhne und eine Tochter. Die Tochter liebte er sehr, aber die Söhne konnte er gar nicht leiden, war stets unzufrieden mit ihnen und machte ihnen das Leben sauer, denn sie konnten ihm nie etwas recht machen. Darüber waren die Brüder sehr bekümmert und wünschten sich weit weg von ihrem Vater Hause, und oft saßen sie beisammen, klagend und seufzend, und wussten nicht, was sie anfangen sollten. Eines Tages, als die drei Brüder auch so betrübt beisammen saßen, seufzte der eine von ihnen: »Ach, hätten wir nur ein Zwergenmützchen, da wäre uns allen geholfen.« »Was ist's damit?« fragte der eine von den beiden anderen Brüdern. »Die Zwerge, die in den grünen Bergen wohnen«, erläuterte der Bruder, »haben ein Mützchen, die man noch Nebelkäpplein nennt, und damit kann man sich unsichtbar machen, wenn man es selbst aufsetzt. Das ist gar eine schöne Sache, lieber Bruder. Da kann man den Leuten aus dem Wege gehen, die nichts von einem wissen wollen und von denen man nie ein gutes Wort empfängt. Man kann hingehen, wohin man will, nehmen, was man will. Niemand sieht einen, solange man mit dem Zwergenmützchen bedeckt ist.« »Aber wie gewinnt man solch ein rares Mützchen?« fragte der dritte und jüngste der Brüder. »Die Zwerge«, antwortete der Älteste, »sind ein drolliges kleines Völklein, das gerne spielt. Da macht es ihnen große Freude, bisweilen ihre Mützchen in die Höhe zu werfen. Wups, sind sie sichtbar. Wups, fangen sie das Mützchen wieder, setzen es auf und sind wieder unsichtbar. Nun braucht man gar nichts zu tun, als aufzupassen, wenn ein Zwerg sein Mützchen in die Höhe wirft, und muss dann rasch den Zwerg packen und das Mützchen geschwind selbst fangen. Da muss der Zwerg sichtbar bleiben, und man wird Herr der ganzen Zwergensippschaft. Nun kann man entweder das Mützchen behalten und sich damit unsichtbar machen, oder von den Zwergen so viel dafür fordern, dass man für sein Leben lang genug hat. Denn die Zwerge haben Macht über alles Metall in der Erde, kennen alle Geheimnisse und Wunderkräfte der Natur. Sie können auch durch ihre Lehren aus einem Dummen einen Klugen machen und aus dem faulsten Studenten einen hochgelehrten Professor, aus einem Barbier einen Doktor und aus einem Advokatenschreiber einen Minister. »Ei, das wäre«, rief einer der Brüder, »so gehe doch hin und verschaffe dir und uns solche Mützchen, oder zumindest dir eins, und hilf dann auch uns, dass wir hier fortkommen.« »Ich will es tun«, sagte der älteste der Brüder und war bald auf dem Weg nach den grünen Bergen. Es war ein etwas weiter Weg, und erst gegen Abend kam der gute Junge bei den Zwergenbergen an. Dort legte er sich in das grüne Gras an einer Stelle, wo im Gras die Ringelspuren von den Tänzen der Zwerge im Mondenscheine sich zeigten. Und nach einer Weile sah er schon einige Zwerge ganz nahe bei sich übereinander purzeln, Mützchen werfen und spaßige Kurzweil treiben. Bald fiel ein solches Mützchen neben ihm nieder, schon haschte er danach. Aber der Zwerg, dem das Mützchen gehörte, war ungleich behender als er. Er haschte sein Mützchen selbst und schrie: »Dibio, Dibio!« Auf diesen Ruf warf sich das ganze Heer der Zwerge auf den armen Knaben, und es war, als wenn ein Haufen Ameisen um einen Käfer krabbelt. Er konnte sich der Menge nicht erwehren und musste es geschehen lassen, dass die Zwerge ihn gefangen nahmen und mit ihm tief hinab in ihre unterirdischen Wohnungen fuhren. Wie nun der älteste Bruder nicht wiederkam, so bekümmerte und betrübte das die beiden jüngeren Brüder gar sehr,
und auch der Tochter war es leid, denn sie war sanft und gut, und es betrübte sie oft, dass der Vater gegen ihre Brüder so hart und unfreundlich war und sie allein bevorzugte. Der alte Müller aber murrte, mag der Schlingel von einem Jungen beim Kuckuck sein, was kümmert's mich? Ist ein unnützer Kostgänger weniger im Hause? Wird schon wiederkommen, ist er ans Brot gewöhnt, Unkraut verdirbt nicht. Aber Tag um Tag verging, und der Knabe kam nicht wieder, und der Vater wurde gegen die beiden Zurückgebliebenen immer mürrischer und härter. Da klagten die zwei Brüder oft gemeinsam, und der Mittlere sprach, »Weißt du was, Bruder, ich werde jetzt selbst mich aufmachen und nach den grünen Bergen gehen. Vielleicht erhalte ich ein Zwergenmützchen. Ich denke mir die Sache gar nicht anders als so. Unser Bruder hat solche Mützchen erlangt und ist damit in die weite Welt gegangen, erst sein Glück zu machen, und darüber hat er uns vergessen. Ich komme gewiss wieder, wenn ich glücklich bin. Komme ich aber nicht wieder, so bin ich nicht glücklich gewesen, und für diesen Fall lebe du wohl auf immer.« Traurig trennten sich die Brüder, und der Mittlere wanderte fort nach den grünen Bergen. Dort erging es ihm in allen Stücken genau so, wie es seinem Bruder ergangen war. Er sah die Zwerge, haschte nach einem Mützchen, aber der Zwerg war flinker als er und schrie, »Diebe, Diebe!« Und der helle Haufen der Unterirdischen stürzte sich auf und über den Knaben, umstrickte ihn, dass er kein Glied regen konnte, und führte ihn tief hinab in die unterirdische Wohnung. Mit der sehnsüchtigsten Ungeduld hatte der jüngste Bruder daheim in der Mühle auf des Bruders Wiederkehr, aber vergebens. Da wurde er sehr traurig, denn er wusste ja nun, dass sein mittlerer Bruder nicht glücklich gewesen war, und die Schwester wurde auch traurig. Der Vater aber blieb gleichgültig und sagte nur, »Weg ist weg. Wem es daheim nicht gefällt, der wandere. Die Welt ist groß und weit. In meinem Haus hat der Zimmermann ein Loch gelassen. Wenn dem Esel zu wohl ist, geht er aufs Eis, tanzt und bricht ein Bein. Lass den Guck in die Welt nur laufen. Was grämt ihr euch um den Schlucker? Ich bin froh, dass er mir aus den Augen ist.« Der jüngste Bruder hatte bisher im Ertragen des gemeinsamen Leides Trost gefunden. Als aber nun seine beiden älteren Brüder fort waren, fand er seine Lage ganz unerträglich und sagte zu seiner Schwester, »Liebe Schwester, ich gehe nun auch fort, und schwerlich werde ich wiederkommen, wenn es mir ergeht wie unseren Brüdern. Der Vater liebt mich einmal nicht, und ich kann nichts dafür. Die Scheltworte, die früher auf uns drei niederfielen, fallen jetzt auf mich allein. Das ist mir denn doch eine zu schwere Last. Lebe du wohl und lass es dir wohl ergehen.« Die Schwester wollte ihren jüngsten Bruder erst nicht fortlassen, denn sie hatte ihn am allermeisten lieb. Allein er ging dennoch heimlich von dannen und überlegte sich unterwegs recht genau, wie er es anfangen wollte, sich ein Zwergenmützchen zu verschaffen. Als er auf die grünen Berge kam, erkannte er bald an den grünen Ringeln im Grase den Ort der nächtlichen Zwergentänze und ihren Spiel- und Tummelplatz. Er legte sich in der Dämmerung hin und wartete ab, bis die Zwerglein kamen, spielten, tanzten und Mützchen warfen. Eines derselben kam ihm ganz in die Nähe, warf sein Mützchen, aber der kluge Knabe griff nicht danach. Er dachte, ich habe ja Zeit, ich muß die Männlein erst recht sicher und kirre machen. Der Zwerg nahm sein Mützchen, das ganz nahe am Knaben niedergefallen war, wieder. Es dauerte nicht lange, so fiel ein zweites Mützchen hin. Ei, dachte der Knabe, da regnet's Mützchen, griff aber nicht danach, bis endlich ein drittes ihm gar auf die Hand fiel. Wups dich, hielt das fest und sprang rasch empor. Dibio, 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 schrie laut der Zwerg, dem das Mützchen gehörte, mit feiner, gellender Stimme, die durch Mark und Bein drang, und da wimmelte das Zwergenvolk herbei. Aber der Knabe wurde unsichtbar, weil er das Mützchen hatte, und sie konnten ihm gar nichts anhaben. Allesamt erhoben ein klägliches Jammern und ein Gewinsel um das Mützchen. Er solle es doch um alles in der Welt wieder hergeben. »Um alles in der Welt?« fragte der kluge Knabe die Zwerge. »Das wäre mir schon recht. Aus dem Handel könnte etwas werden. Will aber erst sehen und hören, worin euer Alles besteht.« »Vorerst frage ich, wo sind meine beiden Brüder?« »Die sind drunten im Schloss des grünen Berges«, antwortete der Zwerg, dem das Mützchen gehörte. »Und was tun sie?« »Sie dienen.« »So, dienen. Und ihr dient nun mir. Auf, hinab zu meinen Brüdern. Ihr Dienst ist aus, und eurer fängt an.« Da mussten die Unterirdischen dem irdischen Menschen gehorsam sein, weil er Macht über sie erlangt hatte durch das Mützchen. Die bestürzten und bekümmerten Zwerge führten nun ihren Gebieter an eine Stelle, wo sich eine Öffnung in den grünen Berg fand. Die tat sich klingend auf, und es ging rasch hinein und hinunter. Drunten waren herrliche und unermesslich weite Räume, große Hallen und kleine Zimmer und Kämmerchen, je nach des Zwergenvolkes Bedarf. Und nun verlangte der Knabe gleich, ehe er sich nach etwas anderem umsah, nach seinen Brüdern. Die wurden herbeigebracht, und der Jüngste sah, dass sie in Dienertracht gekleidet waren, und sie riefen ihm wehmütig zu. »Ach, kommst du auch, lieber guter Bruder, unser Jüngster. So sind wir drei nun doch wieder beisammen, aber in der Gewalt dieser Unterirdischen, und sehen nimmermehr wieder das himmlische Licht, den grünen Wald und die goldenen Felder.« »Liebe Brüder«, erwiderte der Jüngste,
Harret nur, ich vermeine, das Blättlein soll sich wohl wenden. Herrenkleider und Prunkgewande für meine Brüder und mich, herrschte er den Zwergen zu, hielt aber wohlweislich das werte Mützchen in der Hand fest, als seinen Befehlen augenblicklich gehorcht wurde und das Umkleiden vor sich ging. Nun befahl der Zwergengebieter eine Tafel mit auserlesenen Speisen und trefflichen Weinen, dann Gesang und Saitenspiel nebst Tanz und Theater, in welchen Künsten die Zwerge das Ausgezeichnetste leisten, was einer nur sehen kann, dann kostbare Betten zum Ausruhen, dann Beleuchtung des ganzen unterirdischen Reiches, dann eine gläserne Kutsche mit einem prächtigen Pferd bespannt, um in den grünen Bergen überall herumzufahren und alles Sehenswerte in Augenschein zu nehmen. Da fuhren die drei Brüder durch alle Edelsteingrotten und sahen die herrlichsten Wasserkünste, sahen die Metalle als Blumenblühen, silberne Lilien, goldene Sonnenblumen, kupferne Rosen, und alles strahlte von Glanz und Pracht und Herrlichkeit. Dann begann der Gebieter mit den Zwergen über die Zurückgabe des Mützchens zu unterhandeln und legte ihnen schwere Bedingungen auf. Erstens, einen Trank aus den köstlichsten Heilkräutern, die mit allen ihren Kräften den Zwergen nur zu wohl bekannt sind, für seines Vaters krankes Herz, dass er sich umkehre und Liebe zu den drei Söhnen gewinne. Zweitens, einen Brautschatz, so reich wie für eine Königstochter, für die liebe Schwester. Drittens, einen Wagen voller Edelsteine und Kunstgeräte, wie sie nur die Zwerge zu verfertigen verstehen. Einen Wagen voll gemünzten Geldes, weil das Sprichwort sagt, bares Geld lacht und die Brüder gern noch lachen wollten. Und endlich noch jenen Wagen für die drei Brüder, höchst bequem eingerichtet, mit Glasfenstern, und zu diesen drei Wagen alles Nötige, Kutscher, Pferde, Geschirre und Riemzeug. Die Zwerge wandten sich und krümmten sich bei diesen Forderungen und taten so erbärmlich, dass es einen Stein erbarmt haben würde. Es half ihnen aber alle Gewinsel nichts. »Wenn ihr nicht wollt«, sagte der Gebieter, »so ist es mir auch recht, so bleiben wir da. Es ist ja recht schön bei euch. Ich nehme euch allen samt, wie ihr seid, eure Mützchen. Dann seht, was es euch wird, wenn man euch sieht. Tot werdet ihr geschlagen, wo sich nur einer von euch blicken lässt. Noch mehr, ich fahre hinauf in die Oberwelt und sammle Kröten. Die gebe ich euch dann jedem eine vor dem Schlafengehen mit ins Bette.« Wie der Gebieter das Wort Kröten aussprach, stürzten alle Zwerge auf ihre Knie und riefen, »Gnade, Gnade, nur das nicht, um alles in der Welt nur das nicht. Denn Kröten sind der Zwerge Abscheu und Tod.« »Ihr Thorn«, schalt der Gebieter, »ich verlange gar nicht alles auf der Welt. Ich habe euch die allerbescheidenste Forderung gestellt. Ich könnte ja unendlich mehr verlangen. Allein ich bin ein grundgütiger Knabe. Ich könnte ja alles nehmen und das Mützchen und die Herrschaft über euch fort und fort behalten. Denn solange ich das Mützchen hätte, würde ich ja, das wisst ihr wohl, nicht sterben. Also wollte meine drei kleinen Bedingungen gewähren. Nicht?« »Ja, ja, o Herr und Gebieter«, erseufzten die Zwerglein und gingen an Zwerg, alles Begehrte herbeizuschaffen und alle Gebote zu vollziehen. In der Mühle des alten, grämlichen Müllers droben war es nicht gut sein. Als der jüngste Bruder auch davongegangen war, murrte der Müller. »Nun, der ist auch fort. Bleibt aus wie das Röhrenwasser. So geht es. Das hat man davon, wenn man Kinder großzieht. Sie wenden einem den Rücken zu. Nun ist nur noch das Mädchen da, mein Augapfel, mein Liebling.« Der Liebling aber saß dort und begann zu weinen. »Weinst du schon wieder?« murrte der Alte. »Denkst du, ich soll meinen, du weinst um deine Brüder? Um den Gauch weinst du, um den armen Schlucker, der dich freien will, ist so leer und ausgebeutelt wie ein Mehlsack. Er hat nichts, du hast nichts, ich habe nichts, haben alle drei nichts. Hörst du was klappern? Ich höre nichts. Die Mühle steht, schlechter kann es nicht stehen um eine Mühle, als wenn sie steht. Ich kann nicht malen, du kannst nicht heiraten, oder wir halten des Bettelmanns Hochzeit.« Solcherlei Reden hatte die Tochter täglich anzuhören und verging fast in stillem Leid. Da kamen eines Morgens Wagen gefahren, einer, zwei, drei, und hielten vor der Mühle. Kleine Kutscher fuhren und kleine Lakaien sprangen vom Tritt und öffneten den Schlag des ersten Wagens. Drei junge hübsche Herren stiegen aus, fein gekleidet wie Prinzen. Dienerschaft wimmelte um die anderen Wagen, lud ab, packte ab, schnallte ab, Kisten, Kasten und schwere Truhen, und sie trugen alles in die Mühle. Stumm und staunend standen der Müller und seine Tochter. »Guten Morgen, Vater, guten Morgen, Schwester, dann wären wir wieder«, riefen die drei Brüder. Jene starrten sie verwundert an. »Trink uns den Willkommen zu, lieber Vater«, rief der Älteste und nahm aus eines Dieners Hand eine Flasche und schenkte einen überaus künstlich gearbeiteten Goldpokal voll edlen Trankes und ließ den Vater trinken. Dieser trank und gab den Pokal weiter und alle tranken. Dem Alten strömte Wärme in das kalte Herz und die Wärme wurde zum Feuer der Liebe. Er weinte und fiel seinen Söhnen in die Arme und küsste sie und segnete sie. Und da kam der Bräutigam der Tochter und durfte auch mittrinken. Darüber fingen vor Freude die Mühlräder, die so lange stillgestanden an, sich rasch zu drehen, um und um, um und um. Ende von Zwergenmützchen von Ludwig Bechstein, gelesen von Elli, Juli 2010.
Im Sonnenschein von Theodor Storm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Sonnenschein von Theodor Storm. Erstens. In den höchsten Zweigen des Ahornbaums, der an der Gartenseite des Hauses stand, trieben die Stare ihr Wesen. Sonst war es still, denn es war Sommernachmittag zwischen 1 und 2. Aus der Gartentür trat ein junger Reiteroffizier in weißer, festtäglicher Uniform, den kleinen, dreieckigen Federhut schief auf den Kopf gedrückt, und sah nach allen Seiten in die Gänge des Gartens hinab. Dann, seinen Rohrstock zierlich zwischen den Fingern schwingend, horchte er nach einem offenstehenden Fenster im oberen Stockwerke hinauf, aus dem sich in kleinen Pausen das Klirren holländischer Kaffeeschälchen und die Stimmen zweier alten Herren deutlich vernehmen ließen. Der junge Mann lächelte, wie jemand, dem was Liebes widerfahren soll, indem er langsam die kleine Gartentreppe hinunterstieg. Die Muscheln, mit denen der breite Steig bestreut war, knirschten an seinen breiten Sporen, bald aber trat er behutsam auf, als wolle er nicht bemerkt sein. Gleichwohl schien es ihn nicht zu stören, als ihm aus einem Seitengange ein junger Mann in bürgerlicher Kleidung mit sauber gepuderter Frisur entgegenkam. Ein Ausdruck brüderlichen, fast zärtlichen Vertrauens zeigte sich in beider Antlitz, als sie sich schweigend die Hände reichten. »Der Syndikus ist droben, die alten Herren sitzen am Tokadie-Tisch«, sagte der junge Bürger, indem er eine starke goldene Uhr hervorzog. »Ihr habt 2 volle Stunden. Geh nur, du kannst rechnen helfen.« Er zeigte bei diesen Worten den Steg entlang nach einem hölzernen Lusthäuschen, das auf Pfählen über den unterhalb des Gartens vorüberströmenden Fluss hinausgebaut war. »Ich danke dir, Fritz. Du kommst doch zu uns.« Der Angeredete schüttelte den Kopf. »Wir haben Posttag«, sagte er und ging dem Hause zu. Der junge Offizier hatte den Hut in die Hand genommen und ließ, während er den Steig hinabging, die Sonne frei auf seine hohe Stirn und seine schwarzen, ungepuderten Haare scheinen. So hatte er bald den Schatten des kleinen Pavillons, der gegen Morgen lag, erreicht. Die eine Flügeltür stand offen. Er trat vorsichtig auf die Schwelle, aber die Jalousien schienen von allen Seiten geschlossen. Es war so dämmerig drinnen, dass seine noch eben des vollen Sonnenlichts gewöhnten Augen erst nach einer ganzen Weile die jugendliche Gestalt eines Mädchens aufzufassen vermochten, die inmitten des Zimmers an einem Marmortischchen sitzend, Zahl um Zahl mit sicherer Hand in einen vor ihr liegenden Folianten eintrug. Der junge Offizier blickte verhaltenen Atems auf das gepuderte Köpfchen, das über den Blättern schwebend, wie von dem Zuge der Feder, harmonisch hin und wieder bewegt wurde. Dann, als einige Zeit vorübergegangen, zog er seinen Degen eine Handbreit aus der Scheide und ließ ihn mit einem Stoß zurückfallen, daß es einen leichten Klang gab. Ein Lächeln trat um den Mund des Mädchens, und die dunklen Augenwimpern hoben sich ein weniges von den Wangen empor, dann aber, als hätte sie sich besonnen, streifte sie nur den Ärmel der amarantfarbenen Kontusche zurück und tauchte aufs Neue die Feder ein. Der Offizier, da sie immer nicht aufblickte, trat einen Schritt ins Zimmer und zog ihr schweigend die Feder durch die Finger, daß die Tinte auf den Nägeln blieb. »Herr Kapitän«, rief sie und streckte ihm die Hand entgegen. Sie hatte den Kopf zurückgeworfen, ein paar tiefgraue Augen waren mit dem Ausdruck nicht allzu ernsthaften Zürnens auf ihn gerichtet. Er pflückte ein Rebenblatt draußen vom Spalier und wischte ihr sorgfältig die Tinte von den Fingern. Sie ließ das ruhig an sich geschehen, dann aber nahm sie die Feder und fing wieder an zu arbeiten. »Rechne ein andernmal, Fränzchen«, sagte der junge Mann. Sie schüttelte den Kopf. »Morgen ist Klosterrechnungstag, ich muß das fertig machen.« Und sie setzte ihre Arbeit fort. »Du bist ein Federheld.« »Ich bin eine Kaufmannstochter«, er lachte. »Lache nicht, du weißt, wir können die Soldaten eigentlich nicht leiden.« »Wir? Welche wir sind das?« »Nun, Konstantin«, und dabei rückte ihre Feder addierend die Zahlenreihen hinunter, »wir die ganze Firma.
Du auch, Fränzchen? Ach, ich. Und sie ließ die Feder fallen und warf sich an seine Brust, daß sich ein leichtes Puderwölkchen über ihren Köpfen erhob. Sie strich mit der Hand über seine glänzend schwarzen Haare. »Wie eitel du bist«, sagte sie, indem sie den schönen Mann mit dem Ausdruck wohlgefälligen Stolzes betrachtete. Von der Stadt herüber kam der Schall einer Militärmusik. Die Augen des jungen Kapitäns leuchteten. »Das ist mein Regiment«, sagte er und hielt das Mädchen mit beiden Armen fest. Sie bog sich lächelnd mit dem Oberkörper von ihm ab. »Es hilft dir aber alles nicht.« »Was soll denn daraus werden?« Sie hob sich auf den Fußspitzen zu ihm heran und sagte, »Eine Hochzeit.« »Aber die Firma, Fränzchen.« »Ich bin meines Vaters Tochter.« Und sie sah ihn mit ihren klugen Augen an. In diesem Augenblick drang in scheinbar unmittelbarer Nähe vom oberen Stockwerke des Hauses der Laut einer harten Stimme zu ihnen herüber. Die Stare flogen schreiend durch den Garten, der junge Offizier, wie in unwillkürlicher Bewegung, schloß das Mädchen fester in seine Arme. »Was hast du?« sagte sie. »Die alten Herren haben die erste Partie gespielt, und nun stehen sie am Fenster, und Papa macht das Wetter für die nächste Woche.« Er sah durch die Tür in den sonnenbeschienenen Garten hinaus. »Ich habe dich«, sagte er, »es darf nicht anders werden.« Sie wiegte schweigend einige Mal den Kopf. Dann machte sie sich los und drängte ihn gegen die Tür. »Geh nun«, sagte sie, »ich komme bald. Ich lass dich nicht allein.« Er faßte ihr zartes Gesichtchen in seine Hände und küßte sie. Dann ging er zur Tür hinaus und seitwärts den Steg hinauf, an dem Ligusterzaun entlang, der das tiefere Flussufer von dem Garten trennte. So, während seine Augen dem unaufhaltsamen Vorüberströmen des Wassers folgten, gelangte er an einen Platz, wo das marmorne Bild einer Flora inmitten sauber geschorener Buchsbaumarabesken stand. Die zwischen den Schnörkeln eingelegten Porzellanscherben und Glaskorallenschnüre leuchteten zierlich aus dem Grün hervor. Ein scharfes Arom erfüllte die Luft, untermischt zuweilen mit dem Duft der Provinzrosen, die hier zu Ende des Steiges an der Gartenmauer standen. In der Ecke zwischen diesem und dem Ligusterzaun war eine Laube, tief verschattet von wucherndem Geißblatt. Der Kapitän schnallte seinen Degen ab und setzte sich auf die kleine Bank. Dann begann er, mit der Spitze seines Rohrstocks einen Buchstaben um den anderen in den Boden zu zeichnen, die er immer wieder, als könne ein Geheimnis durch sie verraten werden, bis auf den letzten Zug zerstörte. So trieb er es eine Zeit lang, bis seine Augen an dem Schatten einer Geißblattranke haften blieben, an deren Ende er die feinen Röhren der Blüte deutlich zu erkennen vermochte. Bald im längeren Betrachten vermerkte er daran den Schatten eines Lebendigen, der langsam an dem Stängel hinaufkroch. Er sah dem eine Weile zu, dann aber stand er auf und blickte über sich in das Gewirr der Ranken, um die gefährdete Blüte zu entdecken und das Ungeziefer herunterzuschlagen. Aber die Sonnenstrahlen brachen sich zwischen den Blättern und blendeten ihn. Er musste die Augen abwenden. Als er sich wieder auf die Bank gesetzt hatte, sah er wie zuvor die Ranke scharf und deutlich auf dem sonnigen Boden liegen. Nur zwischen den schlanken Kelchen der Schattenblüte haftete jetzt eine dunkle Masse, die von Zeit zu Zeit durch zuckende Bewegungen eine emsige tierische Tätigkeit verriet. Er wußte nicht, wie ihn überkam, er stieß nach dem arbeitenden Klumpen mit seinem Rohrstock. Aber über ihm ging der Sommerwind durch das Gezweige und die Schatten huschten ineinander und entwischten ihm. Er wurde eifrig, er spreizte die Knie auseinander und wollte eben zu einem neuen Stoße ausholen, da trat die Spitze eines seidenen Mädchenschuhs ihm in die Sonne. Er blickte auf, Franziska stand vor ihm, die Feder hinterm Ohr, deren weiße Fahne wie ein Taubenfittich von dem gepuderten Köpfchen abstand. Sie lachte eine ganze Weile, unhörbar erst, man sah es nur. Er lehnte sich zurück und blickte sie voll Entzücken an. Sie lachte so leicht, so mühelos, es lief über sie hin wie ein Windhauch über den See. So lachte niemand anders. »Was treibst du da?« rief sie endlich. »Dummes Zeug, Fränzchen, ich scharmüziere mit den Schatten.
Das kannst du bleiben lassen. Er wollte ihre beiden Hände fassen, sie aber, die in diesem Augenblick sich nach der Gartenmauer umgesehen, zog ein Messerchen aus ihrer Tasche und schnitt damit die aufgeblühten Rosen aus den Büschen. »Ich werde Potpourri machen auf den Abend«, sagte sie, während sie die Rosen an der Erde sorgfältig zu einem Häufchen zusammenlegte. Er sah geduldig zu. Er wusste schon, man musste sie gewähren lassen. »Und nun?« fragte er. »Nachdem sie das Messer wieder eingeschlagen und in den Schlitz ihrer Robe hatte gleiten lassen, nun, Konstantin?« »Beisammen sein und die Stunden schlagen hören.« Und so geschah es. Vor ihnen drüben in dem Zitronenbirnbaum flog der Buchfink ab und zu, und sie hörten tief im Laube das Kreischen der Nestlinge. Dann wieder, ihnen selber kaum bewusst, drang das Schluchzen des unterhalb fließenden Wassers an ihr Ohr. Mitunter sank eine Kaprifolienblüte zu ihren Füßen, von Viertelstunde zu Viertelstunde schlug drüben im Hause die Amsterdamer Spieluhr. Es wurde ganz stille zwischen ihnen, aber der Drang, den geliebten Namen leibhaftig vor sich ausgesprochen zu hören, überkam den jungen Mann. »Fränzchen«, sagte er halblaut. »Konstantin.« Und als würde er nach der langen Stille durch ihre Stimme überrascht und ihm erst jetzt das Geheimnis ihres Klanges offenbar, sagte er, »Du solltest singen, Fränzchen.« Sie schüttelte den Kopf. »Du weißt, das taugt für Bürgermädchen nicht.« Er schwieg einen Augenblick, dann faßte er ihre Hand und sagte, »Sprich nicht so, auch nicht im Scherz. Du hattest ja schon Lektionen beim Kantor. Was ist es denn?« Sie sah ihn ernsthaft an. Bald aber brach ein lustiger Glanz aus ihren Augen. »Nein«, rief sie, »schau nicht so finster. Ich will's dir sagen, ich rechne zu gut.« Er lachte, und sie lachte mit. »Bist du mir aber auch zu klug, Franziska?« »Vielleicht«, sagte sie, und ihre Stimme erhielt plötzlich einen tiefen, herzlichen Klang, als sie es sagte. »Du weißt noch gar nicht, wie. Als du erst hier in die Stadt versetzt warst und dann zu meinem Bruder Fritz ins Haus kamst, war ich ein kleines Mädchen, das noch zwei volle Schuljahre vor sich hatte. Nachmittags, wenn ich nach Hause gekommen, schlich ich mich öfters in den Saal und stellte mich daneben, wenn ihr euch im Rapieren übtet. Aber du wolltest keine Notiz von mir nehmen. Einmal sogar, als deine Klinge mir in die Schürze fuhr, sagtest du, »Setz dich ins Fenster, Kind!« Du weißt wohl nicht, was das für böse Worte waren. Nun aber begann ich auf allerlei Listen zu sinnen. Wenn Nachbarskinder bei mir waren, suchte ich dich durch eins der anderen Mädchen, ich selbst hätte es nicht getan, zur Teilnahme an unseren Spielen zu veranlassen. Und wenn du dann in unseren Reihen standest? Nun, Fränzchen? Dann lief ich so oft an dir vorüber, bis du mich endlich doch an meinem weißen Kleidchen haschen musstest. Sie war dunkelrot geworden. Er legte seine Finger zwischen ihre und hielt sie fest umschlossen. Nach einer Weile sah sie schüchtern zu ihm auf und fragte, »Hast du denn nichts gemerkt?« »Doch, endlich«, sagte er, »du bist ja endlich groß geworden. Und dann? Wie kam es denn mit dir?« Er sah sie an, als müsse er ihr Antlitz befragen, ob er reden dürfe. »Wer weiß«, sagte er, »ob es je gekommen wäre, aber die Frau Syndika sagte einmal, »So sprich doch, Konstantin!« »Nein, mir zulieb, geh erst einmal den Steg hinauf.« Sie tat es. Nachdem sie die abgeschnittenen Rosen in ihre Schürze gesammelt, ging sie, ohne ein Wort zu sagen, nach dem Gartenhause und trat bald darauf mit leeren Händen wieder aus der Tür. Sie hatte zierliche Füße und einen behenden Tritt, aber sie stieß im Gehen unmerklich fast mit den Knien gegen das Gewand. Der junge Mann folgte dieser Bewegung, so wenig schön sie sein mochte, mit den glücklichsten Augen. Er merkte es kaum, als die Geliebte jetzt wieder vor ihm stand. »Nun«, fragte sie, »was sagt die Frau Syndika, oder war es eine von ihren sieben Töchtern?« Sie sagte, und er ließ seine Augen langsam an ihrer feinen Gestalt hinaufgleiten, sie sagte, »Die Mamsell Fränzchen ist eine angenehme Person, aber gehen tut sie wie eine Bachstelze.« »O du!« Und Fränzchen legte die Hände auf den Rücken ineinander und sah freudestrahlend auf ihn nieder. »Seitdem«, fuhr er fort, »konnte ich's nicht wieder von mir bringen.
Überall habe ich müssen dich vor mir gehen und hantieren sehen. Sie stand noch immer vor ihm, schweigend und unbeweglich. »Was hast du?« fragte er. »Du siehst so stolz und vornehm aus.« Sie sagte, »Es ist das Glück.« »Oh, eine Welt voll!« Und er zog sie mit beiden Armen zu sich nieder. Zweitens. Es war eine andere Zeit, wohl über 60 Jahre später. Aber es war wieder an einem Sommernachmittage und die Rosen blühten auch wie dazumal. In dem oberen Zimmer nach dem Garten hinaus saß eine alte Frau auf ihrem Schoße, den sie mit einem weißen Schnupftuch überbreitet hatte, hielt sie eine dampfende Kaffeetasse. Doch schien sie heute des gewohnten Trankes zu vergessen, denn nur selten und wie in Gedanken führte sie die Tasse an den Mund. Nicht weit davon, dem Sofa gegenüber, saß ihr Enkel, ein Mann über die Zeit der vollsten Jugend noch kaum hinaus. Er stützte seinen Kopf in die Hand und blickte nach den kleinen Familienbildern, die in silberner Fassung über dem Sofa hingen. Der Großvater, die Urgroßeltern, Tante Fränzchen, des Großvaters Schwester. Sie waren lange tot. Er hatte sie nicht gekannt. Nun ließ er seine Augen von einem zum anderen gehen, wie er schon oft getan, wenn er mit der Großmutter in der stillen Nachmittagsstunde beisammen saß. Auf Tante Fränzchens Bilde schienen die Farben am wenigsten verblichen, obwohl sie vor den Eltern und lange vor dem Bruder gestorben war. Die rote Rose in der weißen Puderfrisur war noch wie frisch gepflückt, auf der amarantfarbenen Kontusche zeichnete sich deutlich ein blaues Medaillon, das an einem dunklen Bande vom Halse auf die Brust herabhing. Der Enkel konnte nicht die Augen wenden von diesen kargen Spuren eines dahingegangenen Lebens. Er blickte fast mit Inbrunst in das feine, blasse Gesichtchen. Der Garten, wie er ihn als Knabe noch gesehen, trat vor seine Phantasie. Er sah sie darin wandeln, zwischen den seltsamen Buchsbaumzügen, er hörte das Knistern ihrer Schuhe auf den Muschelsteigen, das Rauschen ihres Kleides, aber die Gestalt, die er so heraufbeschworen, blieb allein, gebannt in dem grünen Fleckchen, das vor seinem inneren Auge stand. Was sich um die Lebende einst mochte bewegt haben, ihre Gespielinnen, die Töchter aus den alten, finsteren Patrizierhäusern, der Freund, der nach ihr spähte zwischen den Büschen des Gartens, hatte er keine Macht, ihr zu gesellen. »Wer weiß von ihnen«, sprach er vor sich hin. Das kleine Medaillon war ihm wie ein Siegel auf der Brust des vor so langer Zeit verstorbenen Mädchens. Die Großmutter setzte die Tasse auf die Fensterbank. Sie hatte ihn sprechen hören. »Bist du in unserer Gruft gewesen, Martin?« fragte sie, »und sind die Reparaturen bald zustande?« »Ja, Großmutter.« »Es muss alles in Ordnung sein. Wir haben in unserer Familie immer auf Reputation gehalten.« »Es wird alles in Ordnung kommen«, sagte der Enkel, »aber es ist ein Sarg eingestürzt, das hat einen Aufschub gegeben.« »Sind denn die Eisenstangen abgerostet?« »Das nicht. Er stand zuhinterst neben dem Gitter, das Wasser ist darauf getropft.« »Das muß Tante Fränzchen sein«, sagte die Großmutter nach einigem Besinnen. »Lag denn ein Kranz darauf?« Martin sah die Großmutter an. »Ein Kranz? Ich weiß es nicht. Er mag auch wohl vergangen sein.« Greisin nickte langsam mit dem Kopf und sah eine Weile schweigend vor sich hin. »Ja, ja«, sagte sie dann, fast wie beschämt. »Es ist nun freilich schon über 50 Jahre her, dass sie begraben wurde. Ihr Fächer, der mit Schmelz und Flitter, liegt noch drüben im Saal in der Spiegelkommode. Ich habe ihn aber gestern nicht finden können.« Der Enkel vermochte ein Lächeln nicht zu unterdrücken. Die Großmutter bemerkte es und sagte, »Deine Braut, der Wildfang, ist mir wohl wieder über meinen Kram gewesen. Ihr sollt mir das nicht zu euren Possen gebrauchen.« »Aber Großmutter, wie sie neulich abends in deinem Reifrock durch den Garten promenierte, ihr wäret alle eifersüchtig geworden, wenn sie anno 90 so in eurer Laube getreten wäre.« »Du bist ein eitler Junge, Martin.« »Freilich«, fuhr er fort, »die fremden braunen Augen hat sie nun einmal. Die kommen jetzt ohne Gnade in die Familie.« »Nun, nun«, sagte die Großmutter, »die braunen Augen sind schon gut, wenn nur ein gutes Herz herausschaut. Aber den Fächer soll sie mir in Ehren halten.
Tante Fränzchen trug ihn auf deines Großvaters Hochzeit, und mich dünkt, ich sehe sie noch mit der dunkelroten Rose in den Haaren. Nachher hat sie dann nicht gar lange mehr gelebt. Es war eine große Liebe zwischen den Geschwistern. Sie hat ihrem Bruder dazumalen auch ihr Porträt geschenkt, und dein Großvater hat es, solange er lebte, bei sich in seiner Schreibschatulle gehabt. Später hingen wir es dann hierher zu ihm und den Eltern. »Sie ist wohl schön gewesen, Großmutter?« fragte der Enkel, indem er nach dem Bilde hinüberblickte. Die Großmutter schien ihn nur halb zu hören. »Sie war ein kluges Frauenzimmer«, sagte sie, »und sehr geschickt in der Feder. Während dein Großvater in Marseille war, und auch wohl später noch, hat sie dem alten Vater alle Jahre die Klosterrechnungen ausgeschrieben. Denn er war der Klostervorsteher und dann Ratsverwalter, ehe er zweiter Bürgermeister wurde. Sie hatte auch eine schlanke, wohlproportionierte Figur, und dein Großvater pflegte sie wohl mit ihren feinen Händen zu necken. Aber heiraten hat sie nie malen wollen. Gab es denn derzeit keine jungen Männer in der Stadt, oder haben ihr die Freier nicht gefallen?« »Das«, sagte die Großmutter, indem sie mit den Händen über ihren Schoß strich, »das, mein liebes Kind, hat sie mit sich in ihr Grab genommen. Man sagte wohl, sie hab einmal einen leiden können. Gott mag es wissen. Er war ein Freund deines Großvaters und ein reputierlicher Mensch. Aber er war Offizier und Edelmann, und dein Urgroßvater war immer sehr gegen das Militär. Auf deines Großvaters Hochzeit tanzten sie miteinander, und ich erinnere mich wohl, sie machten ein schönes Paar zusammen. Unter den Leuten nannten sie ihn nur den Franzosen, denn er hatte rabenschwarzes Haar, das er nur selten pudern ließ, wenn er nicht just im Dienste war. Es ist aber das letzte Mal gewesen. Er nahm bald darauf seinen Abschied und kaufte sich weit von hier einen kleinen Landsitz, wo er noch einige Zeit nach deines Großvaters Tode mit einer unverheirateten Schwester gelebt hat.« Der Enkel unterbrach sie. »Es muss damals ein anderes Ding gewesen sein um die Herzensgeschichten«, sagte er nachdenklich. »Ein anderes Ding«, wiederholte die Großmutter, indem sie ihrem Körper für einen Augenblick die Haltung der Jugend wiederzugeben suchte. »Wir hatten so gut ein Herz wie ihr und haben unseren Teil dafür leiden müssen. Aber«, fuhr sie beruhigter fort, »was wisst ihr junges Volk auch, wie es da zu malen war? Ihr habt die harte Hand nicht über euch gefühlt, ihr wisst es nicht, wie mäuschenstille wir bei unseren Spielen wurden, wenn wir den Rohrstock unseres Vaters nur von ferne auf den Steinen hörten.« Martin sprang auf und faßte die Hände der Großmutter. »Nun«, sagte sie, »es mag vielleicht besser sein, so wie es jetzt so ist. Ihr seid glückliche Kinder, aber deines Großvaters Schwester lebte in den alten Tagen. Seit wir nach unserer Hochzeit das untere Stockwerk hier im Haus bewohnten, kam sie gern zu uns herunter. Manchmal auch saß sie stundenlang bei deinem Großvater im Kontor und half ihm bei seinen Schreibereien. Im letzten Jahre, seit ihre Kräfte abzunehmen anfingen, fand ich sie wohl zuweilen über ihren Rechnungsbüchern eingeschlafen. Dein Großvater saß dann stille fortarbeitend ihr gegenüber an der anderen Seite des Pultes, und ich erinnere mich noch gar wohl an das trauervolle Lächeln, womit er, wenn ich zu ihnen eintrat, mich auf die schlafende Schwester aufmerksam zu machen pflegte.« Die Erzählerin schwieg eine Weile und blickte mit weit geöffneten Augen vor sich hin, während sie mechanisch ihre Tasse schwenkte und mit Behutsamkeit die Neige ausschlürfte. Dann, nachdem sie die Tasse neben sich auf die Fensterbank gestellt hatte, sprach sie langsam weiter. »Unsere alte Anne konnte nicht genug davon erzählen, wie lustig und umgänglich ihre Mamsell in jüngeren Jahren gewesen sei. Auch war sie die einzige von den Kindern, die bei Gelegenheit mit dem Vater ein Wort zu reden wagte. Solange ich sie gekannt, ist sie immer still und für sich gewesen. Zumal, wenn der Vater im Zimmer war, sprach sie nur das Notwendige und wenn sie just gefragt wurde. Was da passiert sein mag, dein Großvater hat nie davon gesprochen. Nun sind sie alle längst begraben.« Der Enkel betrachtete das Bild des Urgroßvaters, und seine Augen blieben an den strengen Linien haften, die den starken Mund von den Wangen schieden. »Es muss ein harter Mann gewesen sein«, sagte er. Die Großmutter nickte. »Er hat seine Söhne bis in ihr 30. Jahr erzogen«, sagte sie.
Sie haben darum bis in ihr spätes Alter auch niemals so recht einen eigenen Willen gehabt. Dein Großvater hat es oft genug beklagt. Er wäre am liebsten ein Gelehrter geworden, wie du es bist. Aber die Firma verlangte einen Nachfolger. Es waren damals eben andere Zeiten. Martin nahm das Bild des Großvaters von der Wand. »Das sind milde Augen«, sagte er. Die Großmutter streckte die Hände aus, als wollte sie aus ihrem Lehnstuhl aufstehen. Dann ließ sie sie langsam ineinander sinken. »Jawohl, mein Kind«, sagte sie, »das waren milde Augen. Er hatte keine Feinde, nur einen mitunter, und das war er selber.« Die alte Haushälterin trat herein. »Es ist einer von den Maurerleuten draußen, er wünscht den Herrn zu sprechen.« »Geh hinaus, Martin«, sagte die Großmutter. »Was ist es denn, Anne?« »Sie haben etwas in der Gruft gefunden«, erwiderte die Alte. »Ein Schaustück oder so etwas. Die Särge der alten Herrschaften wollen schon nicht mehr halten.« Großmutter neigte ein wenig das Haupt. Dann blickte sie in die Stube umher und sagte, »Mach das Fenster zu, Anne. Es duftet mir so stark. Die Sonne scheint draußen auf die Buchsbaumrabatten.« »Die Frau hat wieder ihre Gedanken«, murmelte die alte Dienerin. Denn der Buchsbaum war vor über 20 Jahren fortgenommen, und mit den Glaskorallenschnüren hatten derzeit die Knaben Pferd gespielt. Aber sie sagte nichts dergleichen, sondern schloss, wie ihr geheißen war, das Fenster. Danach stand sie noch eine Weile und sah durch die Zweige des hohen Ahornbaums nach dem alten Lusthäuschen hinüber, wohinaus sie vor Zeiten ihren jungen Herrschaften so oft das Kaffeegeschirr hatte bringen müssen, und wo die kranke Mamsell so manchen Nachmittag gesessen hatte. Nun öffnete sich die Tür, und Martin trat hastigen Schrittes herein. »Du hattest recht«, sagte er, indem er Tante Fränzchens Bild von der Wand nahm und es an dem silbernen Schleifchen der Großmutter vor Augen hielt. »Der Maler durfte nur die Kapsel des Medaillons malen, der offene Kristall hat auf ihrem Herzen gelegen. Ich habe oft genug gefragt, was er verberge. Nun weiß ich es, denn ich habe Macht, es umzuwenden.« Und er legte ein verstäubtes Kleinod auf die Fensterbank, das, des grünen Rostes ungeachtet, der es überzogen hatte, als das Original zu der Zeichnung auf Tante Fränzchens Bilde nicht zu verkennen war. Das Sonnenlicht brach durch den trüben Kristall und beleuchtete im Innern eine dunkle Haarlocke. Die Großmutter setzte schweigend ihre Brille auf, dann ergriff sie mit zitternden Händen das kleine Medaillon und neigte tief das Haupt darüber. Endlich, nach einer ganzen Weile, wo in dem stillen Zimmer nur das unruhigere Atmen der alten Frau vernehmlich war, legte sie es behutsam von sich und sagte, »Lass es wieder an seinen Ort bringen, Martin, es taugt nicht in die Sonne.« Und, fügte sie hinzu, indem sie das Tuch auf ihrem Schoße sorgsam zusammenlegte, »auf den Abend bring mir deine Braut. Es muß in den alten Schubladen noch irgendwo ein Hochzeitskettlein stecken. Wir wollen proben, wie es zu den braunen Augen lässt.« Ende von »Im Sonnenschein« von Theodor Storm. Alexander von Humboldt, 5. Kosmos-Vortrag. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Alexander von Humboldt, 5. Kosmos-Vortrag, Aufbau der Erdrinde. In der Provinz Popayan bilden die schwefeligten Dämpfe, welche der Vulkan Purake ausstößt, in Verbindung mit den Wässern, die ihm entströmen, einen Bach, von den Anwohnern der Essigfluss genannt, der sich in den Fluss Kauko ergießt, einem mächtigen Flusse von der Breite des Rheins, in den nach der Einmündung des Baches auf eine weite Strecke hinaus kein Fisch existieren kann, so stark ist die Beimischung von Schwefel und Salzsäure. Herr Toussaint hat neuerdings meine Analyse dieses Wassers wiederholt. Er ist derselbe, der die Entdeckung der Platina als anstehendes Gestein gemacht hat, da man sie früher nur als Geschiebe kannte. Es möge hier die Erwähnung der wunderlichen Hypothese des Captain Simmons zu St. Louis am Missouri eine Stelle finden, der die Behauptung aufstellt, dass sich im Innern der Erde eine weite Höhlung befinde,
zu der ein Loch am Nordpol eine Öffnung von mindestens 20 Grad führe. Er hält es für sehr ausführbar, mittelst einer kurzen Sommerreise von Sibirien aus diese Höhlung zu erreichen, aus der er eine reiche Ausbeute an Pflanzen und Tieren verspricht. Er nimmt jedoch an, dass keine Menschen das Innere der Erde bewohnen, die übrigens von einem eigenen Planeten Proserpina in ihrem Zentro erhellet wird. Wenn man sich aber an die Entdeckung des verstorbenen Chladni erinnert, dass die Luft in einem Zustande von heftiger Kompression leuchtend wird, so könnte man annehmen, dass durch die von oben eindringende Luft Licht genug hineingebracht würde und es zur Erleuchtung weder eines Pluto noch einer Proserpina bedürfte. Mr. Simmes hat sich ganz kürzlich an den Magistrat zu Augsburg gewendet und ihn zur Hilfeleistung bei seinem Unternehmen aufgefordert. Die Erdrinde zeigt eine so große Mannigfaltigkeit in ihrem Bau, dass die Geognosten sich berechtigt halten, mehrere große Abteilungen zu unterscheiden und eine sukzessive Bildung anzunehmen. Die Grundlagen der verschiedenen Geschosse bilden: erstens die Urgebirge. Alle Glieder dieser Abteilung tragen das Gepräge einer chemischen Bildung. Sie sind kristallinisch, alles ist wie aus einem Guss. Es ist wahrscheinlich, dass diese Massen durch einen Oxidationsprozess entstanden sind und nicht uranfänglich so waren. Versteinerungen als Denkmäler lebender organischer Wesen finden sich nicht. Man rechnet hierher Granit, Gneis, Glimmerschiefer, Urkalk, Urtonschiefer und eine Formation, die ihre Stelle einnimmt auf der Grenze der Ur- und Übergangsgebirge, den Euphotit des Herrn Uyi, den man früher mit dem Namen serpentinartiger Urgrünstein bezeichnete. Das älteste Gebilde aus dem Gebiete der Urzeit, deren Beobachtung vergönnt gewesen, ist der Granit. Diese Gebirgsart ist aus Quarz, Feldspat und Glimmer zusammengesetzt, so dass sie in ihrer Struktur vom grobkörnigen bis zum feinkörnigen vorkommt. Der Granit bildet die höchsten und steilsten Punkte auf der Oberfläche der Erde und dehnt sich in Gestalt von Ketten und Gebirgsgruppen über den ganzen Planeten aus. Der Gipfel der Andeskette, der Chimborazo, den man lange für den höchsten der Gebirgsrücken gehalten hat, besteht jedoch nicht aus Granit, sondern Trachit. Man weiß jetzt, dass das Himalaya-Gebirge in Indien die Andes an Höhe übertrifft. Der höchste Punkt desselben, der Dhavalagiri, ist zwar noch nicht erstiegen worden, durch trigonometrische Messungen ist aber seine Höhe ermittelt und die durch Flüsse herabgeführten Bruchstücke lassen vermuten, dass seine Kuppe aus Granit bestehe. Zweitens die Übergangsgebirge. Es sind noch immer chemische Bildungen, aber die kristallinische Form tritt mehr zurück und schon beginnen Konglutinate, Verkittungen von zertrümmerten Gesteinen. Die Felsarten zeigen, rücksichtlich ihrer Bestandteile, noch viel Ähnliches mit den Urgebilden, erscheinen aber der Form nach wechselnd mit Trümmergesteinen und sandsteinartigen Bildungen. Manche Reste organischer Wesen, Abdrücke von Schilfen, von Palmen und baumartigen Farren, von Madreporen, Pentakriniten, Trilobiten etc., Tiere aus den niederen Klassen, sind hier vorzugsweise zu Hause. Ich sage nicht in den oberen Lagen, in den minder alten Gebirgen dieser Abteilung, sondern im Allgemeinen in den nicht feldspatigen Gesteinen und in jenen, deren Masse kein kristallinisches Aussehen trägt. Hierher gehört körniger, talkiger Kalk, Grauwacke mit Kohlenblende, Übergangstonschiefer, Porphyr, Syenit, Grünstein, schwarzer Kalk. Drittens, Flözgebirge. Die Entwicklung der Flözgebilde ist sehr ungleichartig erfolgt auf unserer Erdfeste und dies Ungleichartige der Entwicklung gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Geogonie oder geschichtlichen Geologie. Deutlich unterscheidet man ältere und neuere Flözgebilde. A. Die Eltern folgen in der Lage auf das Übergangsgebirge. Konglutinate, der Quadersandstein, Zechstein oder Alpenkalk, Magnesian Limestone,
überhaupt Kalkstein, der früher nur sehr untergeordnet erscheint, herrschen vor. Die Steinkohlen sind hier zu Hause. Die Menge der Petrefakten wächst. Von Vegetabilien finden sich Rohr, Palmen, Fernkräuter, aber keine höheren Pflanzen. Von Tieren außer Konkylien auch Fische und, wiewohl äußerst selten, Reste von Amphibien. Muschel- und Jurakalk, Salzton, Steinsalz, Sandstein und zuletzt die Kreide gehören zu dieser Formation. B. Die Jüngernflöze. Hier tritt das Eisenoxidhydrat in größter Ausdehnung auf. Es gehören hierher der bunte Sandstein und der Sand mit Braunkohlen unter der Kreide, zwei sandsteinartige Formationen mit Eisenoxid gefärbt. Zahllose Petrefakten, nun schon auch Dicotyledonen, von Tieren besonders Konkylioliten, Fische, Betrinen, Amphibien, aber noch keine Landsäugetiere. 2 und 3 werden sekundäre Gebirgsmassen genannt, deren Charakter das Vorkommen von Petrefakten, den Resten einer lebendigen Schöpfung, ist. Nun folgen, viertens, die tertiären Gebirgsmassen. Sie bilden die äußerste Rinde der Erde. Die chemischen Gebilde werden immer seltener und undeutlicher und die mechanischen sind die vorherrschenden. Es lassen sich 3 Folgen unterscheiden. A. Die untern Tertiären. In diesen kommen Reste organisierter Wesen vor, den jetzigen zwar ähnlich, aber einer untergegangenen Schöpfung angehörend. Bedeutende Lager von Braunkohlen als Residua untergegangener Wälder. B. Die mittleren tertiären Massen. Sie sind ausgezeichnet durch den Wechsel von Meer- und Süßwassergeschöpfen. Es müsste also die Periode sein, wo das Meer sich zurückzog, aber noch einige Mal wiederkam. In ihnen finden sich die Reste von kolossalen Landtieren und ganz unbekannten Vierfüßern. Oft finden sich See- und Landtiere nicht weit voneinander, hier Wallfische und Delfine und ganz nahe dabei Elefanten und Rhinoceros. C. Die oberen tertiären Massen. Diese bilden sich noch alle Tage. Die Reste von organischen Wesen, die sich darin befinden, gehören der jetzigen Schöpfung an, darunter auch Knochen von Menschen. Sehr wichtig für uns ist das letzte Geschoss, dies aufgeschwemmte Land, auch als die Hauptlagerstätte der edlen Metalle und der Diamanten, die nicht in anstehendem Gestein in Gängen, sondern unter Sand- und Bettenschichten als Geschiebe vorkommen. Kleine Flüsse in Brasilien führen den Waschwerken die 3 kostbaren Erzeugnisse Gold, Platin und Diamanten oft in großer Nähe beisammen zu. Der größte Teil des Goldes, das in den Handel kommt, besteht aus Körnern, die aus Bettenschichten gewaschen werden. Auch der neuerdings für Russland so wichtig gewordene Fundort des Goldes am Ural zeigt ein ähnliches Vorkommen, wie denn auch Edelsteine aller Art, Hyazinth, Saphir und so weiter, nur im aufgeschwemmten Lande gefunden werden. Auf Ceylon findet man gediegenes Silber in Geschieben und das häufige Vorkommen des gediegenen Kupfers ist unstreitig Veranlassung, dass in einem früheren Menschenalter auf beiden Hemisphären der Gebrauch desselben dem des Eisens so lange vorhergegangen ist. Merkwürdig scheint es mir, dass die ältesten Völker es verstanden haben, dem biegsamen Metall durch einen Zusatz von Zinn, das Aes der Griechen, eine größere Härte zu geben, ungeachtet diese Mischung in der Natur nicht vorkommt. Die wahrhafte Steinkohle ist dem Übergangsgebiet eigen, aber die große Kohlenstoffniederlage findet sich auf der Grenze der Übergangs- und Flözgesteine. Diese Lagerungsweise hat zur Folge, dass die Kohlen zuweilen mit sandsteinartigen Schichten wahrhafter Grauwacke verbunden, untermengt vorkommen. In diesen Steinkohlenlagern sind die vegetabilischen Petrefakten sehr zahlreich, aber es zeigen sich nur Überbleibsel von Monokotyledonen und Acotyledonen und weit später kommen Dicotyledonen vor, unseren Waldbäumen ähnlich. Es fragt sich, auf welche Weise wir imstande sind, diese zum Teil undeutlichen Überbleibsel so genau zu unterscheiden.
Herr Desfontaines hat uns zuerst auf einen wesentlichen Charakterunterschied der Pflanzen aufmerksam gemacht. Demgemäß aus der Physiognomie des Holzes selbst die Pflanzenfamilie bestimmt werden kann. Es findet sich die merkwürdige Übereinstimmung, dass bei allen mit einem Samenlappen keimenden Pflanzen, Monocotyledones, die Gefäße nicht in konzentrischen Ringen, die Jüngern nach außen zu, sondern in Bündeln verteilt, die Jüngern im Mittelpunkt, Endogenen des Stammes liegen. Diese Gewächse haben keine wahre Rinde, wachsen von innen nach außen. Der ganze Stamm ist markig und das Holz liegt in Längenbündeln, gleichsam zerstreut umher in der Marksubstanz. Bei den mit zwei Samenlappen keimenden Pflanzen, Dicotyledones, liegen die Gefäße in konzentrischen Lagen, die Jüngern nach außen, Exogenen, und sie wachsen, indem dem verhärteten, bleibenden Jahrtrieb sich immer ein neuer oben ansetzt. Der Stamm der baumartigen Endogenen ist gewöhnlich schlank und lang, fast ungeteilt und astlos, zylindrisch, jener der Exogenen gewöhnlich ästig und konisch. Was das Numerische betrifft, so findet man in den wesentlichen Blütenteilen der Monocotyledonen die Zahl 3 vorherrschend oder die eines Vielfachen von 3, wogegen bei den Dicotyledonen die mannigfaltigsten Zahlenverhältnisse stattfinden. Merkwürdig für unsere Erwähnung ist die erstere der Pflanzengruppen, denn dahin gehören die Gräser mit den Cerealien, die unter den Tropen zum baumartigen Pisang werden, ferner die Palmen, unter diesen die Sagopalme, der Reis etc. Der Grundsatz, dass die Natur von dem Einfachen zum Zusammengesetzten in ihren Erzeugnissen fortgeschritten, findet demnach seine Anwendung und gilt von den Tieren ohne Bedenken. Die Petrifakten aus den mindersten Tierklassen finden sich in den ältesten Gebirgsmassen. Wir finden hier ein- und mehrkammerige Schnecken von mannigfaltigen Arten, zum Teil von bedeutender Größe, unter den Ammoniten von mikroskopischer Kleinheit bis zu einer Größe, wie sie keine lebende Schnecke mehr erreicht. Es kommen Ammonshörner vor, die einen Durchmesser haben von 2 Fuß, Fußnote gleich 65 cm, 3 Fuß gleich 100 cm. Die geraden Schnecken mit Scheidewänden heißen Orthokeratiten. Ihnen nähern sich die Hipporiten, deren Scheidewände weniger regelmäßig stehen. Aber eine höchst sonderbare Form bieten die Belemniten dar, wie sie durchaus nicht mehr unter den Lebenden vorkommt. Ein kegelförmiger Körper hat eine Höhlung, worin sich eine vielkammerige Schnecke befindet. Das Tier lebt in der vorderen Kammer und die hinteren sind leer. Zuweilen ist aber die vordere Kammer so klein, dass das Tier sich großenteils außerhalb befindet und die Schale zum Teil umgibt. Eine Bemerkung, die Peron zuerst an dem Nautilus Spirula der indischen Meere gemacht hat. Dasselbe scheint auch der Fall mit den Belemniten gewesen zu sein. Das Tier lag außerhalb der Schale und umschloss sie zum Teil. Eine jüngere Flözbildung enthält jene zahllose Menge versteinerter ein- und zweischaliger Muscheln, welche nicht selten lagenweise aufgehäuft sind und nach welchen das Gestein den Namen Muschelkalk erhalten hat. Cuvier hat unter diesen Überresten eine versteinerte Nautilusart gefunden, die mit dem Tintenfische Ähnlichkeit hat, indem die Sepia sich in einem noch auflösbaren Zustande befindet. Professor Buckland zu Oxford hat der Beschreibung dieses Petrifakts eine Abbildung zugefügt, die mit dem diesem Tiere eigentümlichen Farbestoff gemalt ist und keineswegs etwa von einem dem Gestein beigemengten Eisenoxide herrührt. Nunmehr aber nähern wir uns einer Formation, zumal in deren jüngeren Schichten wir immer mehr den wunderbaren, teils gigantischen, teils wenigstens sonderbar gebauten, erloschenen Tieren der oberen Klasse begegnen, die uns das Dasein einer vormaligen, vollständigen Tierschöpfung verkünden. Fische in zahlloser Menge treten auf, krokodillartige Tiere, größer als sie jetzt noch irgendwo angetroffen wurden.
Der Megalosaurus, eine ungeheure Eidechse von der Höhe eines Ochsen und von 60 bis 70 Fuß, Fußnote gleich 19 bis 23 Meter Länge. Während die größten Krokodile, die ich je gemessen habe, nur 22 bis 24 Fuß, Fußnote gleich 7 bis 8 Meter, lang sind. Der Plesiosaurus, ein großes Krokodil mit einem Schwanenhalse, der fast die halbe Länge des Körpers ausmacht. Wir müssen uns denken, dass dies gefährliche Tier am Ufer gelegen und von da aus mit dem langen Halse seine Beute erhascht habe. Der Ichthyosaurus, den man in den Kalkformationen des Jura antrifft, er zeichnet sich durch seine großen Fischaugen aus, während andere Krokodile kleine geschlitzte Augen haben. Ferner schuppige Eidechsen mit Flügeln, wie die in den Steinbrüchen von Eichstätt gefundene berühmte fliegende Amphibie, dessen Abbildung Cuvier wiederholt hat. Das riesenhafte Tier vom Ohio, Mastodon von Cuvier genannt, ist dem Elefanten verwandt, ohne im Bau genau mit demselben übereinzustimmen. Die großen, zum Teil so wunderbar gebauten Landtiere erscheinen jedoch meist erst über der Kreide und gehören dem tertiären Gebiete an. Mit großer Genauigkeit hat Cuvier die fossilen Knochen aus den Bergen von Montmartre bei Paris untersucht und darunter zwei Gattungen gefunden, welche nicht mehr unter den Lebenden vorkommen und von ihm Paläotherium und Anaplotherium genannt werden. Das erste ist eine zwischen Pferd, Tapir und Nashorn stehende Tierart, von der Cuvier allein in den Gipsfelsen bei Paris vorkommend 5 Spezies unterscheidet und von welcher aus anderen Gegenden, zumal Frankreichs, noch ebenso viel zusammengebracht worden sind. Das zweite, gleichfalls ausgestorbene Tiergeschlecht, Anaplotherium, ist zwischen Pferd und Nashorn einerseits und Nilpferd, Schwein und Kamel andererseits zu setzen. Bemerkenswert ist es, dass die meisten dieser Tiere denjenigen verwandt scheinen, welche jetzt bei uns in den Sümpfen leben und zu den dickhäutigen Tieren, den Pachydermen, gehören. Man hat bereits in den verschiedenen Gegenden der Erde 130 Spezies unbekannter Säugetiere entdeckt, vom Wolf bis zum Elefanten, größer als die uns bekannten in Ostindien. Fälschlich hat man die am Ohio und auf dem Gigantenfelde bei Bogota 5 bis 6.000 Fuß, Fußnote gleich 1.600 bis 1.900 Meter, hoch vorkommenden Mastodonten des Baus der Backenzähne wegen für Reste fleischfressender Elefanten erklärt. Eine besondere und auffallende Eigentümlichkeit ist, dass man an einigen Orten Elefantenknochen entdeckt hat, welche noch mit Fleisch und anderen Weichgebilden bekleidet waren. Die konstatierteste Tatsache der Art liefert der von Adams nach Petersburg gesandte Elefant, dessen Erhaltung fast wunderbar vollkommen zu nennen ist. Im Jahre 1799 bemerkte ein fischender Tunguse an der Küste des Eismeers, nahe der Mündung der Lena, mitten zwischen Eisschollen einen unförmlichen Block, den er nicht genauer erkennen konnte. Im folgenden Jahre sah er die Masse etwas freier liegen, und gegen Ende des Sommers war eine ganze Seite eines Tiers mit einem Stoßzahne ganz deutlich aus dem Eis hervorgetreten. Erst nach dem 5. Jahre ward die Masse an die Küste auf eine Sandbank geworfen. Der Fischer nahm dem Tier die Stoßzähne ab und verkaufte sie. Erst 2 Jahre später, also 7 Jahre nach der Entdeckung, wurde der Engländer Adams, welcher den Grafen Golovkin auf einer Reise nach China begleitete, in Jakutsk davon unterrichtet und begab sich an Ort und Stelle. Er fand das Tier schon sehr verstümmelt. Die Jakuten in der Nachbarschaft hatten das Fleisch in Stücke geschnitten, um ihre Hunde damit zu füttern. Wilde Tiere hatten auch davon gefressen, indessen fand sich doch das Skelett noch ganz. Ein wohlerhaltenes Ohr zeigte einen Haarbüschel. Man konnte den Augapfel noch unterscheiden. Die Haut war mit schwarzen, steifen 18 Zoll, Fußnote gleich 50 Zentimeter, langen Haaren und mit zarteren Haaren oder einer Wolle von rötlicher Farbe bedeckt.
Im feuchten Boden fand man mehr als 30 Pfund jener steifen und zarten Haare, welche die Eisbären verscharrt hatten. Der Kaiser von Russland kaufte dies wunderbare Denkmal einer älteren Schöpfung und ließ es in der Sammlung der Akademie in Petersburg niederlegen. Ein ebenfalls sehr merkwürdiges, nicht mehr lebendes Säugetier ist das in Paraguay gefundene Megatherion, ein Riesenfaultier, 12 Fuß, Fußnote gleich 4 Meter, lang und 6 Fuß, Fußnote gleich 2 Meter, hoch, dessen Zehen mit ungemein langen Krallen bewaffnet sind, wie sie die Ameisenfresser haben. Die Faultiere und Armadille der jetzigen Welt sind dagegen sehr kleine Tiere. Den neuesten Forschungen verdanken wir besonders ein helleres Licht über diese sonderbare Folge der organischen Bildungen, um deren Untersuchungen Lamarck und Brogniart, Cuviers Schüler, sich so verdient gemacht haben, wie unter den Deutschen Herr von Schlotheim und der Graf Sternberg. Von dem merkwürdigsten Scharfsinn zeugt aber ganz besonders Cuviers berühmtes Werk »Recherche sur les ossements fossiles etc.«, welches uns lehrt, das Zusammengesetzte aus dem Einzelnen zu vermuten und aus einem aufgefundenen Knochen das Geschlecht des Tieres zu bestimmen. Hieran schließen sich die interessanten Untersuchungen von Geoffroy de Saint-Hilaire, von Sir Everard Home, Rudolfi, Meckel etc. Von großer Wichtigkeit ist ebenfalls die Entdeckung des Professor Buckland zu Oxford, auf welche ihn die genaue Untersuchung einer Höhle zu Kirkdale in Yorkshire vorerst geleitet, die 200 Fuß, Fußnote gleich 65 Meter lang, bei einer zwischen 2 bis 7 Fuß, Fußnote gleich 65 bis 230 Zentimeter, variierenden Höhe und Breite sich in Kalkstein erstreckt. Es finden sich in dieser Höhle Knochen in zahlloser Menge, von den verschiedensten Tieren, Elefanten, Nashorn, Bären etc., untermischt mit Knochen von Hyänen. Dabei findet der sonderbare Umstand statt, dass sämtliche Knochen unvollständig, augenscheinlich angefressen sind. Die bekannte Eigentümlichkeit der indischen und afrikanischen Hyänen, ihren Raub zusammenzuschleppen, hat den Herrn Buckland auf den Schluss geführt, dass die sämtlichen in diesen Höhlen vereinigten Knochen von den Hyänen vor Eintritt der zerstörenden Naturrevolution zusammengetragen worden sind, um mit denselben gleichzeitig ihr Grab zu finden. Durch diese Annahme ist zugleich das Rätsel gelöst, wie zum Teil kolossale Tiere durch eine verhältnismäßig viel zu enge Öffnung in diese Höhlen gelangen konnten. Herr Buckland hat zur Bestätigung seiner sinnreichen Hypothese assimilierte Teile in den Höhlen gefunden, die von den Wärtern einer Menagerie in London sogleich für Exkremente von Hyänen erkannt worden sind. Ende von Alexander von Humboldt, 5. Kosmosvortrag, Aufbau der Erdrinde. Der Kriegsberichterstatter. Aus dem Kriegsbuch von Klabund. Gelesen von Ragnar. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Kriegsberichterstatter. Siegfried Silbermann, der schon den Buren- und den Balkankrieg als Kriegsberichterstatter der neuen freien Trompete mitgemacht hatte, wurde telegrafisch in das Hauptquartier von Exzellenz Eidkuhnen, Oberbefehlshaber Nordost, berufen, jenes Feldherrn, der erst anlässlich dieses Krieges in so glänzende Erscheinung getreten ist. Schon ehe er das Auto des Pressestabes bestieg, wurden Siegfried Silbermann mit einem dunklen Tuch wie einem Parlamentär die Augen verbunden, damit er auf der Fahrt nach der Front ja nichts zu sehen bekäme, was sich im geringsten als militärisches Geheimnis darstellen und von ihm vielleicht als Anlass zu einer seiner hinlänglich bekannten Plaudereien benützt werden könne. Es gehört zur seelischen und beruflichen Eigenschaft des Kriegsberichterstatters, dass er nichts, aber auch rein gar nichts vom Kriege sieht. Hin und wieder nur wird ihm die Binde abgenommen und er fühlt sich erstaunt vor einem toten Pferd oder einem niedergebrannten Haus. Darüber darf er dann als Augenzeuge berichten.
wendet er seinen Blick von dem toten Pferd oder dem niedergebrannten Haus ein wenig empor und in die Weite, so sieht er nichts als ein graues, ödes, endloses Feld, das sich viele Meilen bis an den Horizont erstreckt. Das nennt er dann die Leere des modernen Schlachtfeldes. Siegfried Silbermann schlug die Augen auf und fand sich einem älteren, stattlichen Herrn gegenüber, dessen Brust mit Orden und Ehrenzeichen übersät war. Breite, rote Feldmarschallsbiesen funkelten herrisch an seinen gestrafften Beinen. Er zwirbelte nachdenklich an seinem braunmelierten, altertümlichen Bart. Silbermann zog seinen Notizblock und notierte: »Martialisch. Exzellenz Eidkunen, der große Feldherr, denn er war es in eigener Person, legte seine große, knochige Hand schwer auf Siegfried Silbermanns spankende Schulter. Silbermann zitterte. Er feuchtete den Tintenstift leise an der Zunge an und notierte: »Leutselig.« Silbermann wagte endlich, die nähere Umgebung prüfend zu betrachten. Um ein riesiges, rauchiges Lagerfeuer hockte malerisch gekrümmt eine Anzahl höherer und niederer Offiziere. Es war der Stab des Feldherrn. Sie rauchten eine Pfeife, die reihum ging, die sogenannte Friedenspfeife. Über dem Feuer wurde ein Ochse von mehreren Ordonnanzen am Spieß gedreht. Man traf Vorbereitungen zum Mittagsmahl. »Wollen Sie mit uns speisen?« sagte Exzellenz Eidkunen. Des Feldherrn Stimme rollte in gutturalen Kehllauten. Silbermann notierte: »Nicht nur die Tatze, nein, auch die Stimme des Löwen.« »Ich habe mit dem feindlichen Heerführer ausgemacht, dass die Schlacht erst nach dem Mittagessen, sobald der Kaffee abserviert ist, beginnt.« Silbermann notierte: »Humane Kriegführung.« Es war nur ein Feldstuhl vorhanden. Silbermann notierte: »Spartanische Lebensweise.« »Wollen Sie sich nicht setzen?« lächelte Exzellenz Eidkunen. »Das Schreiben und Denken im Stehen ermüdet.« »Bitte, nach Ihnen, Exzellenz«, verbog sich Silbermann devot. »Oh«, wehrte die Exzellenz ab, »ich stehe schon so lange im Felde, dass ich ruhig noch ein wenig länger stehen kann.« Silbermann notierte: »Beharrlichkeit, Ausdauer, germanische Zähigkeit.« Oben in den Lüften begann es zu pfeifen und zu surren, zu schnauben und zu knallen. Exzellenz Eidkunen murmelte erheitert: »Feindliche Aeroplane. Sie haben es auf mein Hauptquartier abgesehen, aber beruhigen Sie sich, lieber Silbermann, Sie treffen nie etwas. Höchstens, wenn man sich etwa auf neutralem Boden befände, könnten Sie einem gefährlich werden.« Krrz, knauz, rum! Eine Fliegerbombe platzte in 50 Schritt vor Silbermann. Silbermann konnte gerade noch Kaltblütigkeit notieren, dann fiel er in Ohnmacht. Exzellenz Eidkunen winkte und Silbermann wurde von den Ordonnanzen, die eben noch den Ochsen gebraten hatten, ins Auto des Pressestabes geschafft. Auf der Redaktion der neuen Freien Trompete war es, wo er wieder zur Besinnung kam. Noch die Abendausgabe der neuen Freien Trompete brachte auf ihrer ersten Seite Silbermanns nachgerade so berühmt gewordenes Interview des Oberbefehlshabers Nordost, Exzellenz Eidkunen. 4 Wochen später erschien bei der Verlagsbuchhandlung Brösel und Co. »Die eiserne Mauer«. Eindrücke und Expressionen, Erlebtes und Erschautes von der Nordostfront, von Siegfried Silbermann. Ein stattlicher Band in Lexikonformat. Ende von »Der Kriegsberichterstatter« aus dem Kriegsbuch von Klabund.